So, meine sehr geehrten Damen und Herren, hier im Saal darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen. Sie zu Hause, die Sie uns über Livestream zugeschaltet sind, haben sich hoffentlich schon einen gemütlichen und angenehmen Platz eingerichtet, von dem aus Sie heute hier mit dabei sein können bei diesem bemerkenswerten Jubiläum. Anlass ist ja der 500. Geburtstag von Petrus Canisius, einer bemerkenswerten, interessanten Gestalt, die auch eben mit Augsburg direkt zu tun hat. Die Veranstaltung ist eine Kooperation zwischen dem Akademischen Forum und dem Verein für Augsburger Bistumsgeschichte. Da sieht man, dass die Synergieeffekte auch immer wieder ganz gut funktionieren. Und ich darf das hier an dieser Stelle sagen, die Idee, die Anregung, der Wunsch kam ausdrücklich von unserem hochwürdigsten Herrn Bischof Dr. Bertram Mayer, den ich auf diesem Wege hier auch ganz herzlich grüßen möchte, der sich Petrus Canisius in besonderer Weise verbunden fühlt, weil eben Petrus Canisius einer seiner Vorgänger als Domprediger gewesen ist am Augsburger Dom. Aber natürlich nicht nur deswegen. Wir werden heute viele Aspekte hören, die uns ein Stück weit in diese Zeit entführen, die aber eben auch Strukturparallelen dieser Zeit zu unserer Zeit, gerade auch zur kirchlichen Situation, offensichtlich machen. Das wird in besonderer Weise unser Ehrengast tun. Wir sind sehr, sehr dankbar, Eminenz, dass Sie, Kardinal Kasper, sich die Mühe gemacht haben, nur unseretwegen hierher nach Augsburg zu kommen, aus Rom. Das ist ja nun nicht gerade ein Katzensprung und wir sind froh, dass es gelungen ist und wir sind auch sehr gespannt auf Ihre Ausführungen zu diesem Thema, die den Höhepunkt sozusagen des heutigen Nachmittags darstellen werden. In der Mitte eingebunden ist einer der aktuellen Domprediger, Domkapitular Dr. Thomas Groll, gleichzeitig auch Vorsitzender des Augsburger Bistumsgeschichtsvereins. Und ich darf auch noch begrüßen den zweiten Domprediger, den wir gegenwärtig in Augsburg haben, hochwürdigen Herrn Domdekan Generalvikar Dr. Hacker. Ja, ich möchte Sie auch gar nicht lange auf die Folter spannen. Ich möchte nur an dieser Stelle noch meinen Dank aussprechen, vor allen Dingen den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auch des Akademischen Forums, insbesondere Herrn Dr. Schmucker und Frau Holzhammer, die sehr intensiv an der Organisation und Vorbereitung dieses Tages mitgewirkt haben. Und natürlich vor allen Dingen auch Herrn Bobinger von der Pressestelle und dem Team vom St. Ulrichs Verlag, die es uns technisch möglich machen. Dank Corona in Anführungszeichen sind wir es ja nun mittlerweile schon sehr gut gewohnt, solche Hybridveranstaltungen auch technisch zu stemmen. Ich hoffe, es klappt überall. Die es uns also möglich machen, nicht nur unter diesen doch von der Personenzahl her eben sehr reduzierten Zahl hier im Saal dieses Thema erörtern zu können, sondern auch alle, die bistumsweit oder auch darüber hinaus, die sich daran interessieren, hier teilhaben zu lassen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und die Mühe machen. Einige von Ihnen hatten ja schon Gelegenheit, heute Vormittag die Sonderausstellung 1521 im Diözesanmuseum St. Afra zu besichtigen. Und da werden Sie festgestellt haben, dass dieses Jahr, natürlich ist es nicht nur auf das Jahr begrenzt, aber auch dieses Jahr, wenn man nur fokussiert, ist schon interessant genug, eine erstaunliche Menge an Umbrüchen und Aufbrüchen, auch an Bedrohungspotenzial, an ja, Orientierungsproblematiken mit sich bringt, mit sich gebracht hat, das natürlich Auswirkungen hatte. Und dass genau in diesem Jahr eben Petrus Canisius geboren ist, übrigens just an dem Tag, an dem Martin Luther in Worms in Reichsacht gelegt worden ist, mag ein Zufall sein oder auch nicht. Es ist jedenfalls eine spannende Koinzidenz und wir sehen, dass hier viele Linien nicht nur durch Augsburg gehen, sondern auch global in dieser größer werdenden Welt des 16. Jahrhunderts die Leute herausgefordert haben, sodass es nicht nur im 20. und 21. Jahrhundert so ist, dass wir vor zum Teil uns schon auch sehr bedrängenden Herausforderungen stehen, sondern dass ein Blick in die Geschichte hier eben auch helfen kann, zumindest Strukturparallelen zu entdecken und auf diese Weise vielleicht auch Lösungsansätze zu entwickeln oder
was noch besser wäre, es noch besser zu machen, als es unsere Altvorderen gemacht haben. Ich darf nun also Sie, sehr geehrter hochwürdigster Herr Bischof Dr. Bertram Mayer, bitten, uns Ihren Vortrag unter dem Titel Zuhause in den Wunden Christi, Petrus Canisius, Prediger, Ratgeber, Mystiker, zum Besten zu geben. Wir werden anschließend Gelegenheit zu kurzen Rückfragen haben. In die tiefere Diskussion werden wir dann erst nach dem zweiten, eher historisch orientierten Vortrag von hochwürdigen Herrn Domkapitular Dr. Thomas Groll einsteigen, bevor wir dann eine Pause machen, um uns sehr erholt und konzentriert auf den letzten Vortrag dann einstimmen zu können. Dankeschön. Eminenz, lieber Herr Kardinal, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, als ich erfuhr, dass der 500. Geburtstag des heiligen Petrus Canisius in der Diözese Innsbruck groß gefeiert wird, dachte ich mir, es steht auch dem Bistum Augsburg gut an, sich seines ehemaligen Kathedralpredigers und Universitätsgründers zu erinnern. So bin ich dankbar, bei den Verantwortlichen der katholischen Erwachsenenbildung auf offene Ohren gestoßen zu sein, und ihr Interesse heute zeigt mir, dass Canisius auch nach 500 Jahren noch Menschen mobilisiert. Und das mit Recht, denn wir können viel von ihm und seinem Einsatz für Christus lernen. Unser Bistumshistoriker, Domkapitular Dr. Groll, wird im Anschluss an meine Gedanken die zentralen Daten der Vita des Heiligen darstellen und Anliegen entfalten. So erlaube ich mir, sogleich medias in res zu gehen und Ihnen in einem ganz persönlichen Zugang mir wichtige Aspekte aus Leben und Wirken des zweiten Apostel Deutschlands zu entfalten. Besonders begrüße ich die Franziskanerin in der ersten Reihe, Schwester Dr. Maria Theresia Wittemann, meine persönliche Referentin, die auch immer wieder schaut, dass ich keine Grammatikfehler mache oder auch sonst mich stilistisch im Stil nicht vergreife. Sie ist heute auch technisch unterwegs und sorgt dafür, dass der technisch etwas unterbemittelte Bertram Mayer auch hier per PowerPoint gut präsentiert wird. Petrus Canisius, der Prediger und Ratgeber. Unmittelbar nach seiner Entscheidung gegen den Eintritt in die hoch angesehene Kölner Kartause und für den neuartigen und daher in weiten Kreisen noch sehr kritisch beäugten Jesuitenorden, den er durch seinen Exerzitienmeister Peter Faber, von Papst Franziskus verehrt und heilig gesprochen, kennengelernt hatte, gründete der 22-jährige Holländer mit Hilfe seines väterlichen Erbes eine erste jesuitische Niederlassung. Damit setzte er ein klares Zeichen für die sogenannten Altgläubigen, die zum Papst und der überlieferten Glaubenslehre hielten. Denn der amtierende Kölner Erzbischof und Kurfürst Hermann von Wied war drauf und dran, sich öffentlich als reformatorisch zu bekennen. Heute wäre das wahrscheinlich so nicht möglich. Und hatte bereits seit Jahren Lutheraner als Prediger zugelassen. Deshalb war es in den Augen vieler besorgter Katholiken höchste Zeit, endlich zu intervenieren. Fast kommt es einem Husarenstück gleich, dass es gerade dem jungen Peter Canis 1545 als Unterhändler gelang, Kaiser und Papst für die brenzlige Situation und die drohenden Folgen zu sensibilisieren. In Rom reagierte man schnell, setzte Hermann von Wied ab und die Stadt der Heiligen Drei Könige blieb katholisch. Petrus Canisius, wie er sich fortan nach Humanistenbrauch nannte, wirkte als begeisternder Theologieprofessor an der Universität in Köln und als Prediger an Sonn- und Feiertagen
sogar noch vor seiner Priesterweihe am 13. Juni 1546. Auch das, da würden manche Seminarleiter, hinten sitzt ein ehemaliger Subregens, wohl die Stirne runzeln. Danach reihte sich Canisius mutig und konsequent ein in die Zahl derer, die ihr Leben der Erneuerung der Kirche verschrieben hatten. Ein erster Meilenstein war dabei die Entsendung als Konzilstheologe nach Trient 1547, also ein Jahr nach seiner Priesterweihe. Ein Newcomer, ein Kaplänle auf dem Konzil. Entsandt wurde er durch den Augsburger Bischof Kardinal Otto Truchseß von Waldburg-Trauchburg, mit dem er sich einige Zeit zuvor angefreundet hatte. Historisch betrachtet ist es wohl überhaupt Canisius und seinen Mitbrüdern zu verdanken, dass dieses mit insgesamt 18 Jahren längste Konzil in der Kirchengeschichte überhaupt abgeschlossen werden konnte. Seine Beziehung zu Kardinal Truchseß von Waldburg offenbart überdies, dass Canisius als Jesuit zwar kompromissloser Papalist war, aber keinesfalls Verständnis heuchelte, wo Mahnung oder gar der Hinweis auf das jüngste Gericht angezeigt waren. So machte er auch gegenüber hochrangigen Würdenträgern und Gönnern keinen Hehl daraus, dass in seinen Augen Strukturreformen innerhalb der Kirche dringend notwendig waren. Doch leider blieb sein Einsatz in dieser Hinsicht erfolglos. Die neueste, fundierte und dabei gut lesbare Biografie unseres Heiligen aus der Feder von Matthias Moosbrugger resümiert lapidar: Dass die deutsche Kirche noch beinahe ein Vierteljahrtausend lange eine machtpolitisch orientierte Adelskirche bleiben sollte, ist Tatsache. Wie sehr der junge Mitbruder für die Rettung der Seelen brannte, erfuhr 1548 auch der Ordensgründer Ignatius von Loyola, als er Canisius vor dessen Profess auf Lebenszeit in seine unmittelbare Nähe nach Rom rief. Und obwohl der erste deutsche Jesuit dort unter anderem als Gärtner und Küchengehilfe seine Bereitschaft zu allen Arbeiten im Dienste der Gesellschaft Jesu unter Beweis stellte, auch das interessant, Canisius als Gärtner und Beikoch, weiß nicht, wie sein Essen schmeckte, wurde offensichtlich, dass der hellhäutige Mitteleuropäer, eben aus Holland, nicht nur die mediterrane Hitze schwer ertrug, sondern sich in einer Art pastoralem Heimweh unablässig nach Deutschland zurücksehnte. Doch erst der scheinbare Umweg über das sizilianische Messina und die dortige Gründung eines neuartigen Jesuitenkollegs vermittelten Petrus Canisius das nötige Rüstzeug. Kaum hatte er am 4. September 1549 seine letzten Gelübde abgelegt, brach er im Bewusstsein, damit seinem göttlichen Auftrag zu folgen, auf nach Ingolstadt, nicht ohne vorher in Bologna noch den für eine Anstellung an der Bayerischen Universität notwendigen Doktorgrad zu erwerben. Canisius hatte erkannt, dass Bildung und Ausbildung, Formatio, eine zentrale Rolle für die Verkündigung und Festigung des Glaubens spielten. Umso herber war folglich die Ernüchterung, die aus Canisius erstem Ingolstädter Bericht an die Ordensleitung spricht. Wörtlich: Es ist im Allgemeinen nutzlos, irgendein Interesse für Religion bei den Deutschen vorauszusetzen. Für die Katholiken beschränkt sich die religiöse Praxis darauf, eine inhaltsleere Predigt an Feiertagen zu hören. Heute sicher nicht mehr so. Das, was Fasten letztlich bedeutet, erschließt sich den in Deutschland lebenden Katholiken nicht. Wenn es hochkommt, ist gerade einmal das Wort Fastenzeit bekannt. Wie selten ist es, dass sie in die Kirche gehen, die Messe mitfeiern oder auch nur das geringste Interesse für religiöse Traditionen zeigen. Wohlgemerkt, ich spreche von den Katholiken, die diesen Namen noch tragen. Jeden Tag gibt es eine Messe in unserer Kapelle.
Man kann die Glocke auch zweimal läuten, alles vergebliche Liebesmüh. Es besuchen nur wenige Leute die Messe, auch wenn sie uns schätzen, wegen unserer Lehre und unseres Lebensstils. Klingt uns dies nicht recht vertraut? Meine lieben Hörerinnen und Hörer, Canisius und seine Gefährten lassen sich aber nicht entmutigen. Sie igeln sich nicht ein oder widmen sich in Wagenburg-Mentalität den wenigen verbliebenen Katholiken. Im Gegenteil, getreu dem Leitwort ihres Ordens, Juvare Animas, den Seelen helfen, suchen sie das Gespräch mit allen, den Gebildeten und Ungebildeten, den Armen und Reichen, den Ausgestoßenen und Randständigen und vor allem jenen Menschen, die der katholischen Kirche den Rücken gekehrt hatten. Dabei leben die Jesuiten selbst extrem aszetisch, buchstäblich von der Hand in den Mund, und sie leben vor, was sie verkünden. Jahrzehnte später wird Canisius seinem Ordensgeneral das bewährte Vorgehen im Rückblick folgendermaßen erläutern. Es ist sicherlich nicht angebracht, den Heretikern, damit sind alle reformatorischen Strömungen gemeint, mit Härte zu begegnen und sich ihnen gegenüber eines rüden Umgangstons zu befleißigen. Derartiges Verhalten liefe auf nichts anderes hinaus, als das geknickte Rohr zu brechen und den glimmenden Docht auszulöschen. Diejenigen, die die Reformation bitter und misstrauisch gemacht und dem rechten Glauben und uns Katholiken entfremdet hat, muss man mit Sanftmut eines Besseren belehren, damit wir in aller Liebe und allem Wohlwollen ihre Herzen im Herrn für uns gewinnen. Man muss versuchen, sie für einen einfachen Glauben zu gewinnen, nicht nur durch Worte, sondern auch durch beispielhaftes Verhalten. Soweit Canisius. Wort und Tat, Lehre und Leben, Reden und Hören müssen also eine Einheit werden, um glaubwürdig Zeugnis für Jesus Christus abzulegen. Schon Paulus wurde nicht müde, dies als Zentrum seiner Verkündigung der frohen Botschaft zu betonen. Er schrieb, obwohl ich von niemandem abhängig bin, habe ich mich für alle zum Sklaven gemacht, um möglichst viele zu gewinnen. Für die Mitglieder der Gesellschaft Jesu wurde dieses Allen bin ich alles geworden zur pastoralen Richtschnur. Was heißt diese Maxime für uns? 2000 Jahre nach Paulus und 500 Jahre nach Canisius? Ich meine zuallererst, es nie an Respekt fehlen lassen, dass ich unter allen Umständen anständig und höflich bleibe, bin ich Gott, ja mir selbst und der kirchlichen, ja der Gemeinschaft aller Menschen schuldig. Leider ist dies auch innerhalb der Kirche nicht immer selbstverständlich. Achtung und Respekt. Das echte Gespräch, das faire Streitgespräch, das besonders vom guten Zu- und Hinhören lebt, ist heute selten geworden. Stattdessen begnügt man sich oft mit dem Abklopfen der jeweils anderen Position, zahnarztmäßig, um Löcher zu finden. Es kommt zum Schlagabtausch, der die Suche nach Konsens oder Kompromiss kaum in den Blick nimmt. Auch die digitalen Kommunikationsmöglichkeiten, die auch ich nicht missen möchte, fördern eher die Anonymität und das schnelle Abkanzeln als gegenseitige Achtung und Aufgeschlossenheit. Wohlwollend miteinander umgehen. So erscheinen mir die Empfehlungen, die Ignatius seinen Mitbrüdern für die Teilnahme am Trienter Konzil mitgab, heute aktueller denn je. Gerade die GCLer, die in der ignatianischen Spiritualität vertrauten, sind einige ja hier auch unter den Mitbrüdern, kennen diese Stelle. Canisius schreibt an die Mitbrüder auf dem Trienter Konzil, Ignatius schreibt an die Mitbrüder auf dem Trienter Konzil Folgendes: Ich wäre langsam im Sprechen,
würde beim Zuhören zu lernen suchen und bliebe dabei innerlich ruhig, um die Gedanken, Gefühle und Absichten der Sprecher aufzufassen und hernach umso besser zu antworten bzw. umso besser zu schweigen. An einer anderen Briefstelle heißt es: Niedergeschlagenen und versuchten Seelen müssen wir mit besonderer Liebe begegnen, ihnen zuliebe das Gespräch ausdehnen und überhaupt mit gefälliger Liebenswürdigkeit privat und in der Öffentlichkeit ihnen zu Diensten sein, um so eine gegenteilige Stimmung herbeizuführen zu ihrer größeren Erbauung und Tröstung. Wir dürfen davon ausgehen, dass Petrus Canisius, der es zeitlebens als besondere Auszeichnung empfand, Ignatius persönlich kennengelernt zu haben, sich diese Empfehlungen zu eigen machte. Nur so ist sein durchschlagender Erfolg in der, wie er es nannte, Wiedergewinnung der Seelen zu erklären. Wiedergewinnung der Seelen. Als gläubige Menschen sind wir also unbedingt in unserer Lernbereitschaft herausgefordert. Wir besitzen ja den Glauben ebenso wenig, wie wir Gott in die Tasche stecken oder als Talisman mit uns herumtragen könnten. Ein Christ, eine Christin, die meint, die Wahrheit gepachtet zu haben und sie anderen persönlich ja um die Ohren schlagen kann, entlarvt sich als jemand, der das Evangelium nicht verstanden hat. Auch einem anderen Mal so en passant das Christsein oder gar katholisch sein abzusprechen, nur weil er oder sie etwas sagt, was gerade meiner Vorstellung nicht entspricht oder nicht im Rahmen meiner Frömmigkeitsrichtung liegt, ist durch das Evangelium auch, wie es Canisius interpretiert, nicht gedeckt. Sie dürfen mir glauben, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sekretariat, im Bischofshaus und ich, wir wissen, wovon ich hier in dieser Fußnote spreche. Nicht erst seit meiner Ernennung zum Bischof haben schriftliche und mündliche, manchmal auch Kritikpunkte, für die ich offen bin, aber auch Unterstellungen und auch verbale Angriffe eher zugenommen. Umso wichtiger ist es für alle, die es mit dem Glauben ernst meinen, sich an Vorbildern zu orientieren. Was Ignatius in seinem Exerzitienbuch von dem liebenden Verhältnis zwischen Gott und Mensch aussagt, wörtlich: Die Liebe besteht in der Mitteilung von beiden Seiten Kommunikation, nämlich darin, dass der Liebende dem Geliebten gibt und mitteilt, was er hat oder kann. Und genauso umgekehrt der Geliebte dem Liebenden. Das dürfen und müssen wir auch als Grundlage für gelingende zwischenmenschliche und christliche Kommunikation anerkennen. Petrus Canisius hat dies in der aufgeheizten Stimmung seiner Zeit und in hitzigen Debatten zu leben versucht. Gleichzeitig stand er als Prediger, Beichtvater und geistlicher Begleiter gewissermaßen an der Front und kämpfte nach seinem Verständnis nicht nur gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern, wie es schon Paulus schrieb, gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Es herrschte Krieg, wenn er auch zu Canisius Lebzeiten wenigstens noch hauptsächlich mit Wort und Schrift ausgetragen wurde. Es gab dann schon auch brutalere Konsequenzen. Keine Seite ging mit der anderen zimperlich um. Man sprach auch im negativen Sinne Deutsch miteinander. Überdies störte der redegewandte Jesuit als Beispiel eines Beispiellosen den Durchschnitt. Sein Mahnen und Warnen, die Klarheit seiner Lehre und die Offenheit seiner Einwände verärgerten die Unentschiedenen und Halben. Sie verbitterten die Bequemen als unbequem. So der Dillinger Historiker Götz von Pöllnitz bei seiner Antrittsvorlesung schon 1954. Wir alle wissen, dass es nicht bei Beschimpfung und gegenseitiger Ehrabschneidung blieb,
sondern wenige Jahrzehnte später daraus ein Flächenbrand wurde. Um der historischen Redlichkeit willen sei an dieser Stelle auch nicht verschwiegen, das muss ich auch hier tun, dass Canisius aufgrund des großen Zulaufs, den er vor allem in Augsburg fand, einen nicht zu unterschätzenden Anteil an der Verbreitung des Hexenwahns hatte. Auch wenn bisher keine Quelle seine unmittelbare Beteiligung an einschlägiger Anschuldigung oder einem Prozess explizit nachweist, so wirft die fixe Idee, dass der Teufel sich Menschen bemächtigt, die man dafür mit dem Tode bestrafen müsse, eine Idee, die er übrigens mit fast allen seinen Zeitgenossen teilte, doch einen Schatten auf sein Leben wirft, den man nicht einfach weg erklären kann. Petrus Canisius war geprägt von Sendungsbewusstsein, dem Auftrag, dem er sein Leben gewidmet hatte, und der Erfolg gab ihm recht. Gleichzeitig war er ein tief spiritueller Mensch, der sich und seine Motive nach ignatianischer Weisung beständig prüfte, mit Gebet und mehrfacher täglicher Gewissenserforschung, dem Examen klassisch gesagt, hatte er immer ein Korrektiv an der Hand. Streng mit sich selbst nahm er Maß am Ideal. Er warb im Blick auf andere schriftlich und mündlich um Großherzigkeit. Er zeigte gegenüber dem Fehlverhalten anderer meist großes Verständnis und ermutigte sie durch Liebe und Güte. Alles in allem lebte er jene Überzeugung, die Jahrhunderte später sein Mitbruder Karl Rahner am Ende eines erfüllten Lebens als Theologe und Seelsorger so formulierte: Es mag eine ungeheuerliche Anmaßung der Kreatur sein, wenn ein Einzelner sich nicht retten lassen will, ohne dass er sehe, wie sein Nächster gerettet werde. Es kann aber auch ein sublimer, letztlich von jedem Christen geforderter Akt der Nächstenliebe sein, wenn er eigentlich nur in der Hoffnung für alle, für sich selber hofft und darum darüber nachdenkt, wie die Gnade Gottes, die letztlich Gott selber in seiner Selbstmitteilung ist, wirklich über alles Fleisch und nicht nur über ein paar sakramental gezeichnete ausgegossen ist. In der Hoffnung für alle, für sich selber hoffen. Haben wir dies noch im Blick? Vor allem wir Priester und hauptberuflich in der Seelsorge Tätigen? Wie steht es überhaupt mit unserer Hoffnung, mit der Ausrichtung auf die Wirklichkeit der Transzendenz? Für Canisius war sie entscheidend, ihr ordnete er vorbehaltlos sein irdisches Leben unter. Ich meine, auch wir sollten uns wieder neu auf diese Zielgerade hin, auf die Kompassnadel Christus ausrichten. Ein Christ ist kein Christ, hieß es in der frühen Kirche, und man meinte damit, dass Christsein immer Kreise zieht. Wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen, das gilt auch hier. Zu meinem Christsein brauche ich den und die andere, denn in ihm, ihr, spricht Christus zu mir. Diese Erfahrung hat Ignatius seiner Ordensgemeinschaft tief eingepflanzt, gerade weil die Jesuiten nicht als Mönche in einem Kloster lebten, sondern manchmal auch jahrelang Einzelaufträge erfüllten. Sie wissen sich gesandt mit nichts als dem Evangelium, doch in diese von Gott geliebte Welt, gesandt, um die Welt im Sinne Christi zu prägen, in aller Vorläufigkeit und Schuldanfälligkeit, wie sie uns Menschen eben eigen ist. Ich bin mir bewusst, dass es vor allem zur Verantwortung der Bischöfe, Priester, Theologen und Hauptberuflichen gehört, die sich häufenden Anzeichen einer, ich nenne es mal, Exkulturation von Kirche, also ihrer wachsenden Entfremdung von kulturellen, ästhetischen und sozialen Erfahrungen und Ausdrucksformen der Menschen von heute nicht einfach auszublenden oder gar zu leugnen. Also Exkulturation. Wir reden gern von der Inkulturation, das ist wichtig, aber wir müssen
auch dieses Phänomen der Exkulturation ernst nehmen. Das Schicksal unseres Mitmenschen, der immer unser Nächster ist, muss uns unter die Haut gehen, ganz gleich, wie fremd, ja, wie peripher, würde Franziskus sagen, er uns erscheinen mag. Neben dem geistlichen Gespräch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, war die beinahe tägliche, ganz sicher aber die sonntägliche Predigt in der Eucharistiefeier das bevorzugte Mittel, mit dem Petrus Canisius weite Kreise der Bevölkerung erreichte. Dabei soll nicht verschwiegen werden, dass, wie der Historiker von Pöllnitz schrieb, von den rund 75.000 Einwohnern der schwäbischen Metropole, also Augsburg, zu dieser Zeit höchstens noch ein Zehntel unter die Anhänger der alten Kirche gerechnet werden durfte. In den folgenden fast 7 Jahren von 1559 bis 1566 hat Canisius im Augsburger Dom als Prediger hunderte von Predigten auf Deutsch und Lateinisch gehalten. Und das mit enormer Durchschlagskraft. Auf sein Wort hin ließen sich bereits in der Fastenzeit seines ersten Dompredigerjahres sage und schreibe 900 Personen wieder in die Kirche aufnehmen. Geblinzelt zu euch Dompredigern, Generalvikar zuerst. Wie viele Rekonziliationen nach euren Predigten gibt es schon? Wissen wir nicht. Aber es ist interessant. Unter diesen Zurückkehrenden waren übrigens auch prominente Angehörige der Familie Fugger. An diese Ereignisse erinnert die Domkanzel von 1946 ebenso wie der Petrus-Canisius-Altar im Kirchenschiff im Dom. Ihn möchte ich hier einmal für sich sprechen lassen und lade dazu ein, ihn einmal privat genauer zu betrachten, also auch mal hinzugehen. In seiner heutigen Präsentation verweist die Anordnung auf eine wechselvolle künstlerische Geschichte, die mit dem Jubiläumsjahr 1897 begann. Der damalige Domprediger Max Steigenberger hatte einen Altar für den 1864 selig gesprochenen angeregt, konnte aber nur ein neugotisches Denkmal durchsetzen. Also der Etat der Domprediger war schon immer schwach oder gleich null. Dieses gestaltete man erst ein Jahr nach der Heiligsprechung 1926 zu einem Seitenaltar um und 40 Jahre später bei der Domrenovierung 64 erhielt das Rahmenretabel seine heutige Gestalt. Die beiden unteren Figuren stellen Georg Fugger und seine Frau Ursula dar, die eben 1560 zum alten Glauben zurückkehrten. Auf der zweiten Ebene folgen Herzog Wilhelm IV. Von Bayern, der Canisius nach Ingolstadt geholt hatte, sowie der schon erwähnte Augsburger Kardinal Otto Truchsess von Waldburg. Darüber sieht man die Frau Wilhelms IV., Jakobea von Baden und den Eichstätter Bischof Moritz von Hutten. Auf der obersten Ebene stehen schließlich die damaligen Repräsentanten von Kirche und Reich, Papst Pius V. und Kaiser Ferdinand I. Letzterer hatte sich an die Jesuiten mit der Bitte um ein handliches Glaubenskompendium gewandt, also Kaiser Ferdinand, und gab ihm damit den Anstoß zu einem Lehrbuch, das mit dem Namen Canisius oder Canis bis weit ins 20. Jahrhundert verbunden werden sollte. Von Jugend an hatte er sich mit reformatorischem Gedankengut auseinandergesetzt und eigenhändig um Ausnahmen für die Studierenden der Jesuitenkollegien gebeten, nachdem Papst Paul IV. Selbst antike Klassiker auf den Index hatte setzen lassen. Als Student und Lehrer der Theologie vertiefte sich Canisius in die kirchliche Tradition. Mit 25 Jahren gab er die Schriften zweier Kirchenväter heraus und profilierte sich auch in den nächsten Jahrzehnten als Patrologe. Die Kirchenväter waren nach seiner Überzeugung die wichtigste theologische Ressource, die man nicht, wie er dann sagt, der Deutungshoheit der Protestanten überlassen dürfe.
Dabei ging es ihm vorrangig um die Erneuerung der katholischen Frömmigkeit. Und vor diesem Hintergrund studierte er die Attraktivität des pastoralen Ansatzes der Reformatoren. Also die Reformatoren waren pastoral, auch liturgisch, denken wir an die vielen Lieder, im Gotteslob auch. Der Katechismus oder die Katechismen der Reformatoren als innovatives Instrument der Glaubensvermittlung modifizierte Canisius ab 1553 in katholischer Manier, indem er ausgehend von den göttlichen Tugenden den Glaubensteil der Credo, Vater Unser und die zehn Gebote umfasste, um einen zweiten ergänzte, der die Sakramente und die Gerechtigkeit im Alltag, also die guten Werke, erläuterte. Auch dieses Thema ist ja in der Rechtfertigungsfrage immer wieder umstritten und diskutiert gewesen. Dieser Summa Doctrine Christiane, dem sogenannten großen Katechismus, lässt Canisius, ganz geübter Pädagoge, weitere, zum Teil klar zielgruppenorientierte, in Sprachebene unterschiedliche Katechismen folgen. Sie erscheinen während seiner Dompredigerzeit in Augsburg in mehreren europäischen Städten gleichzeitig, teils auch in volkssprachlicher Übersetzung, und erleben noch im 16. Jahrhundert, man höre und staune, 82 Auflagen, kaum zu glauben, ein Glaubensbuch als Bestseller. Davon träumen sogar die großen Theologen. Selbst ein Hans Küng hat das, glaube ich, nicht ganz so geschafft. Was damals so große Wirkung entfaltete, gilt bis heute in der Kirche als Nachschlagewerk und Arbeitshilfe. Allerdings ersetzt der Katechismus, und das möchte ich auch noch mal sagen, weder die Beschäftigung mit der Heiligen Schrift, unserer ersten lebendigen Quelle, noch darf er gegen sie ausgespielt werden. Die Evangelisierung ist und bleibt unsere vorrangige Aufgabe und sie muss, wie ich schon fast gebetsmühlenartig erkläre und auch in die Herzen zu senken versuche. Evangelisierung ist und bleibt Priorität und muss der Sakramentalisierung vorausgehen. Das läuft im Übrigen auch in der ganzen Missions- und Evangelisierungsarbeit so. Nicht gleich Sakrament, sondern vorher brauche ich Evangelisierung. Petrus Canisius war daran interessiert, ein Lehrbuch zur Glaubensunterweisung vorzulegen, das zur Selbstvergewisserung der Katechenten diente und in seiner Frage- und Antwortstruktur gut vermittelt und auswendig gelernt werden konnte. Daher stammen seine Katechismen ganz und gar aus der Praxis. Ja, er selbst war sich nicht zu schade, Kindern den Glauben weiterzugeben und für sie eigens Gebetbücher zu verfassen. Er sah in ihnen, egal welcher Bevölkerungsschicht sie angehörten, sogar die Hauptzielgruppe, also die Kinder. Bewusst riskierte er in unserer damals reformatorisch dominierten Stadt, in der katholischer Unterricht zeitweise sogar verboten war, sogar sein Leben. Daher forderte Canisius am 16. September 1560 vom Domkapitel, dass innerhalb der Kathedrale ein sogenanntes Konklave, keine Papstwahl, sondern Konklave, als abschließbarer, versteckter Raum zur Verfügung gestellt werden solle, ausdrücklich zur Unterweisung von Kindern, der Pueri. Und noch heute verortet die Tradition diese Räume über dem rechten Seitenschiff. Wenn wir zum Beispiel für Erstkommunionkinder oder Firmlinge Führungen machen, die Messner oder auch die Firmspender, dann werden die, wenn unser Chefmessner gut gelaunt ist, sogar in der Wendeltreppe in dieses Konklave hinaufgeführt, über der Sakristei. Kardinal Kasper wird eventuell näher auf die fruchtbaren katechetischen Ansätze des Canisius eingehen. Und im Oktober findet ja ein eigener Studientag mit Professor Mendel für die Religionspädagogen zu diesem Thema Katechese statt. Daher kann ich es mit einigen wenigen Hinweisen, die ich gegeben habe, hier
bewenden lassen. Pädagogische Orte und Methoden ändern sich, aber der Auftrag zur Weitergabe des Glaubens bleibt immer in der Form, die der aktuellen Lebenssituation entspricht. In den letzten 60 Jahren haben wir intensiver als je zuvor gelernt, ökumenisch zu denken und zu leben. Die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre wurde nicht von ungefähr 1999 in Augsburg unterschrieben. Wir tun gut daran, uns immer wieder solche Ereignisse zu erinnern und nicht nachzulassen, an der Verwirklichung des Wunsches Christi, dass alle eins seien, mitzuarbeiten. Also Katechese heute braucht auch immer einen ökumenischen Ausgriff. Nicht nur Inner Circle, nicht nur katholische Blase, sondern nach außen gehen, nicht einebnen, aber das, was wir sagen und vor allem, wie wir es profiliert und manchmal formulieren, auch zu prüfen, wie das auch bei ökumenischen Partnern ankommt. Und wenn wir nochmal den Kreis weiten, dann möchte ich Regina Pollack zitieren, die sagt: Nicht zuletzt heißt heute religiös sein, interreligiös zu sein. Der interreligiöse Dialog ist daher neben der Verantwortung für die Schöpfung auch zentrales Thema des im letzten Jahr vom Vatikan neu herausgegebenen Direktoriums für die Katechese. Das war im Juni 2020, in dem besonders die Herausforderungen der digitalen und globalen Welt benannt werden. Das Canisius-Gedenkjahr muss uns also auch Ansporn sein, geistlich nicht stehen zu bleiben, sondern unseren Glauben in einer pluralen Welt im Sinne des Zweiten Vatikanums zu verhäutigen, Standort zu beziehen, aber ihn auch kommunikabel zu machen. In einem Aufsatz, den damals noch Professor Kasper über Christologie geschrieben hat, hat er auch mal dieses Thema im Rahmen der Christologie gestellt zwischen Identität und Relevanz. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Begriffspaar auch für die Katechese, für die Glaubensweitergabe heute ist. Und so komme ich zu einem letzten Aspekt, der mir an der Gestalt des Petrus Canisius wichtig ist. Canisius nicht nur Prediger und Ratgeber, Seelsorger, Canisius der Mystiker. In rastloser Sorge um die Seelen legte er, so hat man kalkuliert, etwa 100.000 Kilometer meistens zu Fuß zurück. Beinahe unvorstellbar bei diesem Arbeitspensum. Nicht umsonst werden in der Jesuitenkirche in Canisius Geburtsstadt seine Schuhe als Reliquien verehrt. Was oder vielmehr wer hat Canisius zu dieser Lebensleistung befähigt? Wer war sein Antrieb? Ein Apostel, dessen Attribut nicht nur der Jesuitentalar, sondern vor allem die Schuhe waren? Von Jugend auf prägte Canisius, vermittelt durch den Kartäusermönch Johannes Justus von Landsberg, eine tiefe Herz-Jesu-Frömmigkeit, ja, Herz-Jesu-Mystik. Sinnenfällig erinnert man daran bis heute in Tirol, und zwar im Herz-Jesu-Monat Juni. Dort werden traditionell riesige Holzstöße, die an den Berghängen kunstvoll in Form eines Herzens mit Kreuz aufgeschichtet sind, tief in der Nacht entzündet und sind dann kilometerweit als Leuchtfeuer sichtbar. Eine ungewöhnliche Art, sich zur Treue gegenüber dem Herzen Jesu zu bekennen und für alle, die im Tal zu den brennenden Herzen aufschauen, ein eindrückliches, unvergessliches Erlebnis. Matthias Moosbrugger und Pierre Emonet, schon erwähnte Biografen, zeichnen in ihren Biografien die persönliche Christusbeziehung des Canisius nach, die gleichermaßen von der Spiritualität der Kartäuser sowie der des Ignatius und des Peter Faber geprägt ist. Die lang geübte Herz-Jesu-Verehrung, die Petrus Canisius zeitlebens als Seelsorger besonders förderte,
gipfelt während der Vorbereitung auf seine Ewigprofess in Ancona am 4. September 1549 in einer Herz-Jesu-Vision, die ihm viele Jahrzehnte später noch so lebendig vor Augen steht, dass er sie in seinem geistlichen Testament in Form eines Gebetes an den Heiland wachruft. Ich zitiere das jetzt etwas sprunghaft, sonst ist es zu lang, aber Sie können es lesen. Du öffnetest mir damals gewissermaßen das Herz deines so heiligen Leibes, in dessen Inneres schauen zu dürfen, ich den Eindruck hatte. Ich spürte ein großes Verlangen zu erleben, wie sich in mir Ströme von Glauben, Hoffnung und Liebe ergießen. Ich hatte ein großes Verlangen danach, ein Leben in Armut, Keuschheit und Gehorsam zu führen. Ich bat dich, mich ganz und gar zu reinigen, mir Kleider des Heils anzulegen und mich zu schmücken. Du versprachst mir daraufhin, meine Seele mit dem Gewand des Friedens, der Liebe und der Beharrlichkeit zu bedecken. Punkt, Punkt, Punkt. Beharrlichkeit, ein ganz wichtiges Wort bei Canisius, denn ein erster Autograf, den er als 17-Jähriger in ein Heft notiert hat, lautete Persevera, halte durch, bleib treu. Nach meiner Bischofsweihe hat mir einer ein Glasbild geschenkt, nur mit dieser Inschrift Persevera. Das sage ich mir oft, auch jetzt in der Aufgabe, Bertram, halte durch, aber nicht mit zusammengebissenen Zähnen, sondern auch tief verwurzelt im Geheimnis Jesu Christi. Im Bild des Herzens Jesu erfährt Canisius also das bedingungslose Angenommensein durch seinen Schöpfer und erhält Kraft für sein Wirken im vom Glaubensstreit zerrissenen Deutschland, dem dreimal unglücklichen Deutschland, ter misera Germania, wie er es 1551 in einem Brief an Ignatius nach Rom nennt. Mit Erlaubnis seines Ordensvaters kann Canisius später sogar durchsetzen, dass alle Priester der Gesellschaft Jesu monatlich eine Messe für das geistliche Wohl Deutschlands und der Länder nördlich der Alpen feierten. Interessant. Eine Monatsmesse fürs geistliche Wohl Deutschlands und der Länder nördlich der Alpen. Vielleicht auch mal Monatsmesse in dieser schweren Zeit jetzt, die haben wir, Zeit des Umbruchs, wäre hochinteressant als geistlicher Impuls. Ausgesprochen skrupulös, selbstveranlagt, vermag Canisius aufgrund seiner eigenen leidvollen Erfahrungen auch anderen hilfreicher geistlicher Begleiter zu sein. So empfiehlt er Mitte Oktober 1560 zum Beispiel einem kranken und von Sündenangst gepeinigten Mitbruder, er solle sich dafür hüten, zu viel über die Sühne der Sünden, die Qualen des Fegfeuers und die Strenge des jüngsten Gerichts nachzudenken. Stattdessen soll er die göttliche Barmherzigkeit betrachten und, so wörtlich, sein Nest in die Wunden Christi bauen. Unser Nest in die Wunden Christi bauen. Ein wunderschönes Bild. Ein Nest in die Wunden Christi bauen. Und das erscheint mir die spirituelle Herzkammer des Phänomens Petrus Canisius zu sein. Bei allem Drumherum, bei allem Wirrwarr der Zeit hat er sein Nest in den Wunden Christi gebaut. Wes das Herz voll ist, des läuft der Mund über. Diese im Deutschen sprichwörtlich gewordene Übersetzung eines Jesuswortes aus dem 12. Kapitel des Matthäusevangeliums aus der Feder von Martin Luther zeigt, wenn man so will, die Methode des Canisius, eines Predigers, der weder durch große Originalität der Gedanken, das muss man auch sagen, noch durch brillante Rhetorik Eindruck machte und trotzdem seine Zuhörer nicht selten stundenlang fesseln konnte, weil er im Erzählen von Gott einfach kein Ende fand. Er hat's Amen oft nicht gefunden, aber die Leute haben ihm gebannt zugehört, weil er überzeugt hat.
In seiner Christusbeziehung liegt das Geheimnis seines erfolgreichen pastoralen Wirkens und letztlich auch das Vermächtnis dieses spirituell so reichen Lebens. Dabei sind Canisius, Briefe und theologische Texte, tausende von beschriebenen Seiten, bis heute ein Schatz, der immer noch darauf wartet, wiederentdeckt und gehoben zu werden. Vielleicht kann diese Veranstaltung und das Jubiläumsjahr ein Startschuss dafür sein. Dank Ihnen allen für Geduld und Aufmerksamkeit. Bleiben Sie doch noch kurz, bitte. Ja, Herr Bischof, herzlichen Dank für diesen Einblick in die Herzkammer des Petrus Canisius. Wenn jetzt momentan Sachfragen sind, besteht kurz Gelegenheit, diese zu stellen. Ja, bitteschön. Ich habe zwei Fragen. Die erste, Sie haben am Anfang in Ihrer Einleitung Canisius dargestellt als Domprediger in Augsburg, das ist klar, aber auch als Universitätsgründer. Welche Universität ist da gemeint? Und das Zweite, der Altar, der Vorläuferaltar des Canisius im Dom, ist der heute noch in irgendeiner Kirche zu sehen? Also gleich mal zum Zweiten, ist so nicht mehr zu sehen. Ich habe es ja gesagt, dass dieser Altar die Gestaltung des Altars Wandlungen unterworfen ist. Aber in diesem Bild, vielleicht Schwester Theresia, können wir es nochmal zurücknehmen, die Motive, die Figuren, es war ursprünglich ein neugotischer Altar, der ist hier links. Aber jetzt ist der Canisius-Altar so. Also, und die sind diese Figuren drüber. Sie sehen aber diese Figur des Canisius, die ist jetzt übernommen. Aber die hat man ja in dem Sinne, der alte Altar, den gibt es so nicht mehr, wie vieles andere im Dom. Und das andere, Ingolstadt bestand ja schon, aber das war die Dillinger Universität. Und noch immer, das war ja damals auch eine ganz, ganz großer Einschnitt, als sozusagen die philosophisch-theologische Hochschule, die es damals war, in die Augsburger Uni eingegliedert wurde, weil einige gesagt haben, komm, wir waren mal Universitätsstadt und jetzt nimmt man uns alles. Es war in den 70er Jahren dann die Auflösung, aber die Gründung war Dillingen. Und Dillingen war ja ein ganz großer ignatianischer, sprich jesuitischer Stützpunkt durch das Jesuitenkolleg. Denken Sie an die Studienkirche. Und ein ganz wichtiger Stützpunkt in der Diözese Augsburg war auch die Heiligkreuzkirche mit Jesuitenkolleg in Landsberg. Landsberg am Lech, meiner Schulstadt, komme aus Kaufering. Und dort war das Noviziat der Jesuiten untergebracht, bis zur Auflösung des Ordens 1773. Kein geringerer als Johann Michael Seiler, der auch mit Dillingen engstens verbunden war, auch Jesuitenschüler und Novize der Jesuiten, musste dann aber am Ende seines Noviziates 1773 umsatteln, ist dann Weltpriester geworden, aber der ist in Landsberg im Noviziat gewesen und sprach auch, dass Landsberg und die Umgebung für ihn ein Paradiesesgarten war. Das war also, es aufgeblüht, menschlich, aber auch geistlich. So, für eine weitere Rückfrage hätten wir noch Zeit? Nein, dann sparen Sie die Zeit sozusagen für die Diskussion nachher. Herzlichen Dank, Herr Bischof. Dann darf ich überleiten zum zweiten Vortrag von Herrn Domkapitular Dr. Thomas Greul. Er wird sich vor allen Dingen mit Petrus Canisius beschäftigen, in einem etwas größeren Kontext im Hinblick auf die Frage Apostel Deutschlands. Das ist ja, wir kennen ja eigentlich Bonifatius sozusagen mit diesem Attribut, dass das hier noch einmal auf Petrus Canisius angewendet wird, mag uns schon einen Eindruck davon vermitteln, wie dramatisch die Umbrüche im 16. Jahrhundert gewesen sind. Natürlich zum einen durch die Reformation, zum anderen aber auch, Herr Bischof hat es in seinem Vortrag schon kurz angedeutet, durch zunehmende Hexenverfolgungen, die immer wieder auch abgewechselt wurden von Judenverfolgungen. Sie kennen alle, wenn Sie sich mit Geschichte etwas beschäftigt haben, diese belastenden Ereignisse in unserer Geschichte.
aber eben auch Umbrüche, die verunsichert haben, möglicherweise auch deswegen diese Verfolgungsgeschichten noch zusätzlich befeuert haben, die auch zu Frontverhärtungen geführt haben. Es gibt aus dem Jahr 1547 ein Ratsprotokoll der Stadt Augsburg, wo es mehrerer Sitzungen bedurfte, ehe man sich im Rat der Stadt Augsburg dazu entschließen konnte, dem Kaiser den Dom für eine katholische Messe zu überlassen. Und es wurde ausdrücklich davor gewarnt, den Bischöflichen den Schlüssel zum Dom dafür nicht auszuhändigen. Sind wir also froh und dankbar, dass wir ökumenisch in einer wesentlich entspannteren Zeit leben, auch wenn wir von anderen Herausforderungen natürlich geprägt sind. Herr Domkapituler, ich darf Sie bitten. Verehrter Herr Kardinal, lieber Bischof Bertram, lieber Wolfgang, liebe Schwester Theresia, liebe Frau Professorin Riedl, meine Damen und Herren hier im Saal, aber auch von zu Hause. Ich darf noch einmal einen Überblick über die Biografie von Petrus Canisius geben. Manches wird sich sicher wiederholen und möchte vor allem an zwei Stellen dann in gewissen Plattformen Exkurse geben. Petrus Canisius wurde am 8. Mai 1521 als Peter Canis genau an dem Tag geboren, an dem mit dem Wormser Edikt die Reichsacht über Martin Luther verhängt wurde. Wir haben es ja schon gehört. Dies interpretierte so mancher Biograf als entsprechendes Zeichen seiner Lebensbestimmung, vielleicht auch schon groß gefasst. Er kam in Nimwegen nach einer ersten Tochter als ältester Sohn des Bürgermeisters Jakob Canis und dessen Gattin Jelis Hauweningen zur Welt. Diese heute niederländische Stadt gehörte damals zum Heiligen Römischen Reich und lag im Gebiet des Erzbistums und Kurfürstentums Köln. Von den 6 Geschwistern aus der ersten Ehe verstarben 4 schon im Kindesalter. Der kleine Peter war gerade einmal 5 Jahre alt, als auch seine Mutter verschied. Durch die zweite Ehe seines Vaters mit Wendeline van der Berg hatte er weitere 12 Halbgeschwister, von denen 3 sehr jung starben. Übrigens eine liebevolle neue Mutter hat er da gewonnen in seiner Stiefmutter. Als Spross eines begüterten und angesehenen Familie kam er früh mit den politischen und religiösen Strömungen seiner Zeit in Berührung. Seine Großtante Reinalda von Eimeren war eine mystische Schriftstellerin. Durch die Mystik wurde er schon früh mit der Armseligkeit seines eigenen Nichts konfrontiert und erkannte, dass diese Nichtigkeit des Menschen vor Gott der Hebel für dessen Wirken ist. Nach dem Besuch der Lateinschule in Nimwegen begann der junge Peter im Jahr 1536 sein Studium an der Artistenfakultät der Universität Köln. Nach dem Lizenziat schickte ihn der Vater 1539 zum Studium des Kirchenrechts an die Universität Löwen. In der Ablösung von den Plänen seines Vaters schrieb er sich als 17-Jähriger ins Schulheft Persevera, halte durch, wir haben es ja schon gehört. So kehrte er 1540 nach Köln zurück, legte ein Gelübde zur immerwährenden Ehelosigkeit ab und erwarb sich den Magistergrad. Das Angebot des Vaters für eine Domherrenstelle in Köln, der Vater hatte sogar das Recht, eine Domherrenstelle persönlich zu vergeben, mit der Karriere, die sich dann ergeben hätte, auch dann Bischof zu werden in verschiedenen Orten des Heiligen Römischen Reiches, hat er abgelehnt und wieder die väterliche Planung, ein Studium der Theologie, begonnen mit dem Ziel, Priester zu werden. In Köln erhielt er seine Prägung durch direkten Kontakt zur Kölner Kartause. Die Kartäuser waren einer der führenden Orden für eine völlige Abwendung von der Welt, in eiserner Selbstdisziplin und Einsamkeit durch Askese und Schweigen. Sie lebten allein in eigenen Häusern, aßen in der Regel alleine, arbeiteten jeder für sich und haben sich nur ganz selten zum gemeinsamen Gebet getroffen, das sie sonst eben auch alleine vollzogen haben. Jedenfalls standen sie treu zur alten Kirche. Sie pflegten eine tiefe Innerlichkeit und persönliche Gotteserfahrung. Diese Kartäuserfrömmigkeit vermittelte Petrus Canisius auch Nikolaus van Esche, der nur wegen gesundheitlicher Gründe selbst nicht in diesen Orden hat eintreten können.
Er hielt den kleinen Peter zum täglichen Bibellesen und Meditieren der Stellen an, wobei dieser viele Bibelstellen auswendig lernte. Es heißt, dass er am Ende seines Lebens mehr oder weniger die ganze Bibel hätte hersagen können, ich vermute mal hauptsächlich im Neuen Testament. Religiöses Leben war für ihn nicht nur ein Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit, sondern unermüdlich harte Arbeit an sich selbst mit geistlichen Übungen und körperlicher Selbstdisziplinierung. Dazu gehörte exzessives Fasten, ein härenes Bußhemd, alles Praktiken, die er ein Leben lang beibehielt. Im Hintergrund standen die aus den Quellen der christlichen Mystik schöpfende und im 14. Jahrhundert in den Niederlanden entstandene Devotio Moderna, wörtlich übersetzt neue Frömmigkeit, als religiöse Erneuerungsbewegung innerhalb der Kirche. Diese förderte eine innerliche Unmittelbarkeit des einzelnen Menschen zu Gott ohne kirchliche Hilfsmittel und drängte die äußerlichen religiösen Formen und Rituale in den Hintergrund. In erster Linie geschah dies durch religiöse Übungen, um so zu einer eigenverantwortlichen und persönlichen Frömmigkeit zu gelangen. Die Passionsfrömmigkeit führte zu einem Mitleiden mit Christus. Das mystische Christentum zeigte die Kirche nicht nur als hierarchische Institution und sakramentale Vermittlungsinstanz, sondern als eine Gemeinschaft von Gottsuchern. Wobei das damals ganz streng schon innerhalb der Kirche geblieben ist. Aber wir merken schon, das sind dann Richtungen, wenn es nur noch um die einzelne persönliche Frömmigkeit geht und die Kirche nicht mehr so im Zentrum ist, wie das sich dann in den reformatorischen Kirchen ein Stück weit verselbstständigt hat, ja, wo jeder Christ, jede Christin die direkte Gottesbeziehung hat und eigentlich die Vermittlung des Heils durch die Kirche gar nicht mehr so braucht. Und so manche Strömung in heutiger Zeit, so wichtig das ist, eine lebendige Christusbeziehung zu haben, aber wenn es dann nur noch um die lebendige Jüngerschaft geht und die Gemeinschaft der Kirche, die Sakramente vergessen werden, auch hinauszugehen, sich sozial einzubringen, hätte ich an manche dieser Strömungen in der heutigen Kirche schon auch so manche Anfrage. Die Grundsatzschrift dieser Devotio Moderna war die Nachfolge Christi des Thomas von Kempen. Beinahe wäre Petrus Canisius mit seinem Freund Laurentius Surius 1540 bei den Kartäusern eingetreten. Sie haben sich eigentlich versprochen, wenn einer eintritt, tut es der andere auch. Als Laurentius Surius eintritt, zögerte Petrus Canisius aber. Peter Canis suchte Anfang April 1543 den Jesuiten Peter Faber, das haben wir auch schon gehört, in Mainz auf, der schon seit den Anfängen in Paris sein Weggefährte des Ignatius von Loyola war. Die Begegnung mit diesem Jesuiten brachte seinem Suchen und Ringen, das bei den Kartäusern nicht gestillt wurde, eine neue Richtung. Es ging nicht um den Rückzug aus der Welt, sondern gerade um ein Wirken in die Welt hinein. Richtschnur waren die geistlichen Übungen, die er sogleich unter Anleitung von Peter Faber absolvierte. An den Jesuitenorden band er sich am 8. Mai 1543, seinem 22. Geburtstag, mit den ersten Gelübden. Als erster aus dem Gebiet des Heiligen Römischen Reiches war er das achte Mitglied dieses jungen Ordens. Die Gesellschaft Jesu hatte erst vor 3 Jahren vom Papst Paul III. Die schriftliche Anerkennung erhalten. Ende des Jahres kehrte er nach Köln zu seinem sterbenden Vater zurück. Genau überliefert ist nicht, ob der Vater inzwischen mit seiner anderen Lebensentscheidung einigermaßen zufrieden war, wohl eher nicht. Mit seinem finanziellen Erbe nach dem Tod des Vaters trug das neue Ordensmitglied dann 1544 wesentlich zur Gründung der ersten Jesuitenniederlassung auf heute deutschem Gebiet in Köln bei. Am 26. Juni erwarb er sich das Baccalaureat in Theologie. Noch vor seiner Priesterweihe am 13. Juni 1546 wurde er ganz persönlich in die konfessionellen Auseinandersetzungen der Zeit verstrickt. Das haben wir auch schon gehört. Der Kölner Erzbischof Kurfürst Hermann von Wied setzte einen Übergang seines Erzstiftes zur lutherischen Reformation in Gang. Das war insofern von größter Bedrohung, da damit die katholische Mehrheit im Kurfürstenkollegium gefallen wäre, die bisher die Wahl eines katholischen Königs sichergestellt hat. Also die 3 geistlichen Kurfürsten waren sichere katholische Stimmen. Dazu kam dann noch das Königreich Böhmen als habsburgisch eben auch eine sichere katholische Stimme. Und wenn jetzt aus diesen
Vieren einer herausgebrochen wäre und drei weitere Stimmen eben protestantisch waren, wäre die Mehrheit im Kurfürstenkollegium für einen katholischen König gekippt. Deshalb, das haben wir auch schon gehört, hat er in direkten Unterredungen mit Kaiser Karl V. die Absetzung des Kurfürsten erreicht, ist bei dieser Gelegenheit dann auch mit dem Augsburger Fürstbischof Kardinal Otto Truchseß von Waldburg zusammengekommen, wo sich eine lebenslange Verbindung und Freundschaft entwickelt hat. Schließlich wurde der Kölner Erzbischof exkommuniziert. Das allein hat aber noch nicht gereicht, sondern wichtig war eben auch, mit Waffengewalt, mit Unterstützung, ihn zum Rücktritt dann zu zwingen. Anfang 1547, darüber wurde auch schon besprochen, berief Kardinal Otto Canisius als einen seiner Theologen zum Konzil von Trient. So wie ich es gelesen habe, begann er in dieser Zeit seinen Namen in der latinisierten Form zu schreiben, also statt Peter Canis, dann Petrus Canisius. In manchen Büchern kann man auch lesen, dass er eigentlich ursprünglich Hond geheißen hätte, also die Familie in Nimwegen, das stimmt wohl nicht. Natürlich die Verbindung mit Hund und Canis, das ist wohl etymologisch schon richtig, aber sie hat sich immer Canis geheißen, diese Familie in Nimwegen. Im April und Mai 1547 sprach der erst 26-Jährige zweimal zu Fragen des Buß- und Ehesakramentes, der Krankensalbung und Priesterweihe vor der Kirchenversammlung. Im September holte ihn Ignatius nach Rom, um ihn näher mit der Lebensweise der Jesuiten bekannt zu machen. Seine Demut durch Exerzitien, einfache Hausarbeiten, Krankenpflege und Almosenbetteln zu schulen. Und da gehört also auch die Gartenarbeit ganz sicher da dazu. Ja, das ist jetzt eben dieser Kurfürst, der zum Rücktritt gezwungen werden musste. Im März 1548 reiste Petrus Canisius mit 9 Gefährten ins sizilianische Messina, um dort ein Kolleg zu errichten. Mit der Übernahme der dortigen Schule wurde die Unterrichtung der Jugend zum wichtigsten Aufgabenfeld des neuen Ordens, der damit den ersten Schulorden der katholischen Kirche bildete. Am 4. September 1549 legte er in Rom vor Ignatius als 8. Jesuit die letzten ewigen Professgelübde ab. Sodann promovierte er mit 2 Mitbrüdern im Oktober 1549 in Bologna in Theologie und reiste auf Einladung Herzog Wilhelms IV. An die Bayerische Landesuniversität Ingolstadt, wo die Jesuiten als Professoren wirken sollten. Der Kreis der Zuhörer war überschaubar, das haben wir auch schon gehört. Von 14 wird da berichtet, die nicht einmal das Latein so richtig verstanden haben sollen. Der Messbesuch nahm kaum zu, da hat er sehr darunter gelitten. Lediglich seine Predigttätigkeit fand Wertschätzung. Wobei in der Regel da ja nicht innerhalb der Messe gepredigt wird, sondern außerhalb der Messe gepredigt, in der Regel ja eine halbe Stunde, manchmal 2-3 Stunden, das ist ja auch schon angedeutet worden. Da bin ich froh, dass wir Domprediger heute nicht mehr ganz so lange sprechen müssen. Schon im Jahr darauf wurde er für ein halbes Jahr mit dem Amt des Rektors betraut und wirkte dann 5 Monate als Vizekanzler. Da merkt man wieder, wie an allen Stellen versucht wurde, ihn festzuhalten, ihn mit so vielen ehrenvollen Aufgaben zuzuschütten, dass er gar nicht mehr die Möglichkeit gehabt hätte, versetzt zu werden und zu gehen. Petrus Canisius sah es als seine eigentliche Aufgabe an, sich für die Wiederbelebung des scheintoten deutschen Katholizismus einzusetzen, wie dies Moosbrugger glänzend formuliert. Schwerpunkt war hierbei die Wiederbelebung des Schulwesens und der Universitäten mit der Gründung von Kollegien. Nach der Gründung zahlreicher Jesuitenkollegien südlich der Alpen erkannte die Ordensleitung, dass dies auch ein Modell fürs Alte Reich im Norden war. Da das Projekt eines eigenen Kollegs in Ingolstadt zunächst scheiterte und das den Jesuiten übertragene Projekt der Herausgabe eines von König Ferdinand beauftragten theologischen Handbuchs stockte, das ist auch schon angesprochen worden, versetzte Ignatius Petrus Canisius 1552 nach Wien. Hier war schon im Vorjahr ein Jesuitenkolleg gegründet worden. Petrus Canisius wirkte als Theologieprofessor an der Universität und als Hofprediger. Nachdem er die Arbeit am theologischen Kompendium bald wieder abgeben konnte, machte er sich auf Wunsch des Königs an die Abfassung
eines Katechismus, zunächst für die älteren Schüler und die Studierenden, 1555 erschienen. Dann folgten eben noch weitere Katechismen. Auch da haben wir schon einiges dazu gehört. Aufgrund seines umfassenden Einsatzes in der Seelsorge, etwa an den Kranken, erfuhr Petrus Canisius in Wien größte Wertschätzung. So wollten ihn die Zuständigen schon bald zum Bischof machen, und als dann der andere ausgewählte Bischof auch bald schon wieder verstorben ist, konnte er nur mit Mühe seine Ernennung zum Bischof verhindern. Allerdings berief ihn Papst Julius III. 1554 im November für die Dauer eines Jahres zum apostolischen Administrator. Es war aber eine festbegrenzte Zeit, dem konnte er sich nicht entziehen. Anschließend war er mit der Gründung der Kollegien in Ingolstadt und Prag befasst, die jeweils 1556 ins Leben gerufen werden konnten, also in Ingolstadt dann mit diesem zweiten Anlauf. Nun meine ich aber doch, dass es gut ist, einen längeren Exkurs zu machen über die veränderte Anforderung an die Ausbildung der Geistlichen, dass man das einfach auch gut einordnen kann. Einen beispielhaften Einblick in den Bildungsstand der Geistlichen um die Mitte des 15. Jahrhunderts eröffnete eine Visitation in Brachstedt, dem als Visitator seines Archidiakonatsbezirks Halle an der Saale tätigen Augustiner Chorherrn Johannes Busch, nannten die ihm untergebenen Priester die lateinische Taufspendeformel in korrekter Weise: Ego de baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Das haben sie alles gut gekonnt und gewusst. Doch bei der Frage nach den Wandlungsworten der Heiligen Messe war der erste befragte Geistliche völlig unschlüssig, was er antworten solle. Ein zweiter meinte, es seien fünf Worte, womit er bezüglich des Brotwortes immerhin richtig lag: hoc est enim corpus meum. Ein weiterer meinte, dass er diese im Messbuch zeigen könne, hierauf reichte man ihm ein solches, und er wies auf die Worte panem sanctum vitae aeternae et calicem salutis perpetuae, das heilige Brot des ewigen Lebens und den Kelch des immerwährenden Heiles. Damit bezeichnete er den Abschluss der ersten Strophe des Hochgebets nach der Wandlung in der Darbringung, lag also doch etwas knapp daneben. Dies zeigt, dass der Priester und viele andere in der Lage waren, die Sakramente nach dem Ritus der Kirche zu spenden, doch vereinzelt die lateinischen Texte nur gesprochen wurden, ohne genau zu verstehen, was hier konkret gesagt wurde. Dies wird auch daran deutlich, dass der Visitator den letzten der Geistlichen auf die Seite nahm und ihm auftrug, den Kanon der Messe zu lesen und alles so zu tun, wie er es gewohnt sei. So erkannte er hierauf die rechte Form und die richtige Intention des Priesters in der Feier an, entschied aber zugleich, dass der sich vor der weiteren Feier der Heiligen Messe einer entsprechenden Unterweisung zu unterziehen habe. Außerdem ließ er einen der ihn begleitenden Amtsträger in der von diesem Priester betreuten Pfarrei sicherheitshalber neue Hostien konsekrieren. Also irgendwie ein leichter Zweifel ist ihm da doch geblieben. Diese geschilderte Begebenheit macht deutlich, dass die Bildung des Klerus im späten Mittelalter nicht gerade sehr leuchtend war, aber im Grunde auch nicht zur besonderen Besorgnis Anlass gab. Nach den Vorstellungen der Zeit versorgten die Geistlichen ihre Pfarreien in ihrer großen Mehrzahl ordnungsgemäß und feierten die Gottesdienste regelmäßig. Jedenfalls ist keine weitestgehende Unbildung des Klerus in den Jahrzehnten vor der Reformation zu konstatieren. Ein derartiges Bild gründet sich einerseits auf Feststellungen der katholischen Reformer im Geist des Konzils von Trient, die ihre Idealvorstellungen auf diese Zeit zurückprojizierten, andererseits auf zeitgenössische Aussagen von protestantischer Seite, die natürlich alles vor der Reformation in besonders dunklem Licht malten, um dann die Notwendigkeit einer Veränderung umso wichtiger erscheinen zu lassen. Die Ausbildung der Gemeindeseelsorger war sehr an der Praxis orientiert. Der übliche Weg war das Anlernen der angehenden Priester durch einen erfahrenen Pfarrer, also wie der Lehrmeister und dann der Lehrling oder Geselle. Dabei unterrichtete dieser den Kandidaten in den Grundzügen der Glaubens- und Sittenlehre und brachte ihm etwas Latein bei, damit er das Brevierlesen, die Riten der Heiligen Messe vollziehen und die Sakramente spenden konnte.
Erst nach dieser Zeit der Einübung wurde er dem Bischof zur Weihe zugeführt. Also solche Weihekandidaten würden heute, glaube ich, nicht mehr geweiht werden. Da ist die Überprüfung und die Ausbildung doch eine erheblich andere und ich meine auch in jedem Fall bessere und heute auch zwingend notwendige. Damals war eine bessere Ausbildung an den Dom- und Stiftsschulen sichergestellt, auch an vielen Klosterschulen, aber die haben ja nicht für den Weltklerus-Nachwuchs dann hervorgebracht. Die theologischen Fakultäten waren zu wenige und waren für die unbemittelten Kleriker keine Perspektive, da sie möglichst schnell eine Pfründe zu ihrer Versorgung übernehmen mussten. Manchmal sind also schon Kinder mit einer Pfründe betraut worden, um diese Einkünfte zu haben und aus den Ergebnissen dieser Pfründe, aus den Erträgen, hat man dann ihre Ausbildung, in späterer Zeit dann auch das Studium finanziert, auch Dinge, die man sich heute so nicht mehr vorstellen kann und hat natürlich die Pfründe dann von einem Vertreter, der einen kleinen Teil des Ertrages bekommen hat, vertreten lassen. In ruhigen Zeiten war die geschilderte Ausbildung im Anlernen über einem Lehrling über viele Jahrhunderte für den einfachen Leutpriester auf dem Land weitgehend ausreichend gewesen. Doch einerseits wuchsen beim städtischen Bürgertum die Anforderungen an den Seelsorger, andererseits sollte er durch die Anfragen der Reformatoren nunmehr zu Themen Stellung nehmen, die bisher selbstverständlich gewesen waren. Etwa die Rechtfertigung des Menschen vor Gott, die Frage der Verdienstlichkeit guter Werke, die Gegenwart des Herrn im Altarsakrament, das Fasten, die Wunder, die Heiligenverehrung, die Reliquienverehrung. In der Phase der Reformation wuchs durch die Einflüsse der Humanisten in allen Konfessionen das Bewusstsein, dass alle Pfarrer eine höhere Schulbildung auf den Weg bringen sollten. Ähnlich war es auch bei den Beamten in der Verwaltung. Während zahlreiche reichsstädtische schulische Bildungszentren zur Reformation wechselt, wie eben viele Reichsstädte, wuchs für die katholische Seite der Mangel immer weiter an. Doch auch schon vorher kannten die Verantwortlichen die zunehmenden Bedürfnisse der städtischen Bevölkerung. So stiftete Jakob Fugger 1510 eine Predigerstelle bei St. Moritz, die im Stiftungsbrief von 1521 zusammen mit der Fuggerei und der Fuggerkapelle in St. Anna noch einmal festgeschrieben ist. Da haben wir ja erst das große Jubiläum begangen. Ja. Der Augsburger Fürstbischof Friedrich Graf von Zollern errichtete nach einem ersten Anlauf schon im Jahr 1488, schließlich dann erfolgreich 1505, kurz vor seinem Tod, eine Augsburger Dompredikatur ein, übrigens mit Unterstützung des Domdekans, und bemühte sich um eine Reform des Welt- und Ordensklerus, die Förderung des Frömmigkeitslebens und die würdige Gestaltung der Liturgie. Wir sehen also schon, viele Jahrzehnte vor der Reformation hat man durchaus die Notwendigkeiten erkannt, dass vor allem für das städtische Bürgertum hier eine ganz andere Unterweisung, eine ganz andere Ausbildung der Geistlichen notwendig ist. Am 7. Juni 1556, also knapp zwei Monate vor seinem Tod, ernannte Ignatius Petrus Canisius zum ersten Provinzial der neu errichteten oberdeutschen Provinz des Jesuitenordens mit dem Sitz hier in Augsburg. Zu diesem Zeitpunkt gab es mit Wien, Prag und Ingolstadt gerade drei Kollegien, die der Provinzial im Laufe seiner 13-jährigen Amtszeit und auch darüber hinaus auf 18 vermehren konnte. Die Gründung von Kollegien, von Schulen und von Konvikten war für Petrus Canisius ein entscheidender Baustein zur Umsetzung der angestrebten Reform. Fortwährend musste er bei der Ordensleitung in Rom um die Entsendung weiterer Jesuiten bitten. Die waren schon ein bisschen genervt, weil sie gesagt haben, wir können ja doch nicht alle guten Leute nach Deutschland schicken, sie brauchen sie ja auch woanders. Der Bedarf war immens hoch. Selbst individuelle Köpfe unter den Mitbrüdern versuchte Canisius mit Milde und Einfühlungsvermögen, soweit immer möglich beim Orden zu halten, zögerte aber auch nicht, Unbelehrbare zu entlassen. Viele dieser aus dem Süden Europas hierher gekommenen haben auch immer wieder geklagt über das kalte und schlechte Wetter. Da merkt man genau das Gegenteil wie bei Petrus Canisius, der hat immer gestöhnt im heißen Rom. In Italien kann er sich nicht länger aufhalten. Da hat man ihn nach Messina, nach Sizilien geschickt. Man kann sich vorstellen, dass er da schon auch seinen Gehorsam immer wieder sehr unter Beweis hat stellen müssen. König Ferdinand, nunmehr Kaiser geworden, entsandte Petrus Canisius im Herbst 1557 zum letzten Versuch,
einer inhaltlichen Verständigung mit den Protestanten auf Ebene des Reichs zum Religionsgespräch mit Philipp Melanchthon nach Worms, das allerdings keine Einigung brachte. Auf dem Reichstag in Augsburg setzte sich der Jesuitenprovinzial dann 1559 für den geistlichen Vorbehalt ein, der den Landesherrn beim Übertritt zum evangelischen Glauben zur Regierungsniederlegung zwang, ein ganz wichtiges Instrument, um hier die weitere Ausbreitung des Protestantismus eindämmen zu können. Seine ausgezeichneten Predigten während des Reichstags führten im Juni 1559 zu seiner Ernennung zum Augsburger Domprediger, ein Amt, das er 7 Jahre lang innehatte. Im Jahr 1562 war er wieder als Konzilsberater tätig und konnte eine Lockerung der strengen Indexbestimmung für protestantische Werke erreichen. Da geht es eben darum, dass man sich ja mit denen nur auseinandersetzen kann, wenn man sie lesen kann. Wenn das streng unter dem Index steht und verboten ist, dann geht ja keinerlei inhaltliche Auseinandersetzung. Er trat für die Beibehaltung des Zölibats der Weltpriester ein und referierte zu Fragen der Eucharistie. In der kaiserlichen Reformkommission, die in Innsbruck tagte, konnte er 1563 dazu beitragen, die Differenzen zwischen dem Kaiserhof und der päpstlichen Kurie beizulegen, um so einen positiven Ausgang des Konzils zu ermöglichen. Wir sehen also, dass er auf beiden Seiten Vertrauen genoss, auf Seiten Roms, eben des Papstes, und auf der anderen Seite auch auf Seiten der wechselnden Könige und Kaiser, und so eben dann hat vermitteln können. Hierauf überbrachte er, auch ganz spannend, als Visitator der deutschen Jesuitenordensprovinzen getarnt, ab Oktober 1565 dann über ein halbes Jahr lang die Konzilsdekrete ins Heilige Römische Reich, nachdem dem päpstlichen Legaten dies untersagt worden war, Reichsboden zu betreten. Für seinen Umzug nach Dillingen 1567 konnte Petrus Canisius an der weiteren Entwicklung des dortigen Kollegs direkt Anteil nehmen. Schon 1563 hatten die Jesuiten die dortige Universität übernommen, die so zur ersten Jesuitenuniversität im Reich wurde. Also die Gründung 1449-51 durch Kardinal Otto schon ein bisschen früher. Der hat aber dann immer es nicht geschafft, hier gute Professoren zu holen und auch zu halten. Und dann durch die Übertragung an die Jesuiten war hier Dillingen dauerhaft gesichert. Den Jesuiten geht es in erster Linie nicht darum, die eigene Seele zu retten, sondern zuerst um die Seelen der anderen, darum, anderen zu helfen. Juvare animas, haben sie das genannt. Daher wirkte Petrus Canisius als religiöse Feuerwehr in einem Orden von religiösen Machern in den verschiedensten Aufgabenfeldern. Er wurde zur theologischen Allzweckwaffe. Ein weiteres Feld war die Beschäftigung mit den Kirchenvätern, die in der katholischen Patrologie die gute Tradition der Kirche unter Beweis stellen sollten. Die vom Papst beauftragte Erwiderung auf die Magdeburger Zenturien, die mit umfangreichen Quellen den historischen Beweis führen wollten, die Reformatoren und nicht die alte Kirche hätten die urkirchliche Lehre bewahrt, nahm er 1567 mit viel Mühe in Angriff. In 2 umfänglichen Bänden, der erste über Johannes der Täufer, der zweite 6 Jahre später erschienen, über die Gottesmutter, referierte er mit der Ansammlung von Väterzitaten mehr die kirchliche Lehrmeinung, als dass er eine kritische historische Argumentation verfolgte oder spekulative Tiefe erlangte. Nachdem er schon Material für einen dritten, dem Apostel Petrus und damit eben auch dem Amt des Papstes gewidmeten Band gesammelt hatte, befreite ihn der Papst 1578 von dieser Last. Nachdem wir jetzt eben gehört haben, dass er als Domprediger breit gewirkt hat, denke ich doch, dass es wichtig ist, hier noch einen kleinen Exkurs zum Dämonen- und Hexenglauben zu unternehmen. Ein bisschen haben wir es ja schon gehört. Ich habe mich da richtig hineingewühlt, weil mir das Ganze etwas komisch erschienen ist. Ich kann mal referieren, wie weit ich bisher gekommen bin. Denn einer dieser Autoren, die eben jetzt zum Jubiläumsjahr eine durchaus lesenswerte Biografie verfasst haben, dieser Matthias Moosbrugger, er glaubt, über Petrus Canisius feststellen zu müssen, ich zitiere, dass er nicht über die frühneuzeitliche Geschichte der Verblendung und der hysterischen Angst vor dämonischen Kräften und Hexen hinausgewachsen, sondern ihr williger Erfüllungsgehilfe geworden ist,
ist die große tragische Schuld seines Lebens. Soweit das Zitat, das stimmt. Petrus Canisius war dem Dämonen- und Hexenglauben, wie so fast alle seiner Zeitgenossen, verfallen. Übrigens gehörte in gleicher Weise dazu auch Martin Luther. Da gibt es also keine Unterschiede zwischen Katholiken und verschiedenen protestantischen Richtungen, Lutheranern, Calvinisten. Das war bei allen so verbreitet. Im Horizont des Tun- und Ergehenszusammenhangs glaubten die Menschen in dieser Zeit daran, dass durch Schadenszauber und Verwünschungen anderen Menschen wirklich Schaden zugefügt werden kann. Dies vermischte sich mit der Auffassung, hierbei sei stets auch der Teufel mit im Bund, die sich im 14. Jahrhundert ganz langsam, vor allem dann im 15. ausbreitenden Hexenprozesse, waren durch das große Handbuch der Hexenverfolgung, den Hexenhammer von 1487, verbreitet worden. Der inquisitorische Hexenwahn wechselte dann nach der Reformation auf weltliche Gerichte, also nicht so sehr mehr die Kirche hat verfolgt, sondern die Landesherrschaften. Um sich den für das heutige Denken völlig unverständlichen Vorstellungen anzunähern, gilt es, diese näher in den Blick zu nehmen. Neben der individuellen gibt es auch eine kollektive, die ganze Gemeinschaft des Dorfes, der Stadt oder eben auch der Klostergemeinschaft, der Diözese, betreffende Strafe Gottes. Daher müssen Übertretungen in allen Lebensbereichen geahndet werden, um so der Vergeltung Gottes zu entkommen. Fluchen war in der Erwartung des tatsächlichen Eintretens der Verfluchungen strikt zu ahnden und als Blasphemie außerdem eine schlimme Beleidigung Gottes, mit Auswirkungen, wie schon gesagt, auf die ganze Gemeinschaft. Irrtum und Ketzerei brachte die Gefahr mit sich, andere ebenfalls vom rechten Weg abzubringen. Um die Täter davor zu bewahren, war die Todesstrafe für sie in den Vorstellungen der Zeit eine Hilfe, nicht noch mehr Höllenstrafen erleiden zu müssen, wenn man sie bald durch den Tod vor weiteren schlimmen Sünden bewahrte. Für uns, wie gesagt, völlig unvorstellbare Vorstellungen. Erst in der Aufklärungszeit kam es zur Entmagisierung. Man glaubte nicht mehr an die Wirkung des Fluches. Also die letzten Hexenverbrennungen sind noch Ende des 18. Jahrhunderts. Auch das ist immer wieder mit Erstaunen zur Kenntnis zu nehmen. Was das Ganze verschärft hat, aufgrund der klimatischen Veränderungen der frühneuzeitlichen sogenannten kleinen Eiszeit seit den 1560er Jahren, war in der Bevölkerung nach Missernten und dem Ausbruch der Pest die Angst vor bösen Schadenszauber weit verbreitet. Hiervor glaubte Petrus Canisius auch in seinen Predigten warnen zu müssen. So habe er auch in seinen Augsburger Predigten Hexen für Unwetter und Missernten verantwortlich gemacht und ihnen unter anderem Kindsmord und Kannibalismus vorgeworfen. Dies habe zu einem Stimmungsumschwung zugunsten der Verfolgungsbefürworter im zuvor eher weltoffenen, humanistisch geprägten Augsburg beigetragen. Das scheint mir doch sehr massiv formuliert zu sein und so nicht ganz zu stimmen. Der bekannte Hexenforscher Wolfgang Behringer sieht in Canisius' Predigten der 1560er Jahre eine Mitursache für den neuen Ausbruch des Hexenwahns in Mitteleuropa nach einer Latenzphase von 2 Generationen. Ein klein wenig verwundert mich dieses Urteil schon, dass meist lateinische Predigten eine solche Wirkung gehabt haben sollen. Bei der einfachen Bevölkerung wurde Latein eben nicht verstanden, zumal auch das gilt zu betrachten, das Wiederaufflammen der Hexenverfolgung auch im Augsburger Raum erst 2 Jahrzehnte später erfolgte, also so ein ganz direkter Zusammenhang sich nicht automatisch aufdrängt. Eigentümlich scheint mir auch, dass Moosburger im Zusammenhang der Hexenpredigten ausschließlich den ins Deutsche übersetzten Brief Petrus Canisius an seinen Ordensgeneral von 1536 mit seiner Sorge um das Treiben der Hexen und ihre durch Folter eingestandenen Untaten zitiert. Aber das sind wirklich dann heftige Worte, das gebe ich zu, aber nirgends den direkten Inhalt der Predigten benennt. Wenn man sich die Mühe macht, die Predigten nachzusuchen, fällt auf, dass Petrus Canisius etwa bei der Predigt zum dritten Fastensonntag am 5. März 1564 im Augsburger Dom dieses Thema im Blick auf die da eben treffende Stelle im Lukas-Evangelium Kapitel 11 behandelt, wo es um eine Dämonenaustreibung geht. Dann predigt man halt auch über Dämonen. Das würden wir heute als Domprediger auch nicht anders machen, auch wenn wir die Dinge natürlich anders einordnen. Tatsächlich stellt Canisius hierbei die Frage, was die Diener und Helfer des Bösen für Macht hätten, die Unholden und Hexen, die Zauberer
und schwarze Künstler. Warum Gott es zulasse, dass schlechte Frauen durch Einflüsterungen und Zusammenarbeit mit den Dämonen unter Unterstützung von schlechten Engeln per Angelus Malus den Luft betrüben, Hagel machen, Getreide und Wein verderben, Krankheiten entfesseln, andere unfruchtbar und gebrechhaftig machen und Wucherungen verursachen. Hinzu komme Hagel und Wind machen, Leut und Land verderben. Übrigens auch ganz spannend, in diesem durchgängig lateinischen Predigt von diesem Tag sind diese einzelnen Beschreibungen dessen, was da in der Hexerei geschieht, zum Teil dann in Deutsch dargestellt, weil man da offensichtlich keine passenden lateinischen Worte hatte. Der Grund dafür sei nach Petrus Canisius die große Sündhaftigkeit und Ungläubigkeit der Menschen. Also warum Gott das überhaupt zulässt, wo doch die gute Macht Gottes immer die stärkere ist und das Böse, der Teufel, ja nur ein gefallener Engel. Und dann, das führt da sehr breit aus, Hilfsmittel der Kirche gegen das Böse seien der Exorzismus vor der Taufe, das, also der kleine Exorzismus, das Zeichen des Kreuzes in verschiedener Weise, das Weihwasser, der große Exorzismus, also wirklich dann die Teufelsaustreibung, der Glaube ganz allgemein, das Gebet, das Fasten, ein bescheidenes Auskommen und Enthaltsamkeit. Schon in der Predigt zum 1. Januar diesen Jahres hatte er angemerkt, es gäbe gefallene Seelen, die suchen Rat und Hilf bei den Schwarzkunstlern und Hexen und anderen Teufelsleuten. In einer weiteren Predigt am dann darauffolgenden 4. Fastensonntag ermahnte er die Zuhörenden, sich ihren Glauben nicht durch abergläubische Praktiken zu verderben und gemeinsame Sache mit Dämonen zu machen. In den von mir konkret eingesehenen Predigten, also ich habe die Predigten bei Otto Braunsberger, das sind immerhin 8 Bände mit vielen 100 Seiten anhand des Registers mal eingesehen, ist also an keiner einzigen Stelle ein Appell zur Verfolgung von Hexen enthalten. Auch wenn klar wird, dass Petrus Canisius fest davon ausgeht, es gebe Männer und besonders Frauen, die sich von Gott lossagen, sich den Dämonen hingeben, sich mit ihnen verbünden und dadurch Unheil über andere bringen. Ich jedenfalls kann nicht erkennen, dass sich in seiner Zeit als Augsburger Domprediger sein schon immer vorhandener Glaube an magische und dämonische Kräfte zu einer regelrechten Hexenhysterie ausgewachsen habe, mit der er auch auf der Kanzel nicht hinter dem Berg gehalten hat, wie Moosbrugger behauptet. Die neben Beringer als Beleg angegebene Stelle von Götz Freiherrn von Pöllnitz, den haben wir heute auch schon öfters genannt bekommen, ist übrigens völlig irreführend, da dieser nur feststellt, ich zitiere, auch seine Ansprachen von der Domkanzel wurden aus dem Bewusstsein, dem bösen Feinde zu begegnen, der Unkraut zwischen das Korn sät, schärfer und unerbittlicher. Soweit das Zitat, also da geht es jetzt auch nicht um Hexenwahn und Hexenverfolgung und Aufruf dazu. Gerade eben dieses biblische Bild vom Unkraut zwischen dem Weizen mahnt doch dazu, dass wir nicht von Menschenhand das Unkraut ausreizen sollen und damit den Weizen möglicherweise auch mit erwischen, sondern warten sollen auf das Gericht Gottes. Sollte es nicht doch noch eindeutige Hexenwahnpredigten geben, die ich übersehen habe, dann kann ich mich eines kleinen Verdachts nicht erwehren. Wollte da jemand die Verkaufszahlen seines Buches durch aufgebauschte Behauptungen etwa steigern? Wie sehr diese Vorstellungen bei ansonsten weltoffenen und hochgebildeten Menschen verbreitet waren, zeigt sich auch am Würzburger Fürstbischof Julius Echter von Mespelbrunn, klein wenig später, dieser als Reformer, katholischer Reformer, Gegenreformator, Seelsorger und Bauherr, ausgezeichnete Kirchenmann, der in vielfacher Weise karitativ hoch engagiert war, war tatsächlich dem Hexenwahn verfallen und beförderte in seinem Hochstift die Verfolgung von Hexen. Also er hat wirklich persönlich Schuld auf sich geladen. So etwas, das haben wir auch schon gehört, können wir bei Petrus Canisius aus dem, was wir bisher wissen, nun völlig ausschließen. Erst viele Jahrzehnte später hat der Jesuit Friedrich Spee mit seinem Werk Cautio Criminalis von 1631 diesem Hexenwahn ganz allmählich ein Ende bereiten können. Doch nun wieder zurück zum weiteren Lebenslauf und dann Lebensende von Petrus Canisius. Nachdem der Ordensgeneral in Rom 1569 beschloss, Petrus Canisius durch Paul Hofeus als Provinzial der oberdeutschen Provinz abzulösen, verschlechterte sich deren anfänglich gutes Verhältnis zunehmend. Ihr unterschiedliches Naturell konnte längere Zeit überbrückt werden, doch an der Frage des Zinsnehmens eskalierte
die Situation. Für Petrus Canisius war jede Form des Zinses Wucher, wobei er keinerlei Rücksichten auf die dem Orden sehr zugeneigte Familie der Fugger nahm. Dagegen vertrat Paul Hofreus die Rechtmäßigkeit des damals üblichen 5%igen Zinses. Um die weitere Einmischung des ehemaligen Provinzials zu verhindern, sandte ihn der Ordensobre 1580 nach Freiburg in die Schweiz, um dort mit Unterstützung des Nuntius ein Kolleg zu gründen. In Freiburg widmete sich Petrus Canisius neben der Fundierung des Kollegs ganz der Seelsorge, dem Dienst am Nächsten und der Schriftstellerei. Er überarbeitete die Katechismen und verfasste Gebetbücher, Lebensbeschreibungen von Heiligen und Erläuterungen zu den Sonntagsevangelien. Seit dem Jahr 1591 verschlechterte sich sein Gesundheitszustand zunehmend. Nach leichten Besserungen erlitt er Ende August 1597 einen schweren Rückfall. Nach viermonatigem Leiden verstarb er am 21. Dezember im Alter von 76 Jahren nach dem Empfang der Kommunion und der letzten Ölung. Hierauf wurde er zunächst in der Freiburger Stiftskirche St. Nikolaus beigesetzt und 1625 in der Kirche des Kollegs St. Michael überführt, wie wir hier sehen. Übrigens, das Alter von 76 Jahren war damals immens, also wie wenn heute einer an die 100 Jahre alt wird. Erst im Jahr 1864 selig gesprochen, ernannte ihn Papst Leo XII. Zum 300. Todestag nach dem heiligen Bonifatius zum zweiten Apostel Deutschland, weil er eben auch in ganz schwierigen Umbruchszeiten noch einmal den Glauben gesichert hat. Die Heiligsprechung und Erhebung zum Kirchenlehrer erfolgte im Jahr 1925. Mit der Richtung der Diözese Innsbruck im Jahr 1964 wurde er dort zum Diözesanpatron erhoben. Noch ein paar Schlussgedanken. Petrus Canisius ist sicher nicht in allen Punkten ein moderner Heiliger, der uns umfassend ein Vorbild sein kann. Seine Ängstlichkeit, seine Skrupelhaftigkeit, seine strenge Selbstdisziplinierung befremden uns heute eher. Aber Heiligkeit bedeutet nicht so sehr ein perfektes, moralisch in allen Punkten makelloses Leben, sondern, und hier möchte ich Moosbrugger ausdrücklich zustimmen, doch eher den Mut, sich ganz in seine jeweilige Gegenwart hineinzubegeben und sich nach bestem Wissen und Gewissen für die konkrete Welt zu engagieren, in der man lebt, so dieses schöne Schlussresümee in dieser Biografie. In diesem Sinne ist sein Tatendrang, seine unerschütterliche Arbeitskraft, wie viele Tausende von Kilometern er da gelaufen ist und nur kleine Stücke dann mit einem Reittier zurückgelegt hat, und diese Grundhaltung, sich nicht entmutigen zu lassen, per se war er, halte durch, das war sein Lebensmotto, auch das kann alles für uns heute beispielhaft sein. In allen Bereichen des Lebens für seinen Glauben einzutreten und ihn durch Reden und Tun authentisch zu bezeugen. Was das für uns heutige Menschen bedeuten kann, wird vielleicht dann im nächsten Vortrag Professor Walter Kardinal Kasper näher entfalten. Vielen Dank. Wenn Sie bitte zur Diskussion nach oben kommen. Dankeschön. Und dann würde ich gerne noch technische Hilfe benötigen, um die geistlichen Herren zu verkabeln. Danke. Ja, Sie haben Gelegenheit, auch diejenigen, die im Livestream mit uns verbunden sind, indem Sie über die E-Mail-Adresse des Akademischen Forums uns Fragen zusenden, auch an der Diskussion zumindest teilweise zu partizipieren. Aber natürlich vor allen Dingen auch Sie, sehr geehrte Damen und Herren hier im Saal, haben jetzt die Möglichkeit, an die beiden Referenten Fragen zu stellen. Womöglich haben auch die Referenten aneinander Fragen. Sie sind ja jetzt sozusagen Spezialisten, was diese Thematik angeht. Und eine so ja, herausfordernde und in vielen Bereichen auch überdurchschnittlich tätige Persönlichkeit, wie Petrus Canisius es gewesen ist,
führt zwangsläufig natürlich, wie wir jetzt auch vor allem bei Ihrem Vortrag, Herr Domkapitular, gehört haben, wenn wir an die jüngste Innsbrucker Monographie zu diesem Thema denken, auch zu unterschiedlichen Akzentuierungen in der Rezeption. Vielleicht können wir unter dieser Rücksicht mal damit anfangen, ob Sie beispielsweise eine Anfrage an unseren Herrn Bischof haben oder umgekehrt, Herr Bischof, Sie an den Vortrag von Ihrem Nachfolger im Amt des Dompredigers. Ja, jetzt nicht so sehr an das Referat angeknüpft, das war ja in sich auch so schon geschlossen. Nur eben, ich frage mich immer, wenn jemand so viel unterwegs ist, so viele Aufgaben hat, dass er dann doch tausende von Seiten zu Papier bringen kann. Also in manchen dieser Werken, wo er dann also aus allen Kirchenvätern jede Belegstelle zusammenträgt, wie das gehen kann. Er hat natürlich auch immer Mitbrüder gehabt, die ihm zuarbeiten mussten, das kann man nachlesen. Das finde ich faszinierend. Und vielleicht gibt es ein aktuelles Beispiel bei dir, lieber Bischof Bertram, frage ich mich auch immer, wie du all diese vielen Aufgaben schaffen kannst und dann noch so viel schreiben und predigten und verfassen. Ich frage mich da immer, ich kann es eigentlich nur dann in der Schlafenszeit bei der Nacht etwas abzwacken, aber das ist auf Dauer auch keine gute Lösung. Gibt es da irgendeinen Trick, wie man das schaffen kann? Also vom Gestern ins Heute übertragen, einen Trick gibt es vielleicht nicht, aber ich denke so. Erstens einmal ist es doch ein großer Fundus, den wir auch schon haben können. Also ich bin jemand, der auch noch bei allem Computer jetzt mit vielen alten Zetteln, also in Zettelkästen arbeitet. Ich kann auch mich ganz gut in ein Thema wieder hineinbegeben und dann habe ich natürlich nicht eine ganze Truppe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber oder gar wissenschaftliche Assistenten, das habe ich nicht. Aber ich habe auch gute ReferentInnen und ich denke, dass es sehr gut aufbereitet wird, also dass ich einfach einmal einen Materialkoffer vorbereitet bekomme, mit dem ich dann aber etwas ausarbeiten kann, wie es für mich passt. Also ich glaube auch, selbst wenn wir hier auftreten, Thomas, wie heute, und auch mehr Fakten liefern müssen, als dass wir Zeugen sind, da ist schon stärker das Faktische im Mittelpunkt, aber es muss überzeugend sein, sonst heißt es, ist wieder ein gescheites Haus da vorne gestanden. Das gescheite Haus muss so sein, dass es zur Person passt, es muss stimmig sein, dass die Botschaft, die wir haben, auch rüberkommt. Und da muss ich sagen, den letzten Schliff, den hat sicher Petrus Canisius auch gegeben, das kann man ja auch in seiner Art schon mal von den Gliederungsprinzipien sehen und er kommt persönlich vor, aber die vielen Materialien, Texte, ich denke, dass es da auch andere gibt, die sammeln und die ordnen und so versuche ich auch zu machen. Und die besten Zeiten sind für mich schon die Abendstunden. Hat erst das Spiel mitzumachen gehabt, in der Alternative, Frühaufsteher oder Nachteule. Und da habe ich mich sofort für Nachteule entschieden, spontan. Ich kann das sehr, ist mir gut sehr sympathisch. Am Abend lesen, schreiben, denken, sodass eigentlich vor Mitternacht bei mir kaum das Licht ausgeht. Also ich denke, das ist jetzt als Handlungsanweisung schon differenziert. Dem kann ich mir auch gut anschließen, abends zu arbeiten und in der Früh ein bisschen ausschlafen. Wir haben jetzt hier im Publikum eine Frage von Frau Schad. Ja, Sie haben heute des Öfteren den großen Fuggerbiografen Pöllnitz erwähnt. Und ich weiß nicht, ob Sie alle wissen, dass meine Dissertation hieß »Die Frauen des Hauses Fugger von der Lilie«. Und da traue ich mich jetzt sogar, dem Herrn Domkapitular zu widersprechen, bei dem Wort Hexenhysterie in Augsburg. Denn erstens der Name Fugger ist ja heute schon auch vom Herrn Bischof erwähnt worden, erstens sind damals alle evangelischen Fuggerinnen durch Petrus Canisius wieder katholisch gemacht worden. Und zwar diese Fuggerinnen, die man sonst nie in der Kirche sah, sind von da an täglich zum Dom gekommen, auch mit dem Personal sogar. Und es gab dann in Augsburg eine absolute Häufung von Teufelsaustreibungen und Exorzismen. Und da schreibt der große, jetzt muss ich schnell mal Bild absetzen.
Also ich lese aus meinem eigenen Buch, nämlich der Chronist Paul von Stetten schreibt über diese Zeit, ab 1568 habe das Teufelsaustreiben in Augsburg stark zugenommen. Und am Anfang hätten die Jesuiten die Exorzismen praktisch in Privathaushalten abgehalten und dann seien sie aber auch in die Kirchen gegangen. Und bei meinen Fuggerinnen, ich nenne die jetzt mal meine Fuggerinnen, gab es dann ein vom Teufel besessenes Mägdelein bei der Fugger Lichtenstein, mit der die Fuggerin dann sogar nach Rom gewallfahrtet ist. Der Augsburger Bischof war wieder mal in Rom, Zitat, anstelle sich um die Schafe in Augsburg zu kümmern, von deren Wolle er lebe. Und da ist dann eine erfolgreiche Teufelsaustreibung in Rom vom Papst vorgenommen worden. Und die Fuggerin hat dann bestimmt, das Mägdelein möge dann in ein Kloster gehen. Die nächste Teufelsaustreibung im Hause Fugger war dann von einem Mägdelein, die bei einer Teufelsaustreibung hier in Ulrich von sich gegeben habe, ihr Teufel könne nur in Altötting ausgetrieben werden. Und dann heißt es nämlich wirklich, die Fuggerinnen schleppten Canisius dahin, wo sie wollten, nämlich dann nach Altötting. Und da gibt es ja heute noch ein Canisius-Altärchen aus Dankbarkeit für diese Teufelsaustreibung. Also vielen Dank, Frau Schad, ein Beitrag, weniger eine Frage. Aber ich würde aber doch vielleicht noch mal darauf eingehen wollen. Vielleicht ein Hinweis, anscheinend auch zu zusätzlichen Kilometern kommen, indem man sich irgendwo hinschleppen lässt, Herr Domkapitular. Ja, man muss aber doch klar trennen zwischen Teufelsaustreibung, Exorzismus und Hexenverfolgung. Das sind eigentlich zwei recht unterschiedliche Dinge, die sich irgendwo berühren natürlich mit diesen Vorstellungen, dass die Dämonen hier Macht über die Menschen haben. Aber deswegen, also mit den Teufelsaustreibungen, Exorzismen, da stimme ich Ihnen ganz zu, aber sehe da keinen direkten Zusammenhang mit den Hexenverfolgungen, die dann ja auch erst später in Augsburg und im süddeutschen Raum beginnen. Also von dem her, Sie dürfen mir widersprechen, aber ich sehe hier gar keinen Widerspruch, sondern eine Ergänzung diesem Bereich der Exorzismen habe ich jetzt ein bisschen weggelassen aufgrund der Zeit und deswegen vielen Dank für den Hinweis und die Ergänzung. Ja. Hier war eine Wortmeldung, Professor Kaufhold. Ja, danke. Auch nur eine oder ein, zwei Bemerkungen. Ich würde halt dafür plädieren, dass man in der historischen Arbeit ja nicht das jüngste Gericht spielen muss. Wir müssen also Petrus Canisius weder schuldig sprechen, noch müssen wir ihn unschuldig sprechen, freisprechen von irgendetwas. Das wird jemand anders für uns tun. Und das ist, wir können sagen nur beobachten, was also sagen die Situation ist. Und ich glaube schon, dass man sagen muss, dass die Situation ist einfach der Hexen, die Hexenverfolgung ist in dem Moment wirklich bitter geworden, als die katholische Kirche wirklich etwas zu verlieren hatte auf der einen Seite, infolge der Reformation, aber auch die Reformierten sind ja nun auch nicht frei von diesen Geschichten. Das heißt, mit der Konfrontation ist es erst zu einem wirklichen bitteren Problem geworden, was vielleicht vorher gar nicht so schlimm war, weil man das geduldet hat und ertragen hat. Und da würde ich dann schon sehen, dass Petrus Canisius seinen Beitrag geleistet hat. Ja, vielleicht nicht im Sinne einer Aufforderung zur Verfolgung, aber schon, und das haben Sie ja auch gesagt, im Sinne einer Belebung der Konkurrenz. Also, denn das ist so ein bisschen meine eigentliche Frage, wie glücklich nun, also ich finde, es war wirklich beeindruckt, wie auch die andere Seite im Diözesanmuseum in der Ausstellung zu Wort kommt, auch beim Herrn Bischof, wie ökumenisch der Zugriff war. Ich frage mich nur, ist der Begriff der zweite Apostel Deutschlands, das ist natürlich dann doch was anderes gegenüber Bonifatius. Bei Bonifatius gibt es keine Konkurrenz unter Christen. Und wenn man nun Petrus Canisius zum zweiten Apostel Deutschlands weiterhin führt, ist es schon mit einer Spitze gegen die protestantischen Kirchen. Das ist also, und die Frage deswegen so ein bisschen, wie glücklich ist das zu verbinden mit einem ökumenischen Auftritt, den Sie sonst hier sehr überzeugend haben. Bei der Überschrift würde ich nur denken, dass, wenn ich so an meine evangelischen Freunde und die so Kirchengeschichte in Leipzig lehren oder so, die würden sagen, nee,
Also das sozusagen ganz so ist es nicht, denn jemand, der sein Meisterstück damit abgelegt hat, den Erzbischof von Köln abzusetzen, als er zur Reformation tendierte, wenn man den als einen Apostel Deutschlands betrachtet, dann hat das natürlich schon eine sehr starke Kante. Das wäre einfach so die Frage, wie glücklich das ist. Ja, das ist vielleicht ein Stück weit auch eine Frage an die Veranstalter, deswegen werde ich vielleicht auch mal ganz kurz zur Stellung nehmen. Zum einen, das ist ja ein Zitat, ist ganz klar, das wissen Sie natürlich. Zum anderen denke ich schon, dass man das auch im 21. Jahrhundert ohne eine konfessionelle Spitze verstehen kann, denn das, was Petrus Canisius hier beschreibt, in den Zitaten, die etwa der Herr Bischof in seinem Vortrag verwendet hat, das war ja nun nicht eine konfessionelle Problematik, sondern das war ganz offensichtlich eine Problematik, dass im Hinblick auf den christlichen Glauben, unabhängig davon, welcher Couleur, hier ein, ja, in der guten alten Zeit, wie wir sie normalerweise in der Vergangenheit immer so unkritisch hinstellen, ganz offensichtlich die Verhältnisse noch weit dramatischer waren, als sie zumindest zum heutigen Stand jetzt bei uns sind. Und dass Petrus Canisius dieses Attribut eines zweiten Apostels Deutschlands nicht dafür erhalten hat, dass er sich hier in Köln entsprechend engagiert hat, das dürfte, denke ich, auch klar sein, sondern es geht eben auf sein Lebenswerk, das in ganz massiver Weise, auf unterschiedlichste Weise, dass eben auch die Anregung der Gattung Katechismus beispielsweise aus dem Protestantismus aufgegriffen und adaptiert worden ist, er einen Beitrag zur Glaubensbildung, jetzt nicht nur im Sinne eines religiösen Wissens, sondern auch im Sinne einer Verinnerlichung, einer Neubelebung, einer gläubigen Lebenshaltung einen wesentlichen Beitrag geleistet hat. Und das scheint mir doch der wesentlichere Aspekt zu sein. Aber vielleicht. Also vielleicht, weil es auch nochmal hier so gerichtet war, also es ist so, Herr Professor Kaufold, ich habe auch hier nicht versucht, den Petrus Canisius sozusagen mit diesem Titel so zuzuspitzen. Ich gebe Ihnen da recht, wir würden hier ihn dann schon auch sozusagen im Sinn einer konfessionellen Wettsteinfigur auch zuspitzen. Wenngleich er natürlich auch solche Kapitel, Episoden in seiner Biografie, auch in seiner Wirkungs- oder Werksgeschichte sozusagen hat. Aber wenn ich Petrus Canisius auch richtig verstanden habe, also insgesamt, auch in seinen Werken, er ist in der Regel, also wenn einem selber mal die Hutschnur hochgeht, dann kann man auch emotional werden, durchaus polemisch. Das wissen wir ja alle hier im Raum. Wir haben ja auch hier einige, die im Lehrfach sind und durchaus intellektuell sind. Aber eine gewisse polemische Spitze kann selbst im wissenschaftlichen Betrieb geben. Das mal dahingestellt. Die gibt es auch im Leben von Petrus Canisius. Aber das, was er schon gemacht hat, ist, dass er, glaube ich, versucht hat, jetzt nicht sine ira et studio im Sinn einer sozusagen Neutralität, aber doch im Sinn der Intention, Wogen zu glätten. Einfach das, was wir heute sagen würden, das Evangelium Jesu Christi anzubieten, natürlich in der katholischen Form. Aber er ist kein Polemiker, wie wir das von anderen Persönlichkeiten der Zeit. Ja, wenn wir an Robert Bellarmin zum Beispiel denken, bitte? Robert Bellarmin als Kontroverstheologe, das ist ein ganz anderes Kapitel. Ganz genau, und das ist auch das, ich weiß nicht, vielleicht kennt jemand hier auch die Arbeit von Karl-Heinz Dietz, jetzt Weihbischof in Fulda, der über Petrus Canisius gearbeitet hat, seine Dissertation auch an der Gregorianer, beim selben Doktorvater wie ich im Übrigen gearbeitet. Und der arbeitet auch sehr klar heraus, der arbeitet auch über den Kirchenbegriff von Canisius. Natürlich hat er noch nicht ökumenische Kategorien, das geht ja gar nicht. Frau Professor sprach ja gerade von Bellarmin, auch in dieser Zeit gab es keine ökumenische Theologie. Aber er hat, denke ich, in einer gewissen Selbstverständlichkeit das Evangelium Jesu Christi in der katholischen Form präsentiert, damit natürlich auch abgegrenzt, das ist klar, er spricht auch von der Wiedergewinnung der Seelen für Christus primär, nach Ignatius,
aber natürlich auch für ihn selbstverständlich in der katholischen Form. Aber normalerweise für seine Zeit hat er das ruhig dargelegt und das machte man ihm ja auch manchmal, auch in dieser Doktorarbeit von Carlo Dietz, ein bisschen nicht zum Vorwurf, aber Carlo Dietz schreibt ganz klar immer wieder, obwohl er so viel wusste, fast enzyklopädisch, viel Material hatte, wie es Thomas Groll ja gesagt hat, aber er hat das weder sensationell noch rhetorisch aufsehenerregend, eigentlich, wir würden fast mal sagen, manchmal langweilig, also jetzt mal, wenn man das so sieht, viel Material, aber so würde ich es ja mal eher sehen. Also ich würde mich nicht ganz so verstanden fühlen, ich habe ja auch mehr gehabt, sozusagen Prediger, Ratgeber oder Seelsorger und Mystiker, das war eigentlich so ein bisschen mein Dreischritt und der Titel Zweiter Apostel Deutschlands, das würde ich jetzt nicht zu hoch hängen. Ich habe es in meinem Vortrag vielleicht zweimal genannt, aber ich würde nicht diese Persönlichkeit und sein Werk daran modelliert wissen wollen. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ja, Dr. Schmucker? Ja, vielleicht noch einen kleinen Hinweis. Also der große Katechismus kam ja schon zur Sprache, aber ich glaube, so richtig populär wurde er durch den kleinen Katechismus, genau, der ja auch mit Kupferstichen schön bebildert war und tatsächlich für den schulischen Unterricht für Kinder und Jugendliche gedacht war. Da gab es ja hunderte Auflagen. Und wenn man diesen sich mal anschaut, dann stellt man fest, diese Kupferstiche, die wurden teilweise für ganz andere Werke dann quasi recycelt. Also ich glaube, der zweite Apostel Deutschlands, das habe ich so indirekt schon im Hinterkopf gehabt, der ist auch auf diese kleinen Katechismen vielleicht zu denken. Das würde ja schon weiterführen auf den Vortrag am 5. Oktober. Religiöse Bildung würde man es heute bezeichnen, ja. Dankeschön. Gibt es aus dem Internet Anfragen? Nein. Dann würde ich sagen, eine letzte Frage noch, bevor wir uns dann etwas Pause gönnen. Vielleicht können Sie die Frage zur Schlussdiskussion aufbewahren, wenn Sie einverstanden wären. Dann käme die Dame noch dran. Ich habe keine Frage, nur einen kleinen lokalen Hinweis. In der Jesuitengasse 14 befand sich die Blindenanstalt, heute nicht mehr. Sie haben alle keine Vorstellung davon, wie hier der Petrus Canisius verehrt wurde. Da wurde gesagt, hier ist er gesessen, in der Nische. Also der war ganz und gar lebendig in der Blindenanstalt Augsburg. Das wollte ich nur nebenzu bemerken. Vielen Dank. Das ist doch jetzt ein schöner Ausklang für die Pause. Wir würden uns, wenn Sie... Ganz kurz zum Gleichen, okay. Zur gleichen Beobachtung, als das Programm ins Haus kam mit dem Thema des Jubiläums von Petrus Canisius, da war ich sehr überrascht und erfreut, dass er sozusagen wieder stärker in den Mittelpunkt tritt. Ich habe in meiner Schulzeit oft über ihn gehört und habe in einer Jugendgruppe war ich eingebunden, wo wir seinen Namen geführt haben. Und dann in den letzten Jahrzehnten habe ich den Eindruck gehabt, ist er wenig im Gespräch und vor allen Dingen wird seine Lehre, seine Ansichten, seine Hilfestellungen für die Lebensgestaltung kaum von der Kirche genutzt, wenn ich mal so sagen darf. Und das wäre eine Frage, warum hat man das so ein wenig, so aus meiner Sicht, vernachlässigt? Gut, die Frage stellen wir zurück für die Schlussrunde, bitteschön. Wir können jetzt bis 17.30 Uhr in die Pause gehen und finden uns dann um 17.30 Uhr hier wieder ein, um dem dritten spannenden Vortrag zu lauschen. Dankeschön. Darf ich Sie jetzt bitten, wieder an Ihre Plätze zurückzukehren? Wir haben ja nun schon zum einen den spirituellen Kontext
ein Stück weit von Petrus Canisius präsentiert bekommen. Wir haben einen Einblick auch in seine Biografie, in historische Stationen und vor allen Dingen in den großen Radius seines Wirkens erhalten und hatten in der Diskussion auch schon gemerkt, dass es offensichtlich hier Bezüge gibt zur Gegenwart, auch zur gegenwärtigen Situation der katholischen Kirche in Deutschland. Und von daher bin ich besonders dankbar, dass seine Eminenz Kardinal Kasper, der ja lange Zeit Präsident des päpstlichen Rates für die Einheit der Christen gewesen ist, in seiner Tätigkeit als Kardinal in Rom, der aber eben auch als Theologe sich intensiv und reflektiert mit auch der Ekklesiologie beschäftigt hat. Die meisten von Ihnen haben sicherlich sein 2011 erschienenes Buch Die Kirche, die katholische Kirche, Wesen, Wirklichkeit, Sendung mal in der Hand gehabt. Wenn nicht, kann ich einen Blick hinein nur empfehlen. Ich kann mich noch ganz besonders erinnern, als Sie noch nicht Kardinal gewesen sind, sondern noch Professor waren, dass ich auf meine Prüfungen mit Ihrer Christologie mich vorbereitet habe. Jesus der Christus, das war damals der Klassiker. Und hätte mir natürlich damals auch nicht träumen lassen, dass ich einmal hier stehen würde und Sie ankündigen dürfte. Eminenz, ich darf Sie um Ihren Vortrag bitten. Lieber Bischof Bertram, liebe Mitbrüder, liebe Schwestern und Brüder, ich habe mich über die Einladung hierher nach Augsburg sehr gefreut, wieder mal nach Augsburg zu kommen. Ich habe es nicht vergessen, 1999 die Unterschrift, die ich mit unterschrieben habe, der gemeinsamen Erklärung über die Rechtfertigungslehre. Die Einladung zu diesem Vortrag war für mich nun eine willkommene Gelegenheit, ausführlich mal mich zum ersten Mal mit Petrus Canisius zu befassen. Natürlich habe ich über seine Katechismen, die Canisi, gewusst, aber als ich dann das Buch von Matthias Moosbrugger, Petrus Canisius, Wanderer zwischen den Welten, das jetzt erschienen ist, gelesen hat, habe mich diese Gestalt des Petrus Canisius zum ersten Mal richtig begeistert. Aber ich habe sofort gedacht, ja, das ist der aktuelle Wanderer zwischen zwei Welten. Das sind wir im 21. Jahrhundert auch. Papst Franziskus hat mehrfach gesagt, wir leben nicht nur einer Zeit der Wandlungen und der Veränderungen, großer Veränderungen, ja, man kommt kaum nach, sondern auch in einem Wandel der Zeit, in einem Epochenwandel leben wir heute. Und da sind wir verwandt mit der Situation des 16. Jahrhunderts und doch wieder so ganz verschieden. Dass wir in einem Wandel der Zeit leben, das ist jedem offenkundig und jeder Seelsorger merkt, dass die Bänke werden leerer und vor allem die öffentliche Atmosphäre bläst uns erheblich ins Gesicht. Das braucht man jetzt nicht im Einzelnen zu entfalten, dass das ein großer Umbruch ist, wo die Frage entsteht, Kirche, wohin gehst du, wo war dies, wohin geht das in der Kirche weiter? Um eine Antwort auf diese Frage zu geben, scheint es mir hilfreich, zunächst einmal bis zum Petrus Canisius zurückzugehen in seine Zeit, die eine sehr gespannte Zeit war. Damals hat Martin Luther wortgewaltig, aber durchaus aus innerer Überzeugung, eine neue Interpretation des Evangeliums vorgetragen. Er hat den Papst, der ihn exkommuniziert hat, als Antichristen bezeichnet und er hat dann sozusagen eine neue Gestalt von Kirche, evangelische Kirche, grundgelegt, noch nicht eigentlich geschaffen. Es war damals schon fast alles verloren in Süddeutschland, auch in Augsburg war es fast schon verloren, in Österreich, auch bei uns im Süd, ich komme ja aus dem schwäbischen Schwaben, also aus dem württembergischen Schwaben, war es schon fast verloren. Und ihm ist es im Grunde gelungen, das Rad der Geschichte noch einmal zurück umzudrehen. Man hat das lange Zeit als Gegenreformation bezeichnet. Im Grunde war es eine katholische Erneuerung.
Das Ergebnis haben wir heute, wenn wir unsere wunderschöne Barockkultur sowohl hier in Bayerisch-Schwaben wie in meiner Heimat in Oberschwaben sehen. Das ist sozusagen das Zeichen des Sieges der katholischen Kirche, diese barocke Pracht. Und damit stehen wir aber schon am entscheidenden Unterschied der Krise damals und heute. Zwischen der Krise heute und damals steht eine andere, nämlich die Französische Revolution, die darauf folgenden napoleonischen Freiheitskämpfe, die Säkularisation. Nun, über den Verlust der geistlichen Fürstentümer, da sind wir heute ja eigentlich eher froh. Aber die Säkularisierung, nicht die Säkularisation, die Säkularisierung ist was anderes, dass da ein Weltbild entstanden ist und eine Zeit, wo man meinte, ja, wir können auch ohne Gott auskommen, man kann ohne Gott auch gut leben. Religion ist eine Privatsache. Und dieser Problematik stehen wir heute wieder gegenüber einer Welt, die meint, autonom alles aus sich lösen zu können, die säkular geworden ist. Sie stellt uns vor die Alternative. Was sollen wir tun? Wie sollen wir Kirche sein? Sollen wir im Widerstand gegen die moderne Zeit oder in Anpassung an die moderne Zeit oder in der Unterscheidung der Geister das Gute zu nehmen und darauf zu reagieren und sozusagen uns aus unserer eigenen Kraft, aus dem eigenen Ursprung erneuern? Schritte einer solchen Erneuerung nach der Französischen Revolution gab es schon bald hier in Bayern. Die Gestalt des Michael Seiler und des Kreises um ihn, darüber weiß der Bischof Bertram besser Bescheid als ich, daraus ist dann die Tübinger Schule geworden, aus der ich selber komme, und viele pastorale Ansätze wurden damals schon entwickelt, Liturgie in der Muttersprache und vieles andere, Beteiligung der Laien an Synoden und Ähnliches. Doch diese Ansätze wurden damals niedergewalzt, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch die aufkommende Neuscholastik. Die hat sich auf Thomas von Aquin berufen, aber hat den Buchstaben des Thomas von Aquin verstanden und nicht den genialen Theologen Thomas von Aquin verstanden. Die hat auf äußere Abgrenzung und innere Geschlossenheit abgehoben. Und das hat dann zu einem Verlust der Theologie und der Kirche, des Kontakts mit der Lebenswirklichkeit der Menschen, der neuen Kultur geführt. Das kam zur großen Krise im Modernismus Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Theologen, die versucht haben, da wieder ins Gespräch zu kommen, die wurden als Modernisten bezeichnet und abgelehnt. Das war eine der schwierigsten Krisen der Kirchengeschichte damals. Dann mit dem Ersten Weltkrieg war das zu Ende, die bürgerliche, aufgeklärte Kultur. Das führte dann zu den totalitären Systemen, die Krise des Westens und der westlichen Kultur bis zum Zweiten Weltkrieg. Aber die Kirche damals und vor allem die Theologie hat die Zeichen der Zeit verstanden. Es kam damals zur liturgischen Erneuerung, es kam zur biblischen Erneuerung, zur pastoralen und katechetischen Erneuerung, zu einer theologischen Erneuerung, vor allem in Frankreich und in Deutschland, zur Besinnung auf die eigenen Wurzeln. Man hat die Schönheit und die Größe der eigenen Tradition erkannt, aber zugleich erkannt, welches Innovationspotenzial in dieser Tradition steht. Also die Tradition selber ist reicher als die Verengungen, in die man geraten war am Ende des 19. Jahrhunderts. Und man kann aus diesem Reichtum der Tradition Brücken bauen zur modernen Kultur hin. Und der Papst Johannes der 23., der hat genau das verstanden. Das war ein einfacher Mann, der war kein großer Theologe. Aber wenn ich also sein Buch lese, die Geschichte seiner Spiritualität, also der war wirklich ein Heiliger. Ich bin sonst ein bisschen kritisch gegen die vielen Heiligsprechungen von Päpsten, aber bei ihm war es sicher berechtigt. Der hat einfach verstanden, die Zeichen der Zeit, und hat dann das Konzil einberufen. Er wollte die Erneuerung des Glaubens, er hat gesagt, alle Unheilspropheten hat er zurückgewiesen und hat gesagt, nein, wir stehen am Anfang einer Morgenröte. War sehr optimistisch natürlich. Aber er hat verstanden, der Glaube muss sich aus den eigenen Wurzeln erneuern
und also ruhig zu den Ursprüngen und zugleich Brücken schlagen zur modernen, zur neuen Zeit, zum Dialog der Kirche. Und genau das hat das Konzil gemacht. Das Konzil und die Progressiven auf dem Konzil, das waren im Grunde die Konservativen, die zurückgingen zu den Ursprüngen, aber zugleich von dort her konstruktiv zu antworten versucht haben auf die Neuzeit und damit eine Dialogkirche, die unterwegs ist, Gottes Volk auf dem Weg, eine Kirche, die im Dialog ist mit den anderen Kirchen, mit den Juden, mit den anderen Religionen, mit der modernen Welt in Gaudium et Spes. Das war die Konzeption des Konzils, aber also die Überwindung von Modernismus, das heißt Anpassung, und Antimodernismus, schlichter Gegensatz zur Moderne, sondern eine neue Art der Versöhnung und des Aufbruchs. Dieser Aufbruch des Konzils hat mich noch geprägt. Ich war damals ein junger Priester. Und das hat mich geprägt bis heute und mein ganzes theologisches Arbeiten geprägt. Es hat deutlich geworden, die Kirche, zwar fast 2000 Jahre alt, ist jung geblieben. Sie ist keine starre, unbewegliche Größe. Sie kann antworten. Diese Aufbruchsbestimmung hat uns, meine ganze Generation, eigentlich geprägt. Das war wichtig, also die Überwindung dieses Gegensatzes, der aufgekommen ist seit der Französischen Revolution. Diese Aufbruchsstimmung ist heute Geschichte. Das muss man sagen. Man kann sie heute jungen Menschen kaum mehr vermitteln, diese Begeisterung, die uns damals erfasst hat. Ich erinnere mich noch an den Abend, Fernsehen gab es ja noch gar nicht, sondern im Radio gehört, der Papst hat heute ein Konzil angekündigt, eine römische Synode und eine Änderung des kanonischen Rechts. Das war so, war wieder eine Revolution, wir waren ganz entgeistert, aber hat eine Begeisterung ausgelöst, die heute unverständlich ist. Und alle, die heute jünger als 60 Jahre sind, haben das Konzil ja nicht mehr aus eigener Erfahrung erlebt. Das ist sozusagen ein Ereignis einer längst vergangenen Zeit, einer anderen Welt fast. Das Konzil, die erleben heute nicht mehr den Aufbruch, sondern eine von Krisen geschüttelte Kirche, das muss man schon sagen. Der Gründer der Bewegung, also Sant'Egidio, Andrea Riccardi, ein bedeutender Historiker, sein letztes Buch hat den Titel La Chiesa Brucia, die Kirche brennt. Er knüpft an den Brand der Notre Dame in Paris. Und die Notre Dame, die Kathedrale, gilt auch für Nichtgläubige als Symbol der europäischen, der französischen Kultur und Geschichte. Und er wollte ja so sagen, die Europa brennt, aber mit ihm brennt eben auch die Kirche, die mit lange Zeit von Europa geprägt worden war. Nun meine Frage, wie konnte es zu dieser Krise, der wir heute stehen, kommen? Nun, wie immer gibt es natürlich viele Ursachen, ich kann nicht alle aufzählen. Ganz sicher muss man sagen, Europa, der ganze Westen steht heute in einer Orientierungskrise. Es ist ja nicht nur, was eine Zeitung kommt, sind immer nur die wirtschaftlichen Fragen und dergleichen. Die gibt es natürlich, die sind wichtig, aber es sind im Grunde das Wertefundament Europas steht zur Diskussion und steht in Frage. Aber zu diesen europäischen Fragen, an denen die Kirche Anteil hat, die Kirche lebt ja nicht außerhalb der Welt, sie lebt in dieser Welt, zu diesen weltlichen Fragen gibt es auch Fragen kirchlicher Art, die zu dieser Krise geführt haben. Das Konzil ist wie jedes Konzil ein Schritt auf dem Weg der Kirche durch die Geschichte. Das konnte nicht alle Probleme lösen, es hat auch viele Probleme gelöst, wie man heute sieht, offen gelassen, oft auch wegen der Streitigkeit zwischen der Mehrheit und der Minderheit, die man eben auch gewinnen musste. Und das hat dann auch zu kompromisshaften Formulieren geführt. Und das führte nach dem Konzil zu einem erbitterten Streit
um die rechte Konzilsauslegung. Das römische Lehramt suchte zu Recht das Konzil in die Linie der Tradition hineinzustellen. Das ist legitim und ist auch richtig. Aber die zukunftsweisenden Aspekte, die im Konzil auch da sind, die traten dann in den Hintergrund. Der Aufbruch des Konzils schien so in den 90er Jahren, Anfang des 21. Jahrhunderts, wie ausgebremst. Die Tradition, die es erneuern wollte, erschien mehr als ein Bollwerk, denn als eine Erinnerung an die Zukunft. Enttäuschung und Unmut machte sich breit in der Kirche. Und mitten in diese Situation ist der Missbrauchsskandal hineingeplatzt. Er hat innerkirchliche Probleme, innerkirchliche Schwachstellen offengelegt. Verdrängen, schönreden hilft nicht weiter. Die Diskussion zu verbieten, das geht heute schon gar nicht mehr. Es führt kein Weg dabei daran vorbei. Die Probleme müssen angepackt werden. Probleme, die man verdrängt, rumoren im Unterbewusstsein weiter und machen krank. Man kann auch gesellschaftlich, man kann auch kirchlich krank werden. Und so ist der Streit zwischen Modernisieren und Antimodernisten heute in neuer, verschärfter Weise wieder aufgebrochen. Das scheint mir das Problem zu sein. Und das ist ein anderes Problem als im 16. Jahrhundert, wo es um katholisch oder evangelisch ging. Das ist ein Streit, wie stellen wir uns auf in der postmodernen Zeit, in der wir heute stehen. Die einen wollen eine Kirche, welche den Standards der Moderne entspricht. Sie wollen Demokratisierung, mehr Mitspracherechte in der Kirche, kämpfen für Rechte und Gleichstellung der Frauen, auch der Ordination von Frauen, für Selbstbestimmung im Bereich der Sexualität, Abschaffung des Zölibats und anderes. Andere dagegen verharren auf dem Status quo oder wollen gar zurück zu einem Status quo ante. Das gibt es auch, das ist nicht nur die Bewegung des Erzbischofs Lefebvre und der Pius-Brüderschaft, die haben heute auch Unterstützer aus den katholischen Reihen selber, das muss man ganz klar sagen. Öffentlich tonangebend sind im Augenblick die Extreme von beiden Seiten. Was fehlt, ist die Stimme einer breiten Mitte, einer Mitte, die die geistige und die geistliche Kraft hat, sozusagen das Berechtigte von beiden Seiten festzuhalten und zusammenzubinden, zu versöhnen und damit die Extreme, die kann man nicht abschaffen, die haben auch ihre Funktion, aber sozusagen an die Ränder zu drängen. Es gibt nach meiner Überzeugung diese Mitte. Sie ist da im Lebenszeugnis und Engagement vieler Christen und Beter. Später sind die atmende Lunge der Kirche. Sie ist da den unzähligen verfolgten Christen, mehr als in den ersten Jahrhunderten haben wir heute verfolgte Kirche. Sie ist da in den Armen und Ärmsten dieser Welt, die heute vermutlich die Mehrzahl der Katholiken sind auf der Welt. Die, das muss man sagen, haben andere Probleme als wir aufgeklärte Europäer. Doch ihre Stimme dringt bei uns kaum durch und es geht darum, ihr wieder mehr Gehör zu geben. Ich bin viel herumgekommen der katholischen Kirche in den letzten Jahrzehnten. Das ist nicht wahr, dass wir in Deutschland den Ton angeben können für die Weltkirche. Das ist eine Arroganz sondersgleichen und das wird auch nicht gelingen. Und wenn man sich unbeliebt machen will in der Welt, dann muss man das sagen, wir geben den Ton und die Richtung an. Das wollen sie nicht hören. Das merke ich in Italien die ganze Zeit. Da kommen wieder Erinnerungen an die SS auf, wenn man solche Sachen sagt. Das ist töricht. Nun, was kann geschehen in dieser Situation, wo es im Grunde um Modernisierung oder um sturen Antimodernismus geht? Es gibt zwei Vorlagen beim synodalen Weg jetzt, welche die Alternative aufzeigen. Die eine, Macht- und Gewaltenteilung in der Kirche, versucht angesichts der Krise
mit Hilfe eines großen theologischen Theoriegebäudes gewissermaßen die katholische Kirche neu zu erfinden, neu zu denken. Und das ist gut gemeint, da ist sehr viel Theologie drin, viel Richtiges, aber eben auch sehr viel Hypothetisches, sodass man am Ende fragt, ob alles noch so ganz katholisch ist. Manche Aussagen gehen dabei klar hinter das Grundanliegen des Zweiten Vatikanischen Konzils zurück. Dass die Kirche eine sakramentale Größe ist, menschlich und göttlich zugleich. Das ist eine Grundaussage des Konzils. Die Sakramentalität des Bischofsamtes, die Zusammengehörigkeit von Weihesakrament und Jurisdiktion, das alles ist dort sehr schwach ausgedrückt oder im Grunde aufgegeben. Das muss ich leider sagen. Der Gegenvorschlag Vollmacht und Verantwortung sitzt anders an. Er sitzt an auf dem Boden des Konzils. Man sollte annehmen, das ist die selbstverständliche Grundlage, von der man mal ausgeht. Und dann kann man sagen, ja, das Konzil ist ein Schritt, hat nicht alle Probleme schon gelöst, da sind offene Fragen geblieben. Die muss man heute stellen, aber man muss auf dem Boden, im Geist des Konzils, über das Konzil hinausgehen und nicht sozusagen die Kirche alles auf den Kopf stellen und die Kirche neu entdecken wollen. Das ist einfach die lebendige Tradition, die Tradition, die kein Bollwerk ist, sondern die Tradition ist im Grunde die Einladung, sozusagen sich auf diesen Weg der Kirche durch die Zeiten zu machen und ihn dann weitergehen, nach vorne weiterzugehen und sich dabei natürlich auch von neuen Einsichten überraschen zu lassen. Ich kann nur hoffen, dass beide Seiten die Größe haben, aufeinander zuzugehen. Denn nach synodaler Tradition brauchen wir am Ende, wenn wir wirklich einen Aufbruch wollen, eine einmütige Antwort, nicht einstimmig, aber einmütige Antwort, die nicht spaltet, sondern zusammenführt. Und ausgehend von diesem Verständnis einer nicht toten, starren Tradition, sondern einer lebendigen Tradition, die ein Prozess, die ein Weg ist, möchte ich nun im Folgenden einige Punkte nennen, die wichtig sind zu einem solchen gemeinsamen Aufbruch. Einem Aufbruch, so wie ihn Petrus Canisius für damals bedeutet hat. Ich würde das Wort vom zweiten Apostel Deutschlands nicht einfach ablehnen. Natürlich, der zweite Apostel ist nicht mehr wie Bonifatius. Der war übrigens auch nicht der erste. Der hat vielmehr eine verlotterte Kirche damals angetroffen und hat die also reorganisiert. Und während Petrus Canisius trifft nun eine Kirche in einer Krisensituation und erneuert sie, ist nicht nur gegen Reformation gewesen. Was Ähnliches müssen wir wieder tun. Eine Krise, und das ist nun das Wichtigste, bedeutet, ist ein griechisches Wort, das bedeutet nicht Zusammenbruch, bedeutet nicht Katastrophe. Krise bedeutet eine sich zuspitzende Situation, in der sich alles entweder zum Guten oder zum Schlechten wenden kann. Eine Krise ist also eine Herausforderung, bei der es darauf ankommt, was man aus ihr macht. Sie ist kein Schicksal, sondern uns zur aktiven Gestaltung aufgegeben. Und so hat Petrus Canisius in seiner Situation die Krise von damals verstanden. Es wurde vorhin schon gesagt, er wollte ja Kartäuser werden. Er ist aber ja auch in die Devotio Moderna, in diese persönliche Christusfrömmigkeit hineingewachsen, die das sich vor allem bei Thomas von Kempen findet. Das war also eine moderne Form der Frömmigkeit, wollte aber ein klösterlich zurückgezogenes Leben führen, bis er dem Petrus Faber begegnet ist und dort eine andere Spiritualität, die des Ignatius von Loyola kennengelernt hat. Eine Spiritualität, die nicht sich aus der Welt zurückzieht, sondern die in die Welt hineingeht, eine missionarische Spiritualität, die hinausgeht und die Aktion und Kontemplation miteinander verbindet.
Die ignatianische Spiritualität kann man in dem Satz zusammenfassen, jetzt sage ich es lateinisch, in Aktion, in Contemplatione activus, in Aktione contemplativus. Also eine Kontemplation, die nicht in sich verschlossen ist, sondern die zur Aktion anführt, aber eine Aktion, die nicht Aktionismus ist, die zugleich Kontemplation sagt, ist auch im Grunde eine Weiterbildung der benediktinischen Spiritualität, ora et labora, jetzt nur sozusagen auf die missionarische Aktivität angelehnt. Erfüllt vom Feuer dieser Spiritualität hat Petrus Canisius es geschafft, in einer Situation, in der Augsburg, große Teile Österreichs und Süddeutschlands und selbst Köln auf der Kippe standen. Es ist ihm gelungen, das Rad der Geschichte noch einmal herumzureißen. Und so kann man von Petrus Canisius wenigstens eines lernen, nicht das Gejammer führt weiter. Nicht die Polemik führt weiter, nicht das resignative Ergebenheit in ein vermeintliches Schicksal, es ist halt so, wir können nichts machen, nicht Polemik, gegenseitige Zerfleischung. Der Ausweg ist auch nicht eine Frage der Zahlen, dass man eine große Armee aufstellt. Auch ein Einzelner, bei ihm, er war ja weitgehend auch ein Einzelkämpfer, können eine Krise zum Besseren wenden, wenn sie von Glaube, Hoffnung und Liebe erfüllt ist, im Einsatz für die Sache Gottes und seines Reiches sich sozusagen in die Schanze schlagen. Selbstverständlich waren damals und sind heute Reformen nötig. Die Kirche bedarf immer der Reformen und im Grunde ist die ganze Kirchengeschichte eine einzige Reformgeschichte. Aber strukturelle Reformen allein nützen gar nichts. Strukturen sind ambivalent. Es kommt darauf an, was man mit ihnen macht. Sie können einen schlimmen Apparat wie ein Konzentrationslager machen und das bestens organisieren. Das war der Ehrgeiz des Kommandanten von Auschwitz. Das hat bestens funktioniert. Aber wie? Was hat es dann gemacht? Das war nun dämonisch, davon haben wir vorher gesprochen. Strukturelle Reformen allein bringen nichts. Auch die Demokratie lebt von Voraussetzungen, die sie nicht selber hat und schaffen kann. Und so gilt das noch mehr von der Kirche. Sie ist eine Gemeinschaft des Glaubens und der Glaubenden. Den Glauben, den kann man nicht machen, den kann man nicht organisieren. Er ist ein Geschenk der Gnade. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Allein in Christus und der die Mächte des Bösen besiegt hat, in Tod und Auferstehung, kann ein Christ in jeder Situation, in jeder Krise ein Mann der Hoffnung sein, aber der in dieser Hoffnung dann alles, wie Petrus Canisius, auf eine Karte gesetzt hat und sich dann wirklich dran gegeben hat. Es ist ja unglaublich, was der Mann schon rein physisch gemacht hat, diese Wege zurückzulegen. Er hat es ja nicht so bequem gemacht wie ich heute, mit dem Flugzeug nach München zu fliegen. Er hatte die Schuhe, das ist schon etwas, wie er sich da aufgerieben hat, wie er das konnte und nebenher noch so viel schreiben. Das ist ja nicht allein menschlich möglich, sowas. Der muss aus seiner inneren Kraft und Tiefe gelebt haben, sonst geht sowas nicht. Wenn ich nun aber heute höre, ich habe das von einem Bischof gehört, wir können das Evangelium erst wieder verkünden, wenn wir uns durch Reformen glaubwürdig gemacht haben, dann würde ich sagen, das ist Häresie pur. Häresie des Pelagianismus, der Weltgerechtigkeit, als ob man Kirche machen könnte und wir müssen das Evangelium glaubwürdig machen, ist ja genau umgekehrt. Das Evangelium macht uns glaubwürdig, es rechtfertigt nach Paulus seine Kraft Gottes. Und wenn wir das nicht mehr glauben, dann können wir einpacken, dass das Evangelium überzeugen kann. Es kommt also, und da hat Luther ja im Grunde recht gehabt, die Kirche, hat er gesagt, ist eine Creatura Verbi, die entsteht aus dem verkündigten Glauben. Wir sündige Menschen können das Evangelium nicht glaubwürdig machen. Was wir brauchen heute, und das zeigt uns der Petrus Canisius, das sind nicht Macher,
Wir brauchen auch nicht nur immer neue Papiere. Die Kirche ist fast zu einer Papierfabrik allmählich geworden. Mit diesen Papieren, die man bekommt als Bischof, dann immer, da kriegt man aus der Diözese, aus den Pfarreien, da kommt die Bischofskonferenz, dann Rom. Nach ein, zwei Wochen war das so ein Stapel. Ich habe dann auch was anderes zu tun gehabt, als bloß das Zeug zu lesen. Habe ich der Sekretärin gegeben, das reifen sie halt wieder weg. Das ist eine Papierfabrik, das schafft es nicht. Wir brauchen ja, heiligmäßige Menschen, die vom Schwung des Petrus Canisius erfüllt sind. Und es waren damals die Heiligen, die es gerettet haben. Schon vor Petrus Canisius, der Ignatius von Loyola, dann der Karl Borromäus, der Inbegriff eines Pastoral- und Reformbischofs in Mailand, Teresa von Avila, Johannes vom Kreuz, Franz von Sales, der in der Schweiz tätig war, gegen die Reformation, aber nicht nur gegen, einfach an der Erneuerung der Kirche gearbeitet hat. Wir brauchen in diesem Sinn einen neuen Petrus Canisius heute. Das ist, glaube ich, die Herausforderung. Es ist eine geistliche Herausforderung, vor der wir stehen. Wenn ich sage neuen Petrus Canisius, könnte ich auch sagen eine Petra Canisia. Es kann auch eine Frau sein. Heute haben wir das Fest der heiligen Hildegard. Eine großartige Frau, stell dir mal vor, im 11. Jahrhundert, die an den Kaiser schreibt, die an den Papst schreibt. Wenn der Bischof Mainz nicht getan hat, was sie wollte, hat sie dem Papst geschrieben und hat eine Antwort bekommen und aber Recht bekommen. Also das hat schon immer gegeben, das kann also auch eine Frau sein. Aber wir brauchen solche Menschen, die vom Evangelium gepackt sind. Das ist eine geistliche Herausforderung, vor der wir heute stehen. Fragen wir also, was würde der Petrus Canisius uns heute sagen? Ich beschränke mich auf drei Fragen. Was sollen wir tun? Wie sollen wir es tun? Und wer soll es tun? Zunächst zur ersten Frage, was sollen wir tun? Wir brauchen zum Ersten, was der Petrus Canisius hatte, einen klaren Kompass. Man kann nicht immer alle Schritte wissen. Ich bin früher, wo ich jünger war, immer in die Berge gegangen, bin auch etwas geklettert und gewandert. Ja Gott, man muss die Richtung wissen, aber man muss es Griff für Griff und Schritt für Schritt machen. Das kann man nicht alles vorherplanen. Wir brauchen einen Kompass, der kein Bätiger ist. Der Bätiger, der beschreibt ja alle Stationen, zu denen man kommt. Nein, der Kompass gibt nur die Richtung an und die Richtung muss stimmen. Der Krise des 16. Jahrhunderts hat das Trienter Konzil auf bei dem der Petrus Canisius ja kurze Zeit dabei war, hat diese Richtung klar definiert. Gleich auf der ersten Sitzung, die sich mit dogmatischen Fragen befasst hat, sagt das Evangelium ist Quelle aller Heilswahrheit und Disziplin. Quelle ist nicht ein Buch, nicht ein Kodex von Vorschriften, Glaubenssätzen und moralischen Normen. Das Evangelium ist eine lebendige, frische Quelle, da kommt frisches Wasser, nicht abgestandenes, altes Wasser, frisches Wasser, das sprudelt, das Leben ist und ohne Wasser ist kein Leben möglich. In diesem Sinn ist das Evangelium Quelle. Nun, Petrus Canisius hätte es vermutlich nicht ganz so ausgedrückt, aber der Sache nach geht es ja in den Exerzitien des Ignatius von Loyola um nichts anderes als um die Einübung in die Nachfolge Christi. Ich nehme an, jeder hat sie schon mal, vielleicht nicht 40 Tage, aber kurze ignatianische Exerzitien gemacht. Da geht es um einfach Nachfolge Jesu und um radikale Lebensentscheidung für die je größere Ehre Gottes und für das Reich Gottes sich einzusetzen. Also der Sache dasselbe. Nun, seit dem Konzil sind Evangelium und Evangelisierung bei uns ja Grundworte auch des katholischen Glaubens geworden. Wir haben lange Zeit gemeint, das ist für die Evangelischen. Insofern sind wir, in dem Sinn sind wir auch evangelisch geworden. Und Papst Paul VI. Hat in der Schrift Evangelii Nuntiandi das Grundanliegen des Zweiten Vatikanums so zusammengefasst. Evangelisieren ist in der Tat die Gnade und die eigentliche Berufung der Kirche. Ihre tiefste Identität, sie ist da, um zu
evangelisieren. Und damit hat Ehrengrund die Grundmelodie der Nachkonzilszeit angestimmt, in die alle folgenden Päpste eingestimmt haben, bis zu Franziskus Evangelii Gaudium, seine Programmschrift. Und diesen Cantus Firmus hatte Franziskus auch aufgegriffen in seinem Brief an die Kirche, die Pilger, das Gottesvolk in Deutschland, und es uns ans Herz gelegt. Ich muss sagen, ich habe es als ein starkes Stück gefunden, dass man diesen Brief in Deutschland sozusagen auf die Seite gelegt hat und einen eigenen Weg eingeschlagen hat. Was gibt es denn Besseres als das Evangelium? Das Evangelium ist grundgelegt bei Deutero Jesajas, also im zweiten Jesajas-Buch. Es ist die Hoffnung, die Botschaft von der Befreiung aus dem Exil in Babylonien, also eine Schrift der Hoffnung und der Befreiung. Bei Jesus, das Kommen vom Reich Gottes, ist sein Evangelium, die heilende Nähe Gottes und die Menschenfreundlichkeit Gottes. Bei Paulus ist das Evangelium die Botschaft von Tod und Auferweckung Jesu Christi, Sieg über Tod und auch Teufel und die bösen Mächte in der Welt, also Botschaft von der christlichen Freiheit, der Hoffnung und der Freude. Es ist die frohe Botschaft von einer Revolution der Zärtlichkeit und der Liebe. Und als die Jünger beim Abschied Jesu Sorgen hatten, ja, wie soll es denn weitergehen, also in den Abschiedsreden des Johannes, hat Jesus keine Ämter eingesetzt, sozusagen gemeint, wenn ich gute Ämter einsetze, dann ist für die Kirche mehr als genug gesorgt bis zum jüngsten Tag. Er hat ihnen aber auch kein Buch gegeben, das man nachschlagen soll, wo man alles weitere entnehmen kann. Er hat den Parakleten, den Heiligen Geist, den neuen Anwalt, den Tröster, wie man übersetzt, versprochen, der wird an alles erinnern, was ich euch gesagt habe, und er wird euch gleich einführen in die Wahrheit. Es ist also nicht so ein starres Lehrgefühl, sondern er wird uns einführen, was das im Einzelnen bedeutet. Dieses Evangelium ist die im Heiligen Geist bleibende Gegenwart des Wortes Gottes in den Herzen der Gläubigen. Und das Konzil hat deshalb gesagt, der Dialog Gottes mit der Menschheit, der hat mit Jesus nicht aufgehört, der geht im Heiligen Geist weiter in der Kirche, damit das Evangelium in der Kirche und durch die Kirche in der Welt erschallen kann. Und deshalb mahnt das letzte Buch der Bibel mehrfach zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Das ist ein Refrain, der immer wieder kommt in der Apokalypse, was der Geist den Gemeinden sagt. Das heißt nun, es geht im Evangelium nicht primär um die Kirche, ihre Ämter und ihre Strukturen. Die Ämter sind nicht das Heil, sie sind das Heilsmittel. Das ist ein Unterschied. Diese Hierarchia Veritatum muss man erkennen. Es geht deshalb im Evangelium um Gott. Es geht um Jesus Christus. Das haben wir gehört, wie die Herz-Jesu-Frömmigkeit. Das ist ja nicht nur jetzt aber das physische Herz, wie den Herz-Jesu-Figuren dargestellt wird. Die schönste Herz-Jesu-Darstellung, um das hier einzuflechten, ist für mich die Christusminne in Heiligkreuztal, wie der Johannes am Herzen Jesu liegt und da Ruhe, Frieden und Zufriedenheit, Glück und Heil erfährt. Das ist eigentlich Herz-Jesu-Frömmigkeit, am Herzen Jesu zu liegen, auf ihn zu hören, von ihm getröstet, geheilt und ermutigt zu werden. Das Evangelium von Gott und Jesus Christus, das im Mittelpunkt steht, ist aber gar nicht eine rein theoretische Sache. Das Hauptgebot der Liebe ist darin begründet. Und der Bergpredigt wird das konkret in der Zuwendung zu Armen, Kleinen, Trauenden, Verfolgenden. Und dann die Aussage Matthäus 25. Wie begegnen wir Christus? Was ihr dem Geringsten getan habt, die mir getan. Die Armen, die Trauernden, die Verfolgten und so weiter, die Menschen, die hoffnungslos sind, die trauen, die sind die Auslegung des Evangeliums für uns heute konkret. Wir müssen also neu, wenn wir Evangelium sagen, ist das Zentrum,
die Hierarchie der Wahrheit ernst nehmen, uns auf das Wesentliche konzentrieren, uns nicht auf rein innerkirchliche Probleme in denen zu verkrallen und dann in Lagerkriegen unsere Zeit vergeuden. Das sind nicht die Probleme der Menschen. Das sind zum Teil Funktionärsprobleme, aber nicht die Probleme der Menschen. Natürlich muss die Ordnung der Kirche muss stimmen, das ist schon, aber jetzt in diesen Problemen aufgehen, das ist, glaube ich, der falsche Weg. Die Menschen brauchen Trost, Orientierung, Glaube, Hoffnung, Liebe, Freude. Und wer sollte das anders geben als die Kirche? Johannes Paul II. Hat bei seiner Antrittspredigt 1978 auf dem Petersplatz gerufen, Spalancate le porte. Habt keine Angst, öffnet, ja reißt die Tore auf für Christus. Und das ist im Grunde auch das, was der Petrus Canisius sagt, sich für Christus zu öffnen. Und darum ging es ihm und darum geht es auch heute. Das ist das, was um das es geht. Die Konzentration auf das Wesentliche und nicht auf alle möglichen Detailfragen, die man auch den Theologen überlassen kann. Das soll man nicht den Leuten zumuten. Die haben andere Probleme und Fragen. Aber nun das Zweite. Wie hat Petrus Canisius das gemacht? Nun, die frühen Jesuiten, die haben keinen vorgefassten Plan gehabt, was sie jetzt wollen. Die waren in allen möglichen Feldern tätig. Der Franz José Xaverius ist nach Asien gefahren, ein großer Missionar geworden. Andere sind nach Deutschland gekommen, wie der Petrus Faber und der Petrus Canisius. Sie waren nicht wie wir Deutsche, die machen immer, bevor wir anfangen, großes Positionspapier, wo dann alles schon vorher bestimmt werden muss und da streiten wir schon über das Papier ins Endlose weiter. Die haben sich führen lassen. Sie engagierten sich, bis eines Tages die Stadtväter von Messina auf Sizilien auf sie zukamen und baten, ihre städtische Schule zu übernehmen. Darauf waren die gar nicht vorbereitet. Doch als Ignatius sich dafür entschieden hat, war die Sache für Petrus Canisius, da war er schon klar, Jesuit, klar, er machte einfach den Job und hatte Erfolg. Und bald waren überall Studienhäuser der Jesuiten in Bayern, ich habe das jetzt nochmal nachgeguckt, waren überall innerhalb von 100 Jahren Studienhäuser, Kaufbeuren, Mindelheit, Landshut, Ingolstadt, Eichstätt, Regensburg, München, Straubing, Passau und so weiter. Was haben die getan? Die haben eine neue Generation von jungen Menschen erzogen im christlichen Glauben und haben damit die Erneuerung der Kirche vorbereitet und gemacht. Canisius war der Überzeugung, wer in der Welt wirken will, der muss die Welt kennen. Darum war er auch gegen die Indexvorschriften, die Papst Paul IV., glaube ich, wollte. Ganz extreme Vorschriften, das darf man überhaupt nicht lesen, was die schreiben. Der Petrus Canisius hat schon gesagt, ich muss es kennen, bevor ich dagegen was sagen kann, muss ich mit denen auseinandersetzen. Er war der Meinung, man muss begabte Menschen heranbilden, ihnen im Licht des Glaubens das Wissen seiner Zeit zu vermitteln. Und damit lag er ganz auf der Linie der Tradition. Es waren ja die Mönche, die uns die antike humanistische Tradition übermittelt haben nach Europa. Die waren der Transmissionsgremien der humanistischen Bildung und haben damit die Grundlagen für Europa gelegt. Das wäre heute, meine ich, wieder die Aufgabe. Gerade in Ihrer Diözese Augsburg und bei uns in Rottenburg-Stuttgart haben wir Schulen in kirchlicher Trägerschaft, die nach dem Markthaler Plan arbeiten. Ich habe die Erfahrung gemacht, es gibt überall einen Riesenkrach, wenn man so eine Schule gründet. Nach 2-3 Jahren, wenn sie da ist, hat man zu viele Anmeldungen, dass man es gar nicht mehr alle annehmen kann. Diese Markthaler Schulen, denen geht es nicht bloß um Ausbildung, um Professionalität, sondern auch um Bildung, Herzensbildung, menschliche, sittliche, persönliche Bildung und Verbindung mit sozialer Praxis. Sie wollen nicht eine Elite, die abgehoben ist
von der Bevölkerung, sondern eine sozial engagierte Elite. Und damit wollen sie dem Narrativ einer rein säkularistischen, weithin ökonomisch und naturwissenschaftlichen Weltsicht eine ganzheitliche, christliche, katholische Vision entgegenstellen. Wenn wir weiterhin gesellschaftlich etwas zu sagen haben wollen, dann brauchen wir eine neue Generation von jungen Männern und Frauen, eine nicht nur gut ausgebildete, sondern eine umfassend gebildete katholische Elite. Ohne ein solches Leadership wird der Glaube zur Außenseiterposition. Er ist dann nicht mehr Sauerteig und Seele, die das Ganze durchdringt. Wir sind dann letztlich nicht mehr katholisch, sondern werden zu einer Sekte. Wir sind dann, das ist zweifellos ein langfristiges, auf Jahre hin angelegtes Programm. Es hat nicht morgen und übermorgen Erfolg, aber eben deshalb ist es auch nachhaltiger als alle spektakulären Events, die auch ihren Wert haben. Aber die sind dann oft wie ein Feuerwerk, das verglüht und dann weg ist, niedergebrannt ist. Innerhalb, das war eine Idee des Ignatius von Loyola und das hat sich dann im Jesuitenorden dann im 17. Jahrhundert ausgeprägt, diesen vielen Studienhäusern. Und dann, dass der katholische Glaube ist nicht nur aufgepfropft worden, der ist einer Generation sozusagen mitgegeben worden und mit einer ganzheitlichen Bildung von damals, dass man heute in anderer Weise natürlich machen muss. Und innerhalb einer solchen Bildung, einer neuen Generation, hat meiner Ansicht auch die katechetische Bildung ihren Platz. Man muss den Glauben kennen, den man bekennen will. Auch Katechese reicht bis in die Zeit des Neuen Testaments zurück. Schon bei Paulus hat er Ansätze von institutioneller Bildung. Und im 16. Jahrhundert hat das keiner so gut verstanden wie Martin Luther mit seinen zwei Katechismen, dem kleinen und großen Katechismen, indem er den reformierten oder den lutherischen Glauben befestigt hat. Die gelten bis heute als Konfessionsschriften bei den Lutheranen. Und dem Punkt hat man Petrus Canisius von Luther gelernt und hat damit, man muss schon sagen, einen Bombenerfolg gehabt, also so über 80 Auflagen dazu. Das ist ja schon sagenhaft. Es gelang ihm, in den katholisch gebliebenen Teilen Deutschlands den katholischen Glauben nachhaltig zu festigen. Ich erinnere mich an meine erste Afrika-Reise, das war in den 80er Jahren. Da war ich so ganz in der Hand der weisen Väter, die mir immer wieder gesagt haben, das ist das Grundgeheimnis der Mission. Wir müssen Katechese machen, wir taufen keinen, der nicht zwei Jahre Taufkatechese gehabt hat. Das hat sonst keinen Sinn. Das ist das Erfolgsrezept. Nach dem Konzil hat man das wiederentdeckt. Nur der Katechismus der katholischen Kirche, der jetzt heute wieder so oft kritisch diskutiert wird, das ist jetzt nicht eine Kost, die man jedem in die Hand geben muss. Das ist mehr ein theologisches Nachschlagewerk. Ich würde sagen, aber dass man das auch übersetzen kann, hat er dann der JUKAT gezeigt, der 2011 erschien. Der hat in kurzer Zeit viele Auflagen und viele Übersetzungen gefunden und da hat man gemerkt, das kann man auch in einer ansprechenden, auch jugendlich ansprechenden Weise vermitteln. Da haben übrigens auch Jugendliche mitgearbeitet. Eine ähnliche Erfahrung habe ich gemacht, wo ich mitgearbeitet habe im deutschen Erwachsenenkatechismus. Da hat daraufhin ein Hildesheimer Priester, Wilfried Henze, den Katechismus in eine flotte Briefform übersetzt. Also Briefe an Christine, also ein Mädchen, Glaube ist schön. Der hat flugs 11 Auflagenblätter, tausende von Exemplare absetzen können. Sage also niemand, der Glaube lasse sich heute nicht mehr vermitteln. Im Gegenteil, es gibt wieder heute viele junge Menschen, die wissen wollen,
Aber man muss es denen auch sagen, man darf da bloß nicht bloß Geschichtchen erzählen. Die wollen wissen, was Sache ist. Natürlich ist der Glaube keine Sammlung von Katechismussätzen, die man so am Schnürchen aufzählen kann, aber er hat auch einen Inhalt. Gott hat sein Geheimnis in Jesus Christus endgültig gezeigt. Da ist ein Inhalt da, man kann schon auch Inhalte benennen, die man kennen muss. Und der erste Petrusbrief: Gebt Rechenschaft jedermann von eurer Hoffnung. Aber um Rechenschaft zu geben, muss man im Glauben sprachfähig, auskunftsfähig, antwort- und rechenschaftsfähig sein. Und das ist mir heute ein Problem. Viele Christen sind sprachlos geworden. Sie wissen es nicht zu antworten auf die Angriffe und schweigen sie oder laufen manchem Nonsens nach, den man ja auch hören kann. Wir brauchen eine Katechese wieder, so wie in höherer Form natürlich. Mir kann der Katechismus heute nicht mehr so bloß den Leuten so vermitteln im Frontalunterricht. Das geht heute nicht mehr. Aber da gibt es ja auch Formen, wie man das machen kann. Wir brauchen den heute wieder. Und das müssen wir lernen von Petrus Canisius. Wir müssen eine neue Generation heranbilden, die das Feuer des Evangeliums erfährt, und zwar im Kontext aller anderen Fächer, wie das ja geschieht in den Schulen des Markthaler Plans. Das ist eine Gesamtbildung. Wir müssen das tun. Man hat eingesehen, etwa Sakramentenkatechismus, der schulische Religionsunterricht ist wichtig nach wie vor, aber so die Zahl der Kinder, die zum Teil kaum mal eine Kirche von innen gesehen haben und selten am Gottesdienst kommen, da ist dann Sakramentenkatechese wie Schwimmübungen im Trockenen. Also deshalb muss es im pfarrlichen Bereich geschehen. Aber wie geschieht das bei uns? Ich habe manches davon erfahren, ob ich in Amerika war, und zwar in New York, Manhattan, immerhin, also eine Stadt, die nicht ganz so klein ist, in Manhattan, das Zentrum von New York, wie die das machen. Habe es jetzt in Rom zum Teil wieder erlebt. Ich werde manchmal eingeladen zum Firmen bei ein paar Pfarreien. Frage ich, wie lange habt ihr euch vorbereitet bei den Firmlingen? 5 Jahre. 2 Jahre Erstkommunion, 3 Jahre auf die Firmung. Das sitzt dann, das ist natürlich im pfarrlichen Bereich, das hat mit Formen der Jugendseelsorge natürlich auch zu tun, das wird lebendig gemacht, aber das sitzt, die werden beheimatet in der Gemeinde. Ehekatechese, einer Pfarrei, komme ich immer wieder hin, die machen eine richtige Ehe, da nehmen sie alle, die jetzt so anstehen, zusammen und dann machen die, wie sagt man das jetzt, das Versprechen vor der Ehe, also jetzt kommt mir das Wort nicht mehr, vorher, da muss ich immer kommen, da brauchen sie mit der Mitra. Und dann, oh Gott, da bin ich aber engagiert, da muss ich mal das Baby taufen, das auch schon mal da ist, nicht? Und dann Messe und Predigt, da muss ich die Hälfte erstmal firmen, das ist in Italien die Voraussetzung für die Eheschließung, firmen. Und dann werden die Einzelnen, diese Pärchen aufgerufen, die kommen heraus, kommen an den Altar, unterschreiben am Altar ihre Verpflichtung, also, und dann natürlich in Italien ist kein Sakrament gültig ohne Beifall. Wir haben das Beifall. Aber die Gemeinde kennt die jetzt. Die sind zusammen und gehen gemeinsam diesen Weg auf die Eheschließung zu. Das sitzt dann, ein anderer Pfarrer hat mir gesagt, selbstverständlich, ich sitze mindestens zwölf Abende mit diesen Gruppen zusammen. Nicht bloß 2 Abende, wo man so spricht, ja Gott, die Akten muss man machen und dann muss man sagen, wie es gestaltet wird bei der Hochzeit. Das ist eine richtige Normal. Was heißt Christsein, eine Katechese? Geht ja heute meistens schon aufs erste Baby zu, wenn sie heiraten, nicht? Das ist dann schon eine Taufe, muss man aber wissen, was das ist. Das ist dann in dieser Hinsicht, glaube ich, ist Deutschland ein katechetisches Notstandsgebiet. Das fehlt.
Aber wie soll man den Glauben bekennen, wenn man ihn nicht bekennt? Man muss Sprachschule des Glaubens, des Katechese, aber eine Sprache muss ich auch lernen. Als ich nach Rom kam, ich konnte kaum Italienisch, ich musste halt büffeln. Die Wörter und auch die Grammatik, die sehr noch ein bisschen anders ist als im Lateinischen, das ich konnte, musste ich lernen, noch mit 70 Jahren. Sprache kann man lernen, man muss auch die Sprache des Glaubens lernen. Man kann nicht bloß so sagen, wie fühle ich mich im Glauben. Da gibt es schon bei Paulus gibt es Glaubensformeln, die sind übrigens älter als das Neue Testament selber, diese katechetischen Formeln. Und wir versäumen es, eine neue Generation heranzubilden, die das dann weiterträgt und auch als Laien, als Männer und Frauen das weitertragen im Leben. Und ich denke, das ist eine Aufgabe, die uns Petrus Canisius für das 21. Jahrhundert stellt und lebt, ohne die es nicht weitergehen wird bei uns. Jetzt noch ein dritter Punkt. Zuerst was, Evangelium, zweite wie und das dritte, wer soll das machen? Und ich fürchte, an diesem Punkt komme ich etwas im Konflikt mit dem Petrus Canisius. Der Petrus Canisius war natürlich die Streit mit den reformatorischen Lehre, die haben das hierarchische Priestertum bestritten und das allgemeine Priestertum gelehrt. Und weil es die Evangelischen so stark gelehrt haben, haben wir so ungefähr das Gegenteil immer gesagt. Das hat sich ja gegenseitig aufgeschaukelt, auch mit dem Papsttum. Natürlich hat es Päpste immer schon gegeben, aber diesen Papalismus ist eine neuzeitliche Form, weil der Luther den Papst als Antichrist bezeichnet. Dann hat der Katholische das Recht, gut, dass der Robert Bellarmin, den wir heute auch feiern, ist da auch ein bisschen mit schuldig an diesem Papalismus. Das sind einseitige Sachen, man hat das gemeinsame Priestertum lange Zeit etwas Vergessenheit geraten, bis das Konzil es wieder gebracht hat, das ganze Gottesvolk, alle getauft, die sind, haben gemeinsam am Priestertum Christi Anteil, sind mitverantwortlich in der Kirche, es gibt den Glaubenssinn des ganzen Gottesvolkes, es gibt also nicht nur so der Gegensatz Hörende und lehrende Kirche, auch die lehrende Kirche muss erst eine Hörende sein, damit sie lehren kann. Und die Hörende, die hat auch Überzeugungsarbeit und Verkündigungsarbeit zu leisten. Das sind also neue Akzente gesetzt seit Petrus Canisius. Durch das Konzil ist ein rein vertikales Kirchenverständnis von oben nach unten durch ein Bild einer partizipativen, kommunikativen Kirche ersetzt worden. Der Übergang, könnte man sagen, von einer Betreuungskirche zu einer Beteiligungskirche. Und es war nun Papst Franziskus, der aus dieser kopernikanischen Wende die Folgerung gezogen hat und seine Vision für die Kirche im dritten Jahrtausend so formuliert hat, ich zitiere: Die Welt, in der wir leben, verlangt von der Kirche eine Steigerung ihres Zusammenwirkens in allen Bereichen ihrer Sendung. Genau dieser Weg der Synodalität ist das, was Gott sich von der Kirche des dritten Jahrtausends erwartet. Das geht natürlich über Petrus Canisius jetzt hinaus. Inzwischen hat der Papst dieses Thema der Synodalität zum Thema einer eigenen Bischofssynode, die 2023 stattfinden soll, einberufen und dazu eine weltweite Befragung der Gläubigen, also eine Mitmachaktion, eingeleitet. Manchen scheint das ein revolutionäres Programm zu sein. Doch es ist das konservativste Reformprogramm, das man sich überhaupt denken kann. Genauso hat es die Kirche der Apostel gemacht, als die Grundfrage damals aufkam, und das war eine ganz entscheidende Frage, ob die Kirche nur auf Juden, die beschnitten sind, bezogen ist, oder auch auf die Heiden. Das war die Frage des sogenannten Apostelkonzils in Jerusalem. Diese Entscheidung
Wenn Sie das lesen in Apostelgeschichte 15, Gott von den Aposteln, die haben geredet, aber von der ganzen Gemeinde war versammelt, hat das gemeinsam vollzogen, im Gebet und in der Diskussion. Und so ist es weitergegangen, die nächsten Jahrhunderte. Das Synodale war das Grundleben der Kirche. Es gab da viele Synoden, nicht bloß in Rom und in allen Kirchen. Bis ins hohe Mittelalter hinein gab das. Das hat erst dann im späten Mittelalter und dann als Reaktion auf die Reformation aufgehört, obwohl das Trienter Konzil nochmals es gewünscht hat, dass die synodale Leben neu aufgenommen wird. Das Ergebnis war relativ mager, bis jetzt das Zweite Vatikanum wieder sagt, die ehrwürdige Einrichtung der Synoden sollen neu aufblühen in der Kirche. Also die Kirche soll synodal aufblühen. Und das heißt, klar, die Kirche ist keine absolute Monarchie, keine Aristokratie, aber auch keine Bürokratie. In der Kirche soll nicht alles bloß alles von oben nach unten entschieden werden, aber sie ist auch keine parlamentarische Demokratie, das auch nicht. So sehr die Kirche natürlich vom Stil und den Methoden da lernen kann von der Demokratie, das hat man früher auch gemacht, sondern, und das ist eine Aussage des Johannes Chrysostomus, Synode ist der Name der Kirche. Der definiert der Synode ist der Name der Kirche. Synode heißt Weggemeinschaft, Zusammenspiel aller Charismen und Ämter in der Kirche. Aller. Zum Gottesvolk gehören ja auch die Bischöfe. Das ist immer ein Blödsinn, das so gegeneinander auszuspielen. Die Bischöfe sind ja auch getauft, die Christen, denke. Also deshalb heißt die goldene Regel dieses Zusammenspiels, das haben wir herausgearbeitet im Dialog mit den Orthodoxen, da waren wir übereinstimmend, die Synode kann nichts gegen oder ohne den Bischof tun. Das ist das Zusammenspiel aller. Aber der Bischof soll auch wichtige Fragen nicht allein bloß tun, da soll die Gemeinde, soll die Gläubigen, sein Presbyterium hören. Genau das hat er schon Cyril von Alexandrien gesagt, er soll nichts ohne die Synode tun. Oder Möhler hat gesagt, nicht einer kann alles sein, aber auch nicht alle können jedes sein und können alles können. Das ist dann auch nicht parlamentarische Demokratie, sondern es gibt unterschiedliche Begabungen, Charismen, sagt man, unterschiedliche Aufgaben und Ämter in der Kirche. Die haben ihre eigene, aber die werden ja nicht von der Synode sozusagen zugesprochen, sondern die kommen von Gott her und die müssen zusammenarbeiten. Und das ist dann das eigentlich Synodale, die Zusammenarbeit. Und dann soll das, so sagt das Konzil, zu einem Consensio, das ist ganz schwer zu übersetzen, kommen, Consensio, zu einem Einklang, Zusammenklang aller Stimmen kommen. Und das sei das Zeugnis des Heiligen Geistes. Also nicht mit 50% plus 1, 49% Niederstimmen, dann habt ihr ja plötzlich die Spannung und die Spaltung, sondern zu versuchen, zusammenzukommen. Und das ist ein Ratsgremium, der Rat, den die Gläubigen geben. Rat ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. Und wenn das so zusammenkommt, ist das jedes Mal ein kleines Pfingsten, das den Streit beendet, Friede stiftet und neue Mission ermöglicht. Das ist also ein konsensorientierter Austausch der Gaben. Und zur Weisheit eines solchen Ratsgremiums gehört auch, dass es mal Fragen gibt, die im Augenblick nicht entschieden werden können, wo man nicht zusammenkommt. Es war eine ganz große Frage nach dem Trienter Konzil, es war die wichtigste Auseinandersetzung der Neuzeit bis ins 19. Jahrhundert, nämlich der Zusammenhang von Gnade und Freiheit. Da haben sich gestritten, die Dominikaner und die Jesiden, sich gegenseitig exkommuniziert und weiß immer, bis ein Papst, Pius V. war es, glaube ich, der gesagt hat, Schluss damit. Das lässt man die Frage offen. Die Frage ist bis heute offen.
Und die Kirche lebt noch weiter. Man kann auch mal Fragen offen lassen. Es kommt darauf an, das Wesentliche gemeinsam zu sagen, was man sagen kann, und das andere Mal dann in der Diskussion offen lassen. Es sei denn, es ist eine Bekenntnissituation einer Verfolgung, wo Ja oder Nein gesagt werden muss. Dann muss der Bischof auch mal das sagen. Das ist dann die Stunde des Bischofs. Aber sonst sollte man das abstimmen und da zu Übereinstimmungen kommen. Eine solche Synode gibt dann die Chance zur Wegkorrektur, aber auch einen Beitrag zur Neuerweckung des Geistes und eine Besinnung auf den künftigen Weg. Und da meine ich, auf diesem so verstandenen synodalen Weg ist heute schon viel mehr möglich, als viele meinen. Man muss nicht das Ganze, wie das manche versuchen, auf den Kopf stellen. Diese Tradition ist viel, viel reicher und weiter. Es sind noch offene Fragen da, die man lösen muss heute. Es ist jedem Bischof schon heute möglich, ohne auch ein Häkchen am Dogma zu ändern, gewisse synodale Strukturen in seiner Diözese einführen. Mein Vorvorgänger in Rottenburg-Stuttgart hat das gemacht. Bis heute hat kein Hahn danach gekräht in Rom. Und andere haben auch Ähnliches gemacht, wo es Mitsprache, mit manchen Sachen Mitbestimmung gibt, aber auf jeden Fall gemeinsame Beratung gibt. Das ist möglich, auch Laien schon heute mitbeteiligen zu lassen bei der Pfarreibesetzung. Da müssen Bewerbungen eingehen. Bei uns ist vorgeschrieben, die Bewerber müssen sich vorstellen in dem Pfarrgemeinderat, wie das heißt, ihre Vorstellungen vortragen, die Pfarrgemeinde ihre, dann gucken sie, ob das zusammenpasst und dann gibt der Pfarrgemeinderat ein Votum an den Bischof. Gut, man kann nicht immer ganz dem Votum folgen. Das gibt im Personalbereich Sachen, die man nicht immer öffentlich diskutieren kann. Aber normalerweise ist das ganz vernünftig. Und dann geht das geht alles im Frieden. Selbst bei Bischofsbesetzungen im Rahmen unseres Konkordatsrechts. Man kann doch kein Pastoralrat, Diözese verbieten, da Namen zu nennen. Und auch das erstens, zweitens, drittens hat eine beschränkte Zahl, was sie meinen. Und das dann dem Nunzius weitergeben und dann Rom bitten, nach Möglichkeit das zu berücksichtigen. Man kann nicht immer sagen, die müssen den nehmen, die vorschlagen. Aber man sollte auch keinen ernennen gegen den erklärten Willen einer Diözese. Das ist mehrfach ja passiert in Österreich. Das mit katastrophalen Folgen, wenn die sich schon legen bei der Bischofsfeier und der Neugeweihte zu weihen, die muss über die wegsteigen. Was soll denn das? Das kann ja nicht funktionieren. Also das sind Möglichkeiten heute schon da, man muss sie nur benutzen. Die sind möglich, ohne etwas am Kirchenrecht zu ändern. Und da, wenn man Änderungen will, dass sich niemand verboten, ein Votum nach Rom zu schicken. Man könnte vielleicht erwarten, dass das Rom dann auch beantwortet. Das haben sie beim Würzburger Synode, haben sie nichts beantwortet. Das ist unhöflich. Man antwortet auf einen Brief. Man kann sagen, es gibt Gründe, das ist nicht so zu machen, aber immerhin Gründe muss man nennen. Also es gibt Wege, auf diesem synodalen Weg weiterzukommen, auf dem Boden des Konzils, im Geist des Konzils, kann man auch manchmal über das Konzil hinausgehen. Das ist, aber in keinem Fall kommt man da unbedingt in Konflikt mit der geltenden Lehre. Und insofern meine ich, ist ein solcher synodaler Weg, die sich in die Tradition der Kirche einfügt, den weitergibt, aber nicht die Kirche neu erfinden will. Das kann man nicht. Die Kirche ist ein für alle Mal grundgelegt in Jesus Christus. Einen anderen Grund kann niemand legen, sagt Paulus. Aber in diesem Sinn können wir das heute tun. Und damit komme ich schon zum Schluss. Wir sind ausgegangen von dem Umbruch angesichts des Zuendegehens der Volkskirche, so wie wir sie bisher kennengelernt haben. Das Evangelium als Kompass, der Weg der Heranbildung einer neuen Generation und schließlich über die Akteure eines Neuaufbruchs, in dem alle eingeladen sind. Ein ausgefeiltes Zukunftsprojekt
hat nach meiner Meinung keiner, und jetzt behaupten die schwätzen daher, das Evangelium ist ja kein Flutlicht, das eine Rollbahn ausleuchtet wie auf dem Flughafen, oder schon gar keine Blendlaterne, sondern das Evangelium ist wie ein kleines Licht, das man trägt, und wenn man einen Schritt gemacht hat, gibt das Licht wieder Licht für den nächsten Schritt. Das geht dann langsam, aber es geht sicher voran. So ist das Licht des Evangeliums, das erleuchtet, langsam, aber sicher. Oder es ist wie beim Bergsteigen, macht Schritt für Schritt, Griff für Griff, Sprünge, während ein Salto Mortale beim Bergsteigen. Und auch keine Sondertouren. Man ist auf die Seilgemeinschaft angewiesen beim Bergsteigen. Und so scheint es mir auch zu sein, wenn man synodal weiterkommen will. Die gegenwärtige Krise ist ja nicht die erste Krise und sie wird auch nicht die letzte Krise sein der Kirche. Nach den Abschiedsreden Jesu im vierten Evangelium ist die Kirche immer im Bedrängnis, aber sie steht auch immer unter der Verheißung des Herrn. Und deshalb das Motto des Petrus Canisius: Perseverare, durchhalten, dranbleiben, nicht aufgeben, in dem Wissen, Christus vivit, Christus lebt, er lebt in der Kirche. Wie kann die Kirche erneuern, muss sie erneuern, aber nicht neu erfinden. Und das Evangelium Christi ist die Quelle, die ewig jung ist. Aus ihr kann und muss sich die Kirche ernennen, erneuern und verjüngen. Die Freude des Evangeliums wird auch heute und in Zukunft überzeugen. Davon müssen wir ausgehen. Die Freude des Evangeliums wird überzeugen. Darum nicht griesgrämig und verzagt. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Perseverare, nach vorne blicken, avanti. Dankeschön. Ja. Darf ich alle drei Referenten bitte nach vorne bitten? Eminenz, herzlichen Dank, Sie haben einen ganz, ganz großen Bogen geschlagen. Ja, wir haben auch Zeit, bitte schön hier, ganz langsam. Wenn Sie gleich hier dann Platz nehmen, man hilft, wenn Sie bitte hier Platz nehmen, ja. Man hilft Ihnen dann mit dem Gerät. Da kommt gleich jemand zu Ihnen. Ja, wir haben noch eine Frage aus der vorherigen Diskussionsrunde übrig, nämlich weshalb Petrus Canisius in den letzten Jahrzehnten so schmählich vernachlässigt wurde oder es zumindest den Anschein hatte. Ich kann zumindest sagen, dass wir 1980, das ist allerdings auch schon ein paar Jährchen her, in Ottmaring in der Kirche St. Michael ein neue Reliquien bekommen haben in unseren Altar von Petrus Canisius. Also ganz ist er nicht in Vergessenheit geraten, aber Sie haben natürlich schon recht, in unseren Bildungsprogrammen sucht man wahrscheinlich lange, bis man zu diesem Thema etwas findet. Und solche Jubiläen sind ja natürlich, manchmal sagt man auch die klassischen Ehrengräber, ich hoffe nicht, dass das in diesem Fall so ist, sondern dass wir hier wirklich Anknüpfungspunkte finden, die uns ein Stück weit eben auch weiterhelfen in kleinen Schritten, wie uns Kardinal Kasper gerade eben nahegelegt hat, voranzukommen. Wer möchte denn antworten auf diese Frage, warum Petrus Canisius hier möglicherweise etwas in die hinteren Reihen gerückt ist? Er ist natürlich ein sperriger Heiliger als Gegenreformator. Wir haben es ja an der Frage vom Professor Kaufhold gehört, jetzt nicht unbedingt, was in der jetzigen Zeit modern ist, sondern er ist damals in seiner Zeit für den Glauben eingestanden, hat für ihn gekämpft und es wirkt natürlich in der heutigen Zeit eher etwas schwieriger. Also diese Frage auch nach dem, ob man ihn heute noch guten Gewissens als Apostel Deutschland bezeichnen kann. Ich würde eher den Blick so von der Gegenreformation wegtun, sondern eben auch, wie wir es jetzt schon öfters gehört haben, auf die katholische Erneuerung, dass er eben neue Impulse gesetzt hat und eben für die Kirche eingestanden ist und hier
neue Möglichkeiten geschaffen hat. Wir haben es jetzt ja am Ende nochmal gehört. Dieser Ansatz über die Kinder und Jugendlichen, über eine neue Generation, das war das entscheidend Zukunftsweisende. Und das ist auch wohl ein ganz wesentlicher Punkt, den wir für die heutige Zeit auch mitnehmen können. Vielen Dank. Ja, dann kommen wir zu neuen Fragen, nachdem wir das... Ja? Verständnis, ich habe Hörschwierigkeiten, deutlich reden kann, verstehe ich es nicht. Ansonsten werde ich es nochmal für Sie übersetzen. Ja, tut Sie übersetzen. Ja. Ja, ich habe eine Frage, und zwar, ich habe 2005 die große Ausstellung geführt, Pax, als Frieden möglich war. Und aus dieser Ausstellung ging hervor, dass die Kirche kein einheitliches Messbuch mehr gehabt hätte. Das Konzil hätte demnach schon früher stattfinden müssen. Sie haben es so schön gesagt, Herr Kardinal Kasper, nämlich Luther und auch Kaiser wollten ein Konzil, aber Papst damals, Clemens VII., nicht. Und somit hat sich das Konzil verzögert. Und jetzt die Frage, dann kam also die kirchliche Erneuerung, das war jetzt der große Petrus Canisius. Und Petrus Canisius, hatte großen Erfolg. Und meine Frage ist, wieso hatte er diesen Riesenerfolg, dass er zunächst mal 900 und schlussendlich 10.000 ruckzuck wieder in den neuen Glauben überführt hat? Und ich meine, er hat Trick 17 angewendet, er hat sich bei Luther etwas abgespickt, das ist bei Ihnen schon angeklungen. Er hat nämlich in seinen Katechismen, großer, kleiner, auch für Kinder, ein Frage- und Antwortspiel erstellt. Und das bringt Diskussion. Und ich glaube, das war sein großer Erfolg, warum er so viele Leute so schnell wieder in den alten Glauben zurückführen konnte. Danke. Das war jetzt auch eher ein Statement. Wollen Sie was dazu sagen? Ich glaube, Antwort, also Frage-Antwort-Spiel, das ist eine alte Methode, die hat er nicht erfunden, die hat also auch Luther nicht einfach erfunden. Das gab es schon immer, dass man das in dieser Form heute nicht mehr machen kann. Man gibt heute eine andere Form von Unterricht. Wo ich noch in die Schule ging, da war es der frontale Unterricht und der Lehrer hat uns unterrichtet. Wir haben aufgeschrieben und dann das auch gelernt. So kann man heute nicht mehr Schul halten. Das weiß jeder, der mit Schülern zu tun hat. Das muss man anders machen, aber das ist eine Frage der Methode. Aber dass der Petrus Canisius mit dieser Methode diesen Bombenerfolg hatte, das lag natürlich jetzt nicht nur an dieser Frage-Antwort-Sache, dass man das auswendig gelernt hat, sondern der hat einfach überzeugt. Das war Überzeugungsarbeit. Das ist etwas, ja, dass man einfach nicht machen kann. Man kann oft ganz gescheite Vorlesungen halten und ja gut, das überzeugt so rein rational, aber dass das Herz damit geht, da war schon etwas von Genialität, von Charisma bei ihm da, von Überzeugungskraft, auch von dem Eindruck, der glaubt, was er sagt. Und der glaubt es nicht nur, der versucht es, wenn es so gut es kann, zu leben. Wir haben gehört, der Canisius war auch ein Mann seiner Zeit mit den Hexen, das wird heute kein Mensch mehr sagen. Das war eine Psychose, die es damals in der Gesellschaft gegeben hat, die hat er so übernommen. Aber er glaubt es und er tut es und er lebt es und da ist der Funke übergesprungen und hat Menschen überzeugt, die zum Teil noch so schwankend waren. Und das kann man nicht machen. Das ist eben auch natürlich, es war ein heiliger Mensch und von Heiligen, da geht zum Teil, springt ein Funken über. Ich habe das einmal erlebt bei der Mutter Teresa in einem großen Katholikentag. Es war eine große Sporthalle voll von jungen Menschen und die hat denen über Sexualität was gesagt. Ich habe mich hinter auf einem Rang verkrochen gehabt, habe gedacht, wenn ich als Bischof das sagen würde, die würde mich auspfeifen. Bei der Mutter Teresa haben die Standing Ovations gegeben, die hat also Sachen gesagt, also so hätte ich es auf jeden Fall nicht sagen dürfen, als Bischof, aber es gibt Menschen, die diese Ausstrahlung haben und
diese geistliche Ausstrahlung habt. Ich habe die Mutter Teresa auch in anderen Zusammenhängen, da habe ich das auch so festgestellt gehabt. Und das war eigentlich beim Petrus Panisius eben auch der Fall. Und wir können eigentlich nur hoffen und auch darum beten, muss, meine ich, dass es wieder solche Menschen, Männer oder Frauen, Männer und Frauen gibt, die diese Überzeugungskraft, die heute offenbar nicht mehr so da ist im Augenblick, wieder ausstrahlen und dann sozusagen Kirche in Schwung bringen. Persönlich bin ich überzeugt, das wird kommen. Ich weiß nicht, ob ich es noch erlebe, aber es wird kommen. Davon bin ich überzeugt. Aber die müssen kommen und das ist nicht eine Sache jetzt, die man machen, die man organisieren kann. Das ist für mich ein Grund, der synodale Weg ist schon recht, man muss schon Reformen machen, aber das ist nicht der Weg der Erneuerung der Kirche. Das sind wirklich vom Feuer des Evangeliums erfasste Menschen, Frauen und Männer, die sowas machen können. Die heilige Hildegard, eine gebrechliche Frau gewesen, die hat also dem Kölner Klerus, den müsste man nachlesen, was die dem Kölner Klerus gesagt hat. Ein Bischof würde mal lynchen, wenn er sowas sagt, seinem Klerus sagen würde. Das hat die denen gesagt und wie. Und auch nicht bloß in Köln, auch anderswo. Also solche, das sind Aufbrüche des Geistes, um die man beten muss, dass sie heute wiederkommen. Und dann natürlich schon Klarheit in der Lehre. Das ist das Richtige an dem Frage-Antwort-Spiel. Es ist Klarheit. Es gibt Sachen, die man sagen kann, die man nicht sagen kann. Da muss es auch mal Grenzen geben. Man kann nicht alles sagen. Diskutieren kann man über vieles. Und die Theologie ist dazu da, alle Fragen zu diskutieren. Aber in der Verkündigung muss wieder etwas mehr Klarheit hereinkommen. Der Meinung bin ich schon. Und das hat er dann gebracht. Auf die Bischöfe konnte er damals nicht viel geben. Das waren Fürstbischöfe, die haben andere Sachen gemacht. Da hat er sich ja oft beklagt darüber, dass die nichts tun. Er hat das als Einzelner gemacht, aber dann wieder auch Fürsten überzeugt und mit denen geredet und denen ins Gewissen geredet, mit diesem Kaiser oder König Friedrich, wie der Kaiser in Wien, den er gewonnen hat und so. Auch die Fuggerfrauen hat er hier in die gewonnen, die waren auch schon so halb drüben. Auf der anderen Seite, das sind Leute, die Überzeugung ausstrahlen. Das war es. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Ich habe noch eine Frage von der Frau Naui, die sich über die Mailadresse gemeldet hat. Die fragt auch nach der Rezeptionsgeschichte, wie gehen wir mit solchen Vorbildfiguren um? Für was genau wurde Petrus Canisius heilig gesprochen? Das ist die Nachfrage. Also wie stehen wir heute zu diesen Motivationen, jemanden heilig zu sprechen? Warum Petrus Canisius heilig gesprochen wurde und wie wir zu der Motivation für Heiligsprechungen heute überhaupt stehen? Gut, was ist eine Heilsprechung? Das ist eine, das Fachwort heißt, es ist eine Kanonisierung. Er wird in einen Kanon aufgenommen, also das ist die juristische Seite eines Verzeichnisses. Dieser Mensch kann öffentlich verehrt werden. Öffentlich verehrt werden, weil sein Leben dem Evangelium entsprochen hat. So würde ich das mal definieren. Es werden ein bisschen, also nach meinem Gefühl, hatten so viele Heiligsprechungen gemacht und dazu. Aber es werden dann auch Menschen herausgestellt, die dann wirklich für was gestanden haben und das wird nun öffentlich anerkannt. Die erste Heiligsprechung, die ich persönlich miterlebt habe in Rom, war die von, wie heißt Kolbe, das hat mich ja. Ich habe gedacht, der Mensch, der war da völlig isoliert, allein im Hungerbunker ist er da krepiert. Am Schluss haben sie ja noch eine Spritze gegeben, krepiert und war allein isoliert. Und jetzt wird er auf Weltebene da auf dem Petersplatz, das war also völlig voll und überfüllt, wird der Name genannt.
das ist, die Kirche bekennt sich zu einem Menschen, der das Evangelium gelebt hat, der vielleicht zu seiner Zeit gar nicht so anerkannt war. Für mich kommt es da gar nicht so auf diese Wunder, die sie da haben. Da habe ich auch so meine Probleme mit. Ich würde sagen, jetzt wollen sie bei uns einen selig sprechen, der wird seit Jahrhunderten wird er verehrt. Das ist für mich ein Wunder, wenn ein einfacher Pater vorher im Volksmissionar, über Jahrhunderte wird er verehrt und die Schüler, die Jugendlichen vor seine Klassenarbeit machen, gehen zum Pater Philipp und beten bei dem. Also, so, ja. Das mal herausstellen und zu sagen, den könnt ihr verehren, auf den könnt ihr gucken. Natürlich, ich kann gar nicht alle Heiligen nachmachen, die sind ja auch sehr verschieden, nicht? Aber es gibt schon welche, wo ich sagen muss, ja, beginnen. Ich meine, wenn der Dietrich Bonhoeffer katholisch gewesen wäre, der wäre auch längst heilig gesprochen, die evangelisch haben den ja faktisch heilig gesprochen, die sagen es bloß nicht. Also, das ist auch so eine Figur, der überzeugend in dieser schwierigen Situation des Dritten Reiches hingestanden ist und schließlich dann am Galgen geendet ist, dafür mit dem Kopf hingehalten haben. Warum soll man die nicht herausstellen und sagen, ja, so geht's? Und wir sind natürlich überzeugt, der ist ja nicht als einfach tot, dass die bei Gott leben, davon sind wir auch überzeugt und dass die ja, für uns Fürsprache einlegen können, so wie wir Menschen füreinander beten können, warum sollen die das nicht auch in einer Weise, die wir nicht kennen, für uns tun können, Beispiel und Fürsprache. Insofern halte ich im Grundsatz von dem schon, man sollte nicht so viel machen, das ist so ein Dutzend billiger, nicht? Das bringt nichts, aber gut, da habe ich nichts zu sagen dazu. Aber ja, grundsätzlich würde ich sagen, ja, das hat schon, und das hat selbst Luther nicht bestritten und die Evangelischen, dass es Menschen gibt, die ein Exemplar, ein gutes Beispiel geben des Glaubens. Das ist an sich eine gemeinsame Sache. Das mit der Fürsprache, da haben sie etwas Schwierigkeiten damit. Aber gut, so wie wir füreinander beten können, warum soll das dann nachher nicht sein? Also, da hätte ich keine grundsätzlichen Probleme. Aber, und so bei Petrus Canisius, ich meine, der hat schon was getan, in einer wirklichen Krise des Glaubens in Deutschland, also Krise, damals war evangelisch-katholisch, aber es war eine Krise, von dem wir heute manches lernen können. Übertragen müssen wir das auf unsere Situation, man kann es nicht nachmachen, aber insofern kann der ein Vorbild sein für uns heute, was wir machen müssen, wo so viele Leute der Kirche den Rücken drehen und auch nichts mehr wissen wollen von Religion. Und da hat er immerhin bei uns in Süddeutschland, in Österreich, Köln, das Rad umgerissen. Ja, bitte. Können uns sozusagen inspirieren lassen. Und die Vielzahl der Heiligen hat ja immerhin auch den Charme, dass sich jeder einen nach seinem Geschmack suchen kann, nach seiner Spiritualität. Wir haben im Katholischen ja die Gewohnheit des Namenspatrons, der sollte einem ja besonders nahe stehen, aber das ist natürlich auch manchmal Glücksfrage, ob das nun gerade der eigenen Spiritualität entspricht oder nicht. Man kann nicht aber alle Heiligen gleich sympathisch finden. Nein, müssen wir auch nicht. Das geht, die braucht man auch gar nicht. Aber an so Petrus, zwei, drei darf man haben im Leben. Am Petrus Canisius haben wir jedenfalls festgestellt, kann man sich offensichtlich in mancherlei Hinsicht doch inspirieren lassen. Gibt es weitere Fragen oder Statements, die Sie abgeben möchten? Vielleicht kann ich noch kurz dazu auch was sagen. Und zwar ist ja doch interessant, dass viele Jahrhunderte nach seinem Tod erst dann die Seligsprechung war, Mitte des 19. Jahrhunderts und dann im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts dann die Heiligsprechung. Santo Subito war das nicht mehr, also das hat sich dann ein bisschen hingezogen. Und dann kann man natürlich, das ist glaube ich auch die Frage gewesen, schon überlegen, was in dieser Zeit dazu angeregt hat, so eine Person jetzt eben der öffentlichen Verehrung noch einmal anzuempfehlen. Ich denke schon, da geht es auch um die Schwierigkeiten der Glaubensweitergabe. Die haben wir nicht nur heute,
sondern eben auch im 20. Jahrhundert. Und es geht ja dann in die Zeit der Totalitarismen, jetzt heißt es, wo man einfach merkt, wie schwierig das da war. Und besonders natürlich auch Christus als den König in den Mittelpunkt zu stellen, das sind eben solche Ideen, die einfach dann doch vielleicht die Glaubensweitergabe und den Glauben in den Mittelpunkt setzen. Und ich denke, das ist für uns heute auch wieder wichtig, wo die Gefahr, gerade auch durch die Corona-Krise, manches nochmal beschleunigt worden ist, wir versuchen müssen, unseren Glauben heute weiterzugeben, in der Gesellschaft weiter präsent zu bleiben. Und das sind, glaube ich, auch die Aufgaben für heute. Und da kann uns der Petrus Canisius sicherlich auch ein Fürsprecher und Wegweiser sein. Herr Bischof, möchten Sie vielleicht das Schlusswort sprechen? Nicht unbedingt Schlusswort. Wir können gern noch was dazu sagen, aber vielleicht auch zu diesem Thema der Selig- und Heiligsprechungen. Das ist ja immer nicht nur, Herr Schütz, Sie haben vorher Anwalt einer Dame gemacht, es ist nicht nur Rezeptionsgeschichte im Sinn einer historischen Forschung. Wie wird eine Botschaft rezipiert? Hier geht es vor allem auch um eine, wie soll ich sagen, auch um ein Sprachrohr in die gegenwärtige Zeit. Und das, was vorher sowohl der Herr Kardinal als auch Thomas Groll gesagt hat, glaube ich, ist ganz wichtig. Was spricht ein Seliger, ein Heiliger in die Zeit? Und ich will nur mal, ich kenne weder die Heiligsprechungsakten jetzt von Petrus Canisius noch von zwei anderen direkt, die aber auch nur von ein paar Jahren versetzt auch heilig gesprochen worden sind und die nicht unterschiedlicher sein können, die aber alle auch mit Deutschland zu tun haben. Das eine war 1925, Petrus Canisius. Dann haben wir kurz zuvor den Albertus Magnus, auch einen Sohn aus unserem Bistum Lauingen, der dann aber natürlich Köln-Regensburg war, als Dominikaner, ein der letzte Universalgelehrte, aber auch einer, der wirklich einen generellen Überblick hatte und die Welt gedeutet hat im Lichte Gottes, vor allem im Lichte Jesu Christi. Also das ist eigentlich auch in dieser Zeit, 20er Jahre, muss man auch in dieses gesellschaftliche oder politische Umfeld sehen. Und dann der letzte in dieser Dreiheit, jetzt für Deutschland, war, interessant, Konrad von Patzham. Ah, ja. Der Anfang sozusagen der Hitlerzeit, also des Nationalsozialismus, zur Ehre der Altäre erhoben worden ist. Und da wollte man auch nicht unbedingt dann sagen, das ist jetzt sozusagen die große ideologische Auseinandersetzung, sondern das war eigentlich auch so, dass man ganz klar gedeutet hat, dieser einfache Mann hat ausgeharrt an der Klosterpforte. Und da kenne ich ein bisschen ein paar Texte, die auch damals im Verfahren wichtig waren, vor allem ein Zitat, und dann ist es doch ein kleines Schlusswort, wenn nicht niemand mehr sagen will. Bei Konrad war es zum Beispiel so, dass ein Satz, ein sehr markanter ist, das Kreuz ist mein Buch. Ja. Und ich glaube, dass das sehr wichtig war im aufstrebenden Nationalsozialismus und wo man wirklich auch das Kreuz sozusagen rausnehmen wollte aus dem Leben, zumindest das Kreuz, das nicht nur einer Nation oder einer Rasse gehört, sondern sozusagen globales Heilszeichen ist, da hat dieser vollkommen, was weiß ich, auch sehr bodenständige Mann, aber ohne theologische Studien gesagt, das Kreuz ist mein Buch. Täglich hat er drin gelesen und das war die Botschaft mit dieser Kanonisation. Und so hat der Petrus Canisius eine Lebensbotschaft, wo es nicht nur um die Person geht, wie es Kardinal sagt, es geht um das, was wir als Modell in Exemplum, wie es die Fugger bei ihrer Stiftung sogar immer gesagt haben, wie wir hier weitermachen. Das Kreuz ist mein Buch. Etwas ganz Tröstliches. Auch die Heiligen waren Sünder. Und die haben ihre Fehler, ihre Grenzen gehabt. Wir haben das ja vorher besprochen beim Petrus Canisius. Er ist eben diese Psychose, die es ja nicht im Mittelalter, sondern in der frühen Neuzeit gab, weil die Leute angstbesessen waren mit diesen Hexen. Es war Schreckliches gewesen. Nicht bloß die da Hexen waren, sondern auch die Vernehmungsarten. Das waren Quälereien, das waren Torturen, das war etwas Schreckliches. Auch die Heiligen sind Menschen ihrer Zeit. Und
darüber können wir heute urteilen. Ich überlege mir oft, was wird mein Hund in 200 Jahren über uns sagen? Da wird man auch auf Ansichten bei uns stoßen, die vielleicht in 200 Jahren sagen, ja, wie waren die bekloppt, was haben die da gesagt? Das sind die Heiligen auch und die waren auch, haben ihre Fehler gehabt. Das ist etwas Tröstliches für uns. Und das Zweite, unser Diözesanpatron, der heilige Martinus, der wird ja vom Volk heilig gesprochen. Der heilige Ulrich, hier, ist der Erste, der vom Papst heilig gesprochen worden ist. Warum hat man das gemacht? Man musste aufpassen, dass da nicht irgendwelche pseudoreligiösen und weil sie fanatischen Dinge sich durchsetzen. Man musste das ein bisschen unter Kontrolle halten. Das ist ja auch vernünftig, da gibt es sonst, also auch merkwürdige Formen von Frömmigkeit, die da oft dann hochkommen. Und das, gut, dafür gibt es diese Kongregation, die das prüfen muss nach Kriterien. Das geschieht im Allgemeinen sehr, sehr genau und sehr penibel, das muss man schon sagen, die das prüfen. Das Hauptzeugnis ist für mich, ob diese Frau, dieser Mensch sozusagen im Glauben der Gläubigen ankommt und da Wurzel geschlagen hat. Das ist für mich das Allerwichtigste, eine gewisse Anerkennung von der Gemeinschaft der Gläubigen, dass sie den, wie man dann sagt, verehren und einfach als solchen sehen. Und denn das ist auch ein wichtiges Argument bei der Heiligsprechung. Das ist nicht bloß da mit Wunder, da gibt es auch eine Kommission dazu von Medizinern, die das beurteilen mit den Wundern, sondern es wird auch geguckt, ist eine Verehrung da bei den Gläubigen, mindestens in dem Bereich in der Gegend, wo sie gelebt haben oder dem Orden, dem sie angehört haben oder schon universalkirchlich gegeben. Also es ist einfach auch das Zeugnis des Glaubens der Gläubigen, den die Heiligsprechung dann, sagen wir, konfirmiert, bestätigt. Und ohne das wäre es eigentlich ein leerer Akt. Und von dort her sollte man das vielleicht auch sehen, dass man das einfach die Bestätigung, aber dann doch auch gewisse Missbräuche mal ausscheidet. Das ist, glaube ich, auch notwendig. Und dazu gibt es diese Kongregation, die das macht, die da unendlich viel Zeugen vernimmt und Dokumente studiert und das zum Teil auch sehr, sehr schwierig ist. Ich habe das mitbekommen, da will man die Gründer der koreanischen Kirche, da kann kein Mensch mehr die Dokumente von denen lesen, weil das ein Chinesisch ist, das heute kaum mehr jemand kennt. Das ist also ganz, ganz schwierig und da mühen die sich um solche Detailfragen, damit da nicht das Falsche oder auch nationalistische oder Sachen aufkommen. Aber mit dem Bewusstsein, es waren auch Menschen ihrer Zeit und dass sie auch Fehler gehabt haben, ist nicht schon ein Beweis, dass sie nicht auch heilige Menschen waren, sonst könnten wir alle einpacken. Wo wir ja alle zur Heiligkeit berufen sind durch die Taufe. Ja, letzte Gelegenheit, noch eine Frage zu stellen. Ja, Pater Alois Schlachter aus Rom hat noch einen Bogen sozusagen wieder zu Canisius und der Kirche im Dialog. Er schreibt, es würde ihn ja auch vor allem interessieren, welche Erfahrungen Sie, Bischof Bertram, als Mitglied des Synodalen Weges mit diesen Anliegen, mit dem Dialog haben. Und er schreibt, hindert nicht vieles das gehört werden können des Evangeliums. Also wo ist der Blick auf das Evangelium? Ist der in der Vielstimmigkeit, so lese ich das jetzt aus der Mail vom Pater Alois heraus, ist diese Vielstimmigkeit, wie geht man damit um im Dialog? Gibt es da vielleicht einen Rat, den wir Petrus Canisius nachschauen können? Ich habe es nicht verstanden. Die Frage war an Bischof gerichtet. Es geht um die Frage, ja, trotzdem würden Sie es wahrscheinlich gerne wissen wollen, wie die Vielstimmigkeit, die jetzt beim Synodalen Weg in Deutschland zu hören ist, in Übereinstimmung zu bringen ist mit dem Hören auf das Evangelium.
Soll ich vielleicht mal was sagen? Genau, und dann kann Herr vorher. Kardinal auch gern noch was korrigieren oder präzisieren. Nee, mir geht es darum. Also, erstens mal, das Evangelium ist in seiner Deutung nie eine Monokultur. Schon immer gab es verschiedene Stimmen, Schulen, auch theologischer Natur reflektiert, aber auch sonst, das Evangelium ist in dem Sinne auch wirklich katholisch, durchaus vielstimmig. Ich möchte einfach den Titel eines Buches zitieren von Hans-Urs von Balthasar, schon sehr am Anfang seines Wirkens in dieser kleinen Reihe im Johannes Verlag einsiedeln. Die Wahrheit ist symphonisch. Ich glaube, es wird dann problematisch, wenn aus der Symphonie des Glaubens eine Kakophonie des Lärmens wird. Und da stehen wir, glaube ich, in der Problematik, dass auch, was auch vorher auch im Vortrag anklang und auch in meinem Referat ich ein bisschen zum Ausdruck bringen wollte. Ich denke, es geht darum, dass das Evangelium einen Rahmen aufspannt, der durchaus vielfältig, katholisch, symphonisch sein darf, in diesem Zusammenklang. Aber nicht in dem Sinne, dass wir sozusagen uns Monopolstellungen aus dem Evangelium bringen oder jeder beruft sich auf das. Da sind wir schnell in diesem berühmten Paulus-Wort, der eine hält zu dem, der andere zu dem. Es geht um Christus. Ich sage auch immer wieder, Christus und sein Evangelium den Menschen anbieten, weil eigentlich das personifizierte Evangelium Christus ist und Christus selber sich im Evangelium durch die Geschichte hindurch auch begibt und wir damit Evangelisierer sind. Das ist auch etwas, was ja hier für mich immer ganz wichtig ist, das neu wegzulassen, weil es weder um eine Re-Evangelisierung geht, noch, das kann ich noch sagen, Nova Evangelizzazione, um eine neue. Ich sage einfach wie Evangelii Nuntiandi, es geht um Evangelisieren. Der Grundauftrag ist Evangelisieren. Und jetzt sind wir im synodalen Weg in der großen Problematik eben, dass wir unter Umständen im Sinne einer Art Methode der Dicta Probantia, wie es ja immer so war, denkt man mal an unser ein Buch, das habe ich selbst noch in meinem Regal, mit Ott flott zu Gott. Da werden also, es ist so eine Dogmatik, mit Ott flott zu Gott, von Ott geschrieben, wo einfach so drin steht in Sentenzen, was zu glauben ist, was für wahrscheinlich zu halten ist und so weiter. Das ist zu wenig. Und wir werfen uns jetzt zum Teil verschiedene Interpretationen auch der Heiligen Schrift, insgesamt auch der Loci Theologici, das sind nämlich die Metathemen, die zugrunde. Was sind die theologischen Orte? Die werfen wir uns sozusagen auch ein bisschen um den Kopf. Ich bin selber Mitglied des Synodalforums Priesterliche Existenz. Auch hier ist noch immer ein starkes Ringen. Wir sind absolut nicht kleruslastig. Wir haben auch sehr, sehr viele Frauen und Männer mit dabei, aber natürlich auch Priester, etwa Vertreter des Priesterrats, einen Seminarsprecher und so weiter. Weil wie wollen wir über priesterliche Existenz reden, wenn nicht diejenigen, die es leben oder sich darauf vorbereiten, da nicht mit dabei sind. Und da stelle ich leider fest, dass genau das, was Kardinal Kaspar uns gesagt hat, als Grundschlüssel zum Verständnis des Zweiten Vatikanums nicht Basis ist. Und zwar, dass ein sakramental verstandenes Volk Gottes auch ein sakramental verortetes Weiheamt braucht. Da rede ich noch gar nicht über Zulassungsbedingungen, über Lebensform. Aber wenn das nicht Basis ist, wir haben darum gerungen und de facto ist in dem Grundlagentext dieser Satz nicht mehr drin, weil wir sagen mussten, wir zitieren schon Lumen Gentium, gemeinsam Kirche sein und so weiter. Aber dieser Satz ist kein Axiom, aufgrund dessen wir
unseren Text weitermachen konnten. Der ist jetzt nicht ganz so schlecht, würde ich sagen. Es gibt da keine Alternativtexte, wenigstens momentan nicht. Aber wir haben über kritische Passagen abgestimmt und das sind sehr knappe Mehrheiten im Forum gewesen. Es sind gut 30 Leute. Und da muss ich schlicht und einfach sagen, wie sich das entwickelt, ich weiß es nicht. Aber ich möchte, was meine Möglichkeiten anbelangt, dafür mich einsetzen, dass wir dennoch das Tischtuch nicht zerschneiden. Denn es bringt uns wenig, denke ich. Ein Text, erste Lesung, verrät uns der Begriff, wie ein Gesetzentwurf vorzulegen. Und dann gibt es einen Gegengesetzentwurf. Schnell haben wir Fraktionen, Blöcke. Das bringt uns nicht weiter. Und dieser große Konsens, einmütig, muss nicht einstimmig sein, der bringt ehrlich gesagt nichts, wenn es dann eben mit knappen Mehrheiten, knapp über der absoluten Mehrheit, Sieger und Besiegte gibt. Und wir haben auch ja so eine Sperrminorität des Episkopats mit drin in der Satzung des synodalen Weges. Wenn die zum Greifen kommt, haben wir im Volk Gottes wieder die Schwierigkeit. Es gibt nämlich auch schon die Tendenz, dass von uns abverlangt wird. Sie fordern jetzt eine namentliche Abstimmung unter den Bischöfen und dann unter Umständen auch noch mit Bischöfen, die nicht so dafür stimmen können, ins Gespräch zu gehen. Das ist wirklich das, was Kirchenparlament ist und weniger geistlich. Der langen Rede, kurzer Sinn, dann beende ich das auch. Mein Vorschlag ist ein doppelter, um auch weiterhin evangeliumsgemäß vorzugehen. Zunächst das Tempo doch zu verlangsamen. Wenn man nach Rom mit dem Auto fährt, im Apennin steht, moderare la velocità, also die Schnelligkeit abmildern, wenn man mit dem Auto dahin fährt. Ich glaube, wir sollten uns einbetten und einbinden lassen in den synodalen Weg oder in die Prozesse, die der Papst anregt. Und der Papst sagt sogar, das eine ist die Versammlung 23 in Rom. Und wenn dies noch nicht reif ist, denkt er sogar dran, ohne jetzt aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber im letzten Gespräch konnte ich mich mit ihm darüber austauschen, da hat er das ganz offen gesagt, dann denkt er dran, vielleicht sogar 2025 eine Nachfolgesynode zu machen zur Synodalität, ähnlich wie bei Ehe und Familie, wenn die Zeit nicht reif ist. Also Tempo rausnehmen, geistliche Unterscheidung braucht Zeit, braucht Wachstum, das können wir nicht im Hauruck machen, das muss wägen und sägen lassen. Und das Zweite ist, wir haben in Deutschland 9 Nachbarländer und wir sollten nicht eine deutsche Insel machen. Wir könnten uns wirklich, es müssen vielleicht nicht alle 9 sein, aber aus einem Großteil dieser Nachbarländer Vertreterinnen und Vertreter, es müssen nicht nur Bischöfe sein, als Auditoren, Observatoren einladen, die gleichsam Resonanzpersonen für uns sind, um einfach zu prüfen und zu hören und uns rückmelden, spiegeln, wie Sie so eine Synodalversammlung oder die Lektüre eines Textes von uns empfinden. Und dann würde sich, denke ich, auch manches relativieren. Also ich glaube nicht, dass die Kirche in Deutschland als Weltkirchenprimus sich im Vatikan präsentieren muss. Da machen wir auch nicht Bella Figura in Rom. Mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen. Ja. Ich habe Sie so verstanden, Herr Kardinal, dass Sie eigentlich eine charismatische Persönlichkeit suchen, in dem dritten Punkt, den Sie angesprochen haben. Wer soll es machen? Sie sind sozusagen, der Vorschlag ist, wir brauchen solche Persönlichkeiten wie zum Beispiel Canisius, charismatische, die was vorleben. Und meine Frage ist grundsätzlich derart, ist die Synode, die Sie vorschlagen als Methode, überhaupt dazu geeignet? Im protestantischen Bereich hat man immer schon Synoden und die haben die gleichen Probleme wie die Katholiken. Er hat gesagt, Sie seien auf der Suche nach einer charismatischen Persönlichkeit. Ja.
wie Petrus Canisius für heute. Und die Frage ist, ist eine Synode dafür überhaupt der richtige Weg, eine solche Persönlichkeit zu finden? Nun, es gibt einen alten Grundsatz aus dem römischen Recht, das auch in das kirchliche Recht übernommen worden ist im hohen Mittelalter. Was alle angeht, soll von allen entschieden werden. Also es muss schon eine Abstimmung, eine Diskussion, ein Konsensprozess stattfinden, das muss es geben. Auch eine charismatische Persönlichkeit ist darauf angewiesen, dass sie als solche anerkannt wird. Es gibt ja auch falsche Propheten und die treten auf, als ob sie das Charisma haben. Das ist ein Anerkennungsprozess möglich und der kann ein langer Rezeptionsprozess notwendig sein. Also auch eine charismatische Persönlichkeit muss sich, sagen wir, dieser Zustimmung vergewissern. Das war beim Petrus Canisius auch der Fall. Es hat ja gefunkt, die Leute haben da ihm ja zugestimmt. Sie sind so damals, was viel war, zu tausend gekommen, haben stundenlang bei seinen Predigen zugegangen, waren fasziniert davon. So etwas muss natürlich schon geschehen, auch in der Kirche. Also der Charismatiker allein kann es nicht sein. Da muss schon natürlich erst angewiesen auch auf die Rezeption der Kirche. Da sind wir alle darauf angewiesen. Zum anderen noch, natürlich gibt es eine Vielfalt in der Kirche, muss es geben. Wir haben nur vier Evangelien, nicht nur eines. Also das Evangelium ist gemeinsam, aber es drückt sich in vier Evangelien aus. Wenn man die genau liest, merkt man, da sind auch Unterschiede da. Das hat es also von Anfang an gegeben. Aber man muss dann immer wieder versuchen, in der Interpretation zu einem Übereinstimmungsprozess zu kommen. Das dürfen wir uns nicht einbilden. Heute haben wir mehr Heiliger Geist, sagen wir mal, als früher. Wenn eine frühere Übereinstimmung, die kann heute nicht einfach falsch sein. Das ist unmöglich. Sondern ein unfehlbares Dogma heißt im Grunde, das ist die beste Definition, die ich kenne, die habe ich bei Heinrich Schlier gefunden, eine Wahrheit wird ins bleibend nachdenkbare oder ins bleibend bedenkenswerte erhoben. Also das ist eine Wahrheit, aber sie ins Bleiben denkenswerte ist. Man kann sie nie einfach abtun, aber sie ist auch bedenkenswert. Das muss weitergehen, muss übersetzt werden. Und da kann es auch wieder unterschiedliche Meinungen geben. Und dann das kirchliche Lehramt sollte auch mal eine Diskussion natürlich zulassen. Das ist schon nötig. Aber dann muss man dann auch mal zusammen feststellen, was gilt und was nicht gilt. Sonst verläuft das, also das ist ein Spiel, das ist ein prozesshaftes Geschehen, aber wir müssen alte Dogmen, die sind bleibend denkenswert, die können wir nicht heute sagen, das interessiert uns nicht mehr, das geht uns nichts mehr an. Wir müssen überlegen, was das bedeutet hat damals und wie wir das heute sagen können. Und derweise geht der Präzeptionsprozess voran, aber wir können nicht so sagen, jetzt fangen wir von vorne nochmal an und konstruieren uns das Ganze neu vom Neuen Testament her, wobei das Neue Testament ja eigentlich später ist als die Tradition. Die Tradition geht voraus. Das kann man nicht, sondern man muss sich sozusagen in diesen Weg einlassen und sozusagen das weiter bedenken. Und meine Überzeugung ist, das sind sehr viele Fragen, die kann man lösen. Es gibt einige Fragen, die sind momentan sehr kontrovers. Da ist offenbar im Augenblick keine Übereinstimmung möglich. Dann kann man es ja auch mal stehen lassen und warten, bis sich das manches löst. Das ist immer wieder, das haben auch Konzilien immer wieder gemacht, Fragen offen gelassen. Nicht nur das Vatikanum II hat Fragen offen gelassen, der weiteren Diskussionen. Nächstes Konzil ist da wieder weitergegangen. Insofern ist das ein lebendiger Prozess, in dem man steht, in dem man aber nichts erzwingen soll mit Machtmitteln. Das ist immer schiefgegangen, wenn man es in der Kirche mit Machtmitteln, entweder von oben oder von unten, das ist egal,
durchboxen will, das geht nicht. Da muss dem Geist Freiheit gelassen werden und gegeben werden. Und da kommt man auch am weitesten. Und deshalb würde das auch sozusagen mein Appell sein heute. Jetzt nicht bestimmte Fragen, von denen man sieht, das ist einfach nicht reif. Das jetzt durchzuboxen, erreicht man nämlich das Gegenteil. Genau. Und das, und, oder man erreicht, also man erweckt da Erwartungen, das muss jetzt kommen. Und dann, wenn es nicht kommt, ist eine Riesenenttäuschung. Das ist meine große Befürchtung bei einigen dieser Punkte, dass es einer ganz großen Enttäuschung endet. Und das ist das, was wir am wenigsten brauchen können gegenwärtig in der Kirche. Ja, wir sind weit über die Zeit hinaus, die wir uns vorgenommen hatten. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Zunächst einmal natürlich Ihnen, Eminenz, dass Sie den weiten Weg von Rom hierher auf sich genommen haben. Noch dazu, wo das Wetter bei uns nicht besonders schön ist. Von daher vergelt's Gott, dass Sie sich die Mühe gemacht haben. Es war, denke ich, für alle interessant, aus Ihrer Perspektive die Dinge zu betrachten und zu hören, welche Schlussfolgerungen Sie aus diesem ja nun ein halbes Jahrtausend alten Heiligen gezogen haben. Natürlich danken wir auch Ihnen ganz besonders, Herr Bischof, zum einen für die Anregung zu dieser Veranstaltung, die ja auf Ihren ausdrücklichen Wunsch hin so konzipiert worden ist, auch und für Ihren Einsatz, dass Sie sich auch die Zeit genommen haben. Wir wissen alle, wie eingespannt Sie mit vielen Verpflichtungen und Aufgaben sind. Ihnen, Herr Domkapitular Dr. Groll, dass Sie gemeinsam als Mitveranstalter nicht nur hier mit dabei waren, sondern auch Ihren Part inhaltlich dazu beigetragen haben. Und vor allen Dingen natürlich Ihnen allen. Es war jetzt für uns alle, glaube ich, ich hoffe, Ihnen ist es auch so gegangen, richtig erfrischend, einmal wieder mit einer größeren Zahl von Leuten ohne Maske in einem Raum zusammenzusetzen und sich auszutauschen. Man hat schon fast ein bisschen Entzugserscheinungen jetzt nach dieser langen Corona-Pause. Und auch Ihnen danke ich, die Sie übers Internet mit teilgenommen haben. Ich hoffe, Sie haben es genossen. Und ja, hoffe, wir werden uns bei irgendeiner anderen Gelegenheit gesund und munter und interessiert wiedersehen. Herzlichen Dank und kommen Sie gut nach Hause.